Survival Games werden heute gezockt in der großartigen Skill Arena, wo wir uns hoffentlich am Ende an die Gurgel gehen werden, traditionell. Seid dabei, das wird ein langer Abend. Ja, wir begrüßen euch noch einmal sehr gediegen. Ich hoffe, ihr habt gespeist. Falls ihr schon länger eingeschaltet habt, konntet ihr jetzt gerade zusehen, wie wir gespeist haben und noch weiter speisen werden. Meine verehrten Kollegen, Valentin ist noch am Speisen. Sie sehen's. Die sind voll scharf. Die sind viel zu scharf, die Fries. Ja, das sind die speziellen. Wir können sie noch einmal kurz zeigen. Die nee, da. Genau. Seht ihr, das, man sieht richtig das Gewürz da drauf. Mhm. Das sind kleine Scharfpartikel. Und die sind wirklich sehr scharf. Nur das am Rande. Ja, wir waren essen, aber lass uns nicht vergessen, dass jemand nicht gegessen hat. Das ist Krogi. Und den sehen wir jetzt dabei. Essen, heute das übergeordnete Thema. Zumindest für die ersten Minuten. Und mit vollem Mund tut man nicht sprechen. Von daher hat er seinen Anstand nicht verloren und pfeift sich weiter seine leckeren Fries in die Fresse. Aber keine Sorge, es wird trotzdem gegamed beim Essen. Genau. Hier wird keine Sekunde verschwendet. Genau. Ich will mal sehen, ob du heute mal Skill auspacken kannst oder ob du wieder so wie so eine Wurst spielst wie das letzte Mal. Wieso? Jetzt geht's schon los, Jürgen. Das gefällt mir. Du hast letztes Mal gewonnen. Dementsprechend kannst du dein Mund so weit aufreißen. Das ist dir, das sei dir gegönnt. Wir haben aber ein paar Neuerungen, die wir vielleicht am Anfang einmal ganz kurz umreißen. Und zwar haben wir die Punktevergabe ein bisschen verändert. Ja. Wir hatten es vorher ein bisschen komisch gemacht. Ich weiß nicht mehr wie, aber es hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Es war nicht so smart. Am Ende musste die Regie würfeln, dass er gewinnt. Und dann hat Valentin gewonnen. So war das nicht. Wir haben dann alle Challenges ausgezählt. Aber diesmal machen wir es schlauer. Und zwar folgendermaßen. Wie denn, Denzel? Das ist aber schlau. Und zwar machen die Punkte gibt's diesmal. Der Erste kriegt 2 Punkte, der Zweite kriegt 1 und der Dritte kriegt 0. Das ist nichts. Das ist sehr wenig für den Letzten dann. Und das Ganze wird dann über diese 3 Runden zusammengezählt, addiert. Wir nennen das, wie ihr wollt. Nee, ich habe gerade auch gegessen. Ich habe eine Frage. Ihr fragt jemand, ist das Format gut? Lohnt sich das, dran zu bleiben? Safe. Ja, also, ja, ich denke schon. Dass, dann ist es beantwortet. 5 Sterne. Führe bitte fort. Danke. 5 Sterne. Genau, und genau, die Punkte machen wir anders. Das macht diesmal dann hoffentlich mehr Sinn, ob dem so ist, ja. Wenn wir am Ende. Es verhindert halt, dass es einen Gleichstand gibt. Natürlich auch nicht komplett. Aber wenn es passieren sollte, das am Ende. Letztes Mal auch. Ja, Moment, aber es ist schon schlauer. Wenn es doch Gleichstand gibt, dann können wir immer noch die einzelnen Challenges auszählen, also die Kästchen, wie viel man insgesamt abgehakt hat, weil das haben wir ja letztes Mal am Ende gemacht. True. True it is. Und der zweite Punkt, der anders ist, ist, dass wir im Vorfeld uns jetzt schon einmal verraten, was denn auf dem Spiel steht. Denn die Person, oder es sind ja 2, die verlieren. Es gibt nur 1 Gewinner in dieser Show. Das ist nicht eine von diesen politisch korrekten Sendungen, wo wir alle gewinnen. Nee, es gibt nur 1. Und die anderen sind, das sind Gurken. Und die müssen was machen. Und zwar entscheidet der Gewinner, was. Wieso ziehst du dich aus, Krugi? Das ist ein Einsatz vielleicht. Okay, wir lassen ihn mal kurz sein Ding machen. Ich will gewinnen, Mann. Ich will gewinnen. Ich war gerade so, mit dieses Cajun-Zeug. Ich hab mich so zum Schwitzen gebracht, Alter. Das ist fucking scharf. Ich muss gerade meinen Pulli ausziehen, Mann. Nee, es ist, wenn sich einer nebenbei auszieht, das lenkt mich einfach kurz ab. Wo waren wir? Naja, aber bei unseren Einsätzen, was man am Ende machen muss, weil wir haben ja so kleine Matzen, die uns ein bisschen aus der Balance bringen sollen beim Spielen. Und da haben wir ja das letzte Mal, als ich, vielleicht erinnert ihr euch, als ich gewonnen habe, da habe ich euch aufgetragen, was ihr tun sollt. Krogi hat sich wild auf den Boden gewälzt, wie so ein flotter Otto. Und Kann man das vielleicht mal sehen? Ist das im Rahmen des Möglichen vielleicht? Stimmt, ich weiß nicht. Dafür haben wir es ja eigentlich gemacht. Ich weiß nicht mehr, was das du erniedrigendes machen musstest. Können wir mal gucken, vielleicht ist das irgendwo. Aber du hast vollkommen recht, du hast es gerade richtig beschrieben. Und das machen wir heute wieder, nur anders. Und wie wir das machen, das hast du gerade auch schon erzählt. Ich wiederhole es einfach trotzdem noch mal. Wir erzählen es jetzt. Ja. Vielleicht angefangen, Krogi, mit dir. Du bist gerade, hast gerade aufgegessen. Danke. Noch mal das Wort. Also das heißt, ich soll jetzt erzählen, was passieren würde für euch, was ich mir vorstellen würde, wie diese Mats auszusehen hätte, Die Strafe. Wenn ich gewinnen würde, ja? Ja, genau. Ich stelle mir das so vor, ich brauche von euch beiden Folgendes. Ihr geht ins Screen, aber nacheinander, ja? Es ist mehr so, jeder macht das mit sich selber. Ich möchte, dass Walle und Dennis, dass ihr euch jeweils einmal so auf den Boden legt und, also richtig auf die Fach auf den Boden, da brauche ich eine Close von eurem Gesicht und dann macht ihr irgendwie sowas. Irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Und dann brauche ich eine andere Position, wo ihr dann selber
euch so ein bisschen in die Hocke geht. Versteht ihr? Oh, so, dass ihr ein bisschen in die Hocke geht, das hätte ich gerne. Das muss im Green sein. Und dann möchte ich hinterher, dass ihr euch selber teabaggt. Das wird einfach richtig geil. Das wird einfach richtig schön. Das ist meine Idee. Okay, es ist richtig smart, die Einsätze vorher jetzt zu kommunizieren, weil jetzt habe ich nochmal so einen richtigen Drive bekommen. Ja, ich will auf keinen Fall verlieren. Die Idee ist gut, ihr teabaggt euch selber, das ist schon richtig geil. Das ist schon richtig. Ich könnte fast überlegen, ob wir beide uns diesmal Perma verbünden. Ja, genau, das kann das nämlich auch bewirken. Das kann gut sein. Alle gegen Krogi. Wow, oh, ja. Mhm. Und zwar würde ich fragen, was machst du denn, Walle, wenn du gewinnst? Was wirst du uns aufbürden? Naja, also ich dachte, ich wäre schon assi. Also, aber das geht ja gar nicht, muss ich sagen. Also ich habe eher so ein lames Statement dagegen, lame. Und zwar, wenn du wieder nicht gewinnst, musst du sowas sagen wie sehr traurig in die Kamera. Ich bin seit 40 Jahren in der Branche und ich habe noch nichts gewonnen. Okay. Und Krogi auch, oder muss man was anderes sagen? Nee, also bei Krogi habe ich den Dreh noch nicht so ganz raus, aber ich musste jetzt natürlich was Finales sagen. Ja. Und ich habe ja auch den Chat im Blick. Vielleicht kann der da noch mal so ein Fünkchen reinwerfen. Mhm. Aber im Prinzip geht das natürlich in eine ähnliche Richtung. Ja. Und zwar würde ich das bei dir ein bisschen umdrehen. So, als die Skill Arena noch einfach war, habe ich gewonnen. Doch jetzt, wo einiges auf dem Spiel steht, kann ich nur noch verlieren oder irgendwie sowas. Das okay. Wording, das besprechen wir ja, da nochmal. Aber ihr wisst, was auf euch zukommt. Darauf kommt es ja. Ich verstehe das. Ja. Also einfach so, ihr müsst selber in Worte fassen, wie scheiße ihr seid. Das will ich von euch einfach mal ehrlich in die Kamera. Das ist mein Leben. Ganz ehrlich. Ja. Okay. Ich hasse mein Leben, Style, genau. Aber was jetzt bin ich gespannt. Was hast du denn, Denzel? Das kann ich dir vertellen. magst du Senf? Oh, nice. Ja, ich guck mir lieber Senftests an, aber okay, wenn das so ist, dann musst du Mayonnaise nachher. Ich habe hier so eine Packung Mayonnaise. Ja, deswegen extra viel. Die will ich, dass du dir die einverleibst. Und du, Krogi, das gleiche. Magst du Mayonnaise? Kommt drauf an, wo? Dann kriegst du den Senf. Ja, geil. Du kriegst den Senf und ich will, dass ihr die richtig schön leer macht. Hier so mit Ausdrücken am Ende. Das ist so richtig, wie beim Melken. Aber wohin denn? Oh. Wohin mit der Suppe? Ja, hier. Ah. Oh Gott. Also du, im Grunde kannst du es dir, machen wir es so. Ihr könnt es euch aussuchen, in welche Körperöffnung ihr das einflößt. Okay, wollen wir das so machen? Chat, ihr wollt schon sehen, dass die beiden Teebeuteln, oder? Ey, das ist komplett ekelhaft so. Ich mache hiermit, aber ganz bewusst habe ich die Anfrage vom Dschungelcamp abgelehnt. Und jetzt muss ich trotzdem so eine ekelhafte Scheiße machen, oder ja, was? Ja, Mann. So, und wo wir jetzt mit den ekligen Sachen durch sind, die Belohnung, die ist wieder einmal eine Pizza. Wir haben stundenlang Feedback gesammelt, wie die letzte Sendung lief. Und eine der wichtigsten Punkte war, die Pizza war zu klein. Wir werden diesmal eine größere bestellen. Safe. Und angefangen mit dem Belag. Valentin, du hast diesmal den Lieferdienst ausgewählt. Das war ein anderer als letztes Mal, weil da hattest du ein Veto eingesetzt. Du möchtest was anderes? Ist okay. Ja, wir switchen einfach durch, die Lieferdienste, würde ich sagen. Was nehmen wir diesmal rauf? Willst du mal? Fang du mal an. Ich packe meine Pizza mit, musst du sagen. Ja, ich packe meine Pizza mit Knoblauch. Ja, gut, dann den Captain Salami erstmal. Der muss ja rauf da, ne? Es wird genau die gleiche Pizza. Ja, es wird exakt gleich. Ich nehme Käse. Das ist auch drauf. Also extra Käse. Ach so, das ist die gleiche Diskussion war auch schon. Mozzarella, extra Mozzarella. Es gibt aber Pizza Blanco. Da ist noch nicht mal Tomate drauf. Ja, tatsächlich. Es gibt einige Dienste, da musst du extra. Ja, da aber nicht. Okay, da also nicht. Tomaten, da bestelle ich Tomatenmark gar nicht. Und Käse ist drauf, ja. Alles dann sag ich Zwiebeln. Schon wieder wie letztes Mal. Okay, denn ich sag was anderes. Paprika. Paprika, okay, Paprika kann man ja immer, ne? Ja. Dann nehmen wir noch mal, was könnte man denn noch, was ist denn, also Mais sonst? Mais ist immer lecker. Mais? Ja. Mais? Okay, Mais. Dann werfe ich noch Jalapenos drauf. Ich bin heute für die. Kannst du das dann nochmal bitte? Jalapenos. Danke. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon, dass ich das mehrmals sagen musste. Für die würzigen Sachen bin ich heute zuständig. Wie viel soll da noch drauf, Leute? Du hast jetzt noch einen Belag übrig. Ist das wirklich so? Ist das konform? Letztes Mal haben wir uns geeinigt auf Medium Pepperonis anstelle von Jalapenos, erinnere ich mich. Was? Aber wir können gerne sind machen. Das die Standard-Skill-Arena-Regeln, dass jeder zwei Belege nennen darf? Das heißt, wir haben immer jetzt sechs. Neuerdings. Das heißt, wir haben immer sechs Belege. Eine Pizza mit sechs Belegen ist ungenießbar. Ja, dann machen noch mal Käse. Oh, dann ist es. Nee, pass auf, dann nehme ich noch. Warte.
Milch. Einer davon ist Knoblauch. Das ist ja im Grunde... Ja eben, das ist ja kein richtiger Belag. Alleine, dass man mit Knoblauch anfängt. Was soll das denn sein, dieses Rumgeeier? Okay, nehme ich ein paar Oliven. Ja! Geil. Okay. Oliven sind ultra geil. Ja. Also ich muss sagen, auf die Pizza habe ich sogar richtig Bock. Hammer. Alles klar, das erste Spiel geht los. Seid ihr bereit? Ja, was ist es denn? Ja, was ist es? Das erste Spiel ist Valheim. Ich habe Valheim mitgebracht, ich fange an. Und wir sammeln Punkte, 24 Stück maximal. Das ist gelogen und warum, erkläre ich gleich. Weil die Punkte haben wir auch ein bisschen abgeändert. Ja. Sind wir soweit? Cool. Habe ich irgendwas vergessen? Ist irgendwas kaputt? Läuft alles? Cool. Sollen wir loslegen? Ich würde sagen, wir sind startbereit. Man kann vielleicht noch kurz erwähnen, dass wir heute die Survival-Spezialausgabe machen. Wir haben alle ein Survival-Game mitgebracht. Stimmt, das hatten wir. Alle ein Survival-Game. Valheim ist eins, das ist noch gar nicht allzu lange draußen, aber es erfreut sich großer Beliebtheit und auch meiner. Ich würde sagen, wir steigen einmal ein, wir starten das Spiel. Stellst du uns die Aufgaben vor? Und ich stelle die Aufgaben Dankeschön. Vor. Dankeschön. Genau. Dazu würde ich aber erst einmal kurz ins Spielchen rein, weil es gibt eine kleine Intro-Sequenz und über die würde ich quatschen, dann sparen wir ein bisschen Zeit. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Skillor geht auf den Server. Ab die Post. Warte, lass mich kurz das Passwort eingeben und dann können wir gleich die Punkte einmal zeigen, die es zu erreichen gilt. 24 verschiedene Felder werdet ihr gleich sehen. Und da steht Vogelkill. Ne? Ich meine, einige muss ich gar nicht erklären. Dann sollt ihr einen Vogel töten. Wie ihr das macht, euer Ding. Ja, mach weiter jetzt. Blume pflücken, ja, ist klar. Brenne, ja, du selber, einmal ein bisschen brennen. Ne? Es ist nicht schlimm. Sterbe ist rot, das ist heute neu. Angepasste Regel. Habe ich ein bisschen Ketchup hier? Warte. Sterbe gibt -1. Und zwar stackt das, Leute. Ja, das heißt, wenn ihr zweimal sterbt, kriegt ihr -2. Dann haben wir den CQC-Rekel. Wenn ihr nicht wisst, was CQC ist, das ist Close Quarter Combat. Also ein Reh im Nahkampf. Welche Ausbildung warst du die letzten 6 Wochen, Dennis? Das habe ich in Metal Solid gelernt. Ganz ehrlich. Wenn nicht. Okay. Baum fällt Baum. Das heißt, ihr fällt einen Baum und der Baum fällt einen anderen Baum. Ah ja, das ist gut. Na? Wenn ihr, das hat gute Physik, Valheim, deswegen geht das. Schlafe, relativ klar. Mampfenpilz, ist klar. Brate lecker Fleisch, ist klar. 20 Himbeeren pflücken. Ja, 20 Stück bitte. Ja. Töte 3 Graylings. Die sind die Typen, die Graylings heißen, das steht da unten. Davon 3 bitte töten. Ein Haus abreißen. Jesus. Da stehen manchmal Häuser rum. Ich habe euch allen ein Haus gebaut. Das meine ich nicht. Nicht die 3 Anfangshäuser, sondern da stehen Häuser rum. Oder ihr baut ein neues und reißt das ab. Mhm. Na? Erschöpft, schwimmen. Ja, das heißt, wenn die Erschöpfung nur ist, dann im Wasser sein. Quatsch mit dem Vogel. Es gibt einen Vogel, mit dem man quatschen kann. Pfeilschaden kriegen. Töte Eiktier. Das ist der Boss. Das gibt 5 Punkte. Deswegen goldene Goldaufgabe. +5 Punkte. Rauchvergiftung kriegen, also ein bisschen Schaden kriegen durch Rauch. Eine Distel pflücken. Messer ein Schwein, ist auch klar. Finde eine Truhe, ist cool. Töte ein Skelett, ist schwer. Weihnachtsbaum bauen, ist lustig. Werkzeug kaputt. Ist, wenn dein Werkzeug kaputt ist, ist auch klar, und einmal winken. Und ich, ja. Okay. Würde sagen, ich starte direkt mal mit der ersten. Ich finde sie richtig scheiße. Ja, findest du? Ja. Tada! Das sind Scheißaufgaben, Dennis. Oh, den ersten Punkt haben wir schon. Und. Was? Ja. Was? Und, oh, guck mal, der ist ja direkt hier. Geht's los? Guck mal. Sind wir in der Sendung? Was ist los? Wir sind schon in der Sendung. Du musst aber wirklich? Weiß ich nicht, da muss ich mal runterzählen, ne? Ja. Sorry, ich wäre ganz geil, weil wir brauchen ja einen Timer. Ich dachte, ihr guckt mir über die Schulter, aber wir können das ja im Fullscreen zeigen, das ist ja unglaublich. Ne? Jesus. Ja, okay. Okay, dann zählt mal runter. 3, 2, 1, go! Okay, die Zeit läuft und es ist ein bisschen dunkel. Ich hoffe, es wird gleich Tag und da ist der Vogel, mit dem man quatschen kann. Der ist ja tatsächlich direkt hier am Anfang. Da kriege ich meinen ersten Punkt. Und ich habe hier 3 Häuser für euch gebaut. Da sind sie. Ui. Und da sind eure Startsachen drin. Denn ihr habt am Anfang nichts. Ich habe schon den ersten Skill gekriegt, dafür gibt's aber keine Punkte. Okay, ich nehme das mittlere Haus, ja? Okay. Das sind die Sachen, die man am Anfang braucht. Schnell alles einsacken und dann hole ich gleich die Punkte. Okay, alles klar. Okay, was können wir alles machen? Womit fangen wir an? Ist doof, Sterbe, dass es nachts ist. Sterbe zum Beispiel. Nee, das gibt's gar nicht. Das gibt Minuspunkte. Jetzt schon lächerlicher Time Waste. Was machst du denn da die ganze Zeit? Sorry, ich hab mich vorbereitet. Okay, pass auf. Ich sammle erstmal. Ich soll einen Pilz mampfen. Ich brauche einen Pilz oder so. Oh ja, guck mal, da sind schon die ersten Himbeeren. Ich
kann vielleicht nebenbei schon mal ganz kurz sagen, für die Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben und die Pre-Show verpasst haben, als drittes Spiel wird es heute Ark Survival Evolved geben und da können 40 Leute auf den Server, um uns abzufacken. Gute. Von daher, wenn ihr eine einigermaßen stabile Leitung habt, startet den Preload am besten jetzt schon mal, weil es sind 130 GB und ihr müsst noch die 3 GB große Map Ragnarok runterladen. Aber dann seid ihr herzlich willkommen, uns ein bisschen zu stören. Mehr nicht, Leute. Mehr ist es dann nicht. Nur das, ja. Nur die 133 GB. Ich glaube, ich merke gerade, ich hätte was anders machen sollen. Ja, oh, das habe ich auch direkt gedacht. Oh, ja, sehr gut. Da ist mein Reh. Was ist denn das für ein dummer Ansatz in der Welt? Oder? Da ist mein Reh. Also, ohne Scheiß, ey. Das ist ein Rehblatt. Jetzt flüstert der noch. Denkt der wirklich, das Videospiel hört ihn? Ja, wahrscheinlich. Wie so ein Gaming-Opa. Wie heißt das da? Deer. Deer. Jawohl! Alter, es war ein... Oh, und da ist auch gleich der erste Grayling. War das ein Close Combat? War das ein... Ja. Das war Close Quarter Combat. Oh, shit, ich hab nicht mehr viel AP. Guck mal, stimmt. Ah, schade. Okay, das ist der erste. Davon, glaube ich, 3, haben wir gesagt. Okay, cool. Es ist so mega dunkel. Oh, ich hab ne... Nee, hab ich nicht. Ich brauch's ne Fackel. Hast du keine Fackel? Kraften. Nee, ich hab keine Fackel, Mann. Ah, da hätte ich meine Fackel... Scheiße, ich hab mich verlaufen. Wie lange ist die Nacht bei dir eigentlich? Wahrscheinlich die ganze Nacht lang. Oh, ist lang. Okay, ich lauf mal zurück in die Basis. Ich hab, was habe ich jetzt? Mein Rekill. Und, ist hinter was hier? Nee. Zum Glück, da ist die Minimap. Da soll ich vielleicht mal dann finden. Oh, ja. Yeah. Man hat ja mit Level 0 so wenig Stamina. Das ist ja, ich kann ja nicht mal richtig sprinten. Oh, ich glaube, es wird heller, oder? So. Wird's ein bisschen heller? Welche Aufgabe verfolgst du jetzt gerade? Ich verfolge gerade die Aufgabe. Ich baue mir jetzt erstmal ein Lagerfeuer schnell. Ja. Ist das eine Aufgabe? Das ist eine Aufgabe sozusagen. Ja. Und dazu. Ah, Denzel will brennen, glaube ich. Ach, das ist die. Ist aber natürlich auch risky. Er war doch eben schon verwundet. Obwohl, nee, jetzt hat er wieder fast. Aber das zählt nicht als abreißen, weil das eigene Haus darf man nicht abreißen. Ja, eben. Nee, eben. Das zählt nicht ab. Ah, stimmt. Ich müsste eigentlich ein neues Haus bauen, ne? So. Ja, oder eins finden, was spawnen, geht auch, ne? Oder gibt's halt Minuspunkte, wenn du dein eigenes. Okay, pass auf. Ich baue mir hier. Genau, man muss sich ein neues. Das ist klüger. Das ist schon cool. Lame, ne? 5 Minuten rum, der hat dann nichts geschafft. Oh, shit, irgendwie. Ein bisschen lächerlich. Oh Mann, vielleicht sollte ich. Da ist er nachtblind. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Nur noch 10. Oh, ich glaube, ich mache was anderes. Ja, würde ich auch machen. Aber pass auf. Nee, pass auf. Denn. Wenn ich. Habe ich schon. Ich habe bestimmt Fleisch. Dann mache ich hier das Feuer hin. Wie geht das mit dem Feuer? Verdammt nochmal. Ich guck dir gern zu, Dennis. Das beruhigt mich. Das beruhigt mich ungemein, was du gerade machst. Lass uns teilhaben an deiner wunderbaren Art des Gamings. Was? Wie, das Haus erweitern? Also, nee, das gilt nicht. Erweitern? Erweitern ist aber nicht ein neues Haus bauen, Dr. Dennis. In welcher Praxis wird das denn so gehandhabt? Wo baue ich denn mein verdammtes Feuer? In der Praxis Dr. Frankenstein vielleicht. Nee, warte, hier für aber das verstehe sein Problem, okay. Hm. So ein Feuer braucht ein Dach, sonst regnet es natürlich aus. Klar, direkt. Klar. Und das kann man wohl auf der Treppe nicht bauen. Das hat er sich richtig nubig überlegt. Ja. Er hat sich offensichtlich gar nichts. Aber er hat es nicht verifiziert. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Er will uns nicht teilhaben lassen an seinen Gedanken. Wo ist denn das Feuer? Okay, warte mal, guck mal, da ist ein Bett. Ich baue erstmal ein Bett. Ja. Das ist vielleicht nicht schlecht, das ist eine Aufgabe. Ach, das ist eine Aufgabe, okay. Und ist eine Aufgabe. Wenn ich einmal schlafe. Du exposed, dein Vater ist exposed. Mann! Das ist ja wunderschön. Nee, schlafen ist eine Aufgabe, ja. Jetzt wird er zum ersten Mal Valheim spielen. Ja. Jeder Pro weiß doch, dass man. Jeder Pro weiß, du kannst nicht auf Treppen schlafen, wenn das Bett exposed ist. Bitch. Das weiß man doch. So, hier. Ja, hier. Paul im Chat schreibt auch Heimspiel für Walle. Warum? Weil es Walleheim heißt, das Spiel. Geil. Hab ich aus dem Chat geklaut. Sehr gut. Man kann auch mal sagen, das Feld mit der Krone gibt 5 Punkte. Das Feld mit dem Totenkopf zieht einen ab. Wo zur Hölle ist denn das Lagerfeuer? Das ain't no pro shit jetzt. Ja, also das macht er schon die ganze Zeit. Das ist doch pro shit zu sehen, muss ich sagen. Das ist ja unglaublich. Okay, ich muss wahrscheinlich irgendwas anderes machen erstmal. Okay, pass auf. Ich auch, ja. Also, was gibt's noch? Viel Stuff. Oh ja, ich muss mal gucken, dass ich hier schnell die ganzen Himbeeren sammle. Wie viel brauchst du? 20 insgesamt. Und, Ein paar Himbeeren, sehr gut. Was Wieso bringst du den Vogel eigentlich nicht um? Das ist nicht, den kann man nicht umbringen. Ah, so, okay. Das ist der Redevogel. Ja, ich dachte, vielleicht kann man den noch killen. Das ist der Redevogel. Der Redevogel, genau.
Tipps werden hier auch nicht gut. Ja, gut. Naja. Was haben wir hier? Oh, da noch mehr Himbeeren, 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 Himbeeren. Oh, hier liegt Fleisch, mega. Warum kann man nicht töten? Ja, weil er sprechen will. Ja, das macht ihn unverwundbar. Die Fähigkeit zu sprechen macht ihn unverwundbar. Mal was anderes. Ist mal was anderes, ein sprechender Vogel. Der zweite Grayling, ich wollte was anderes erledigt. Sagen. Ja. Hätte ich gewusst. Der zweite Grayling ist gegrayt. In diesem Milchshake, ganze Erdbeeren, den hätte ich hier nicht genommen. Okay, das ist der zweite Grayling. Bist du enttäuscht? Nee, schon lecker. Zwei Graylings schon, drei Graylings to go. Einer noch to go, meine ich, dann sind's drei. Okay, okay. Welche Waffe spielst du gerne? Die Axt, ist die gut für dich? Ja, ja. Okay. Pass auf, ich mache jetzt Schwimme zur Erschöpfung. Schwimme bis zur Erschöpfung. Der ist auch gefährlich, ne? Könnt ihn jetzt auch umbringen. Genau. Hast du dein Bett jetzt eigentlich fertig gebaut gekriegt? Nee, ne? Nee, nee. Das heißt, wenn du jetzt stirbst... Doch, mein Bett habe ich fertig, aber ich hab nicht geschlafen. Aber das heißt, du hast keinen Respawn. So, okay, ich bin erschöpft, ja, ich sehe Schaden. Okay. Schlimmer bis zur Erschöpfung. Cooler wäre natürlich gewesen, wenn du es ein bisschen länger durchgezogen hättest. Das wäre schon so ein bisschen noobig, aber so kommst du nicht zur Olympia. Ist mir egal. So machst du nicht mit. Okay. Tipp, Quatsch mit dem Vogel. Den Punkt habe ich auch schon. Ansonsten quatsche ich nochmal mit dem hier. Ja, quatsch nochmal mit ihm, dass wir nochmal sehen können. Zack, Quatsch. Hab ich nicht gesehen. Ging ein bisschen schnell. Ging ein bisschen schnell, der Dialog. Der hat doch gar nicht geantwortet. Ja, vor allem hast du ja nichts gesehen. Das ist, der Vogel ist mitten in der Nacht. Das ist total nervig. Ja, machen wir was. Oh, da ist ein Vogel. Ist er down? Ich sehe nichts. Seht ihr den Vogel? Shit. Denzel, niemand sieht hier irgendwas. Ja, das ist leider wahr. Ich hab den Vogel erwischt. Okay. Kill einen Vogel oder so. Ich hab nur Schneeflocken. Ich glaub ihm das, also. Weil so werde ich es gleich auch machen. Wir müssen aufpassen. Ah! Fuck! Schwimmwein! Wildschwein! Schwimmwein! Schwimmwein kommt da! Schöner Schwimmwein rangekommen. Okay, langsam habe ich Modus. Langsam komme ich hier rein. Ja. Langsam komme ich rein. Ich kriege auch schon so richtig Flatulenzen im Bauch, Alter. Ohne Scheiß. Ja, das liegt aber vielleicht noch in der Pre-Show. Ja, das kann sein. Was ist das? Ein Boar? Ein Schwein? Wildschwein? Boar, ja. Boar, das ist so verdammt dunkel. Ich sehe nicht mal, ob hier Blümchen sind. Mieses. Stell ich dir nicht so an, dass Gamma ist auf 3000. Das sehe ich doch da von der Seite. Blume. Ich sehe eine Blume. Mieses. Pass auf, ich pflücke jetzt eine Blume. Mieses Weinschwein. Das ist ein, da oben ist wirklich schwierig, aber bei Denzel ist super. Da, okay, ja? Alles klar. Ich habe die erste Blume gepflückt. Hier, wie heißen die? Ja, heult nur wieder rum. Ah, ja, gut. Blume gepflückt. Super gut. Ah, welche denn genau? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Töte drei Graylings. Wo sind die Boys? Na, einer fehlt dir noch. Mir fehlt noch einer, ganz genau. Das Schöne ist immer, dass ja derjenige, der das Spiel mitbringt, dann zuerst spielt. Ja. Und man kann sich auf jeden Fall auch einfach viel abgucken und studieren. Wenn der Bildschirm nicht schwarz ist. Ja, gut, aber was ja auch einfach alles das ist aber nicht so geil macht. Vielleicht ist es aber auch taktisch gut von Dennis, dass wir einfach nicht die Chance haben, was zu lernen. Da, eigentlich ein Pilz! Eigentlich ist es richtig smart. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich hab Mampfwein Pilz gekriegt. Weil ich sehe echt viel hier. Ja? Achtung, okay. Mampfwein Pilz aktiviert. Naja, bei mir gibt's ja auch die geilste Strafe für euch. Mampfwein Pilz. Ja. Oh, Fallschaden. Kriegen wir hier Fallschaden? Eigentlich muss ich ja gerade für Dennis. Oh, Alter, aber richtig viel. Ich habe Fallschaden gekriegt. Ja. Das war auch ein Punkt. Ja. Echt? Ja, hast du dir auch gerade ausgedacht. Nee, ich hab, jetzt siehst du, wie noch 8 HP. Ja, das ist schon, mega wenig. Muss man schon sagen. Okay. Es ist halt mega mies, dass man überall Level 0 ist. So, dann dauert das natürlich. Oh, da ist ein Haus. Wenn ich das abreiß. Lass mich hoch, du! Das glaube ich, dass als Level 0 Gamer sich das dann natürlich echt schwierig spielt. Ah, ist der erste Grayling! Das ist der Grayling Nummer 3, ne? Ja. Geh mal da! Einmal noch! Nein! Alter, ich hab nicht mehr HP! Du musst jetzt sterben, du Ficker! Oh, Entschuldigung, das wollte ich. Ich meinte, du Vogel. Ja. Okay, der dritte Grayling. Graylings. Sorry, ich bin ein bisschen gestresst, weil das. Nö. Also, ich meine, du lebst ja noch. Okay, oh, guck mal, da ist ein Haus. Ich reiße ein Haus ab. Ja, wie macht man das? Zeig, wie machst du das? Scheiße. Wie macht man das? Du hast keine Crafting Station. Dann mach das doch mit Hammer. Ah, ja. Musst du einfach mit deinem Ding draufklöppeln, oder? Ich baue einfach eine Crafting Station hier. Das ist natürlich auch smart, so machen wir das auch. Ja, so machen wir das auch. Aber ich will trotzdem lieber. Hau trotzdem mal drauf. Wie viel willst du noch bauen? Wie, was geht? Was machst du da? Oha. Was ist das? Ach du Scheiße. Drückst die ganze mittlere Taste, ich seh's doch, Alter. Ah, ja. Gut abgeguckt. Ja. Hat er nicht gesagt, habe ich aber gesehen. Das habe ich euch in der. Das wisst ihr ganz genau. Das Mann, Bruder! So, ich habe euch das schreib alles gezeigt. Im Vorfeld. Vor 3 Tagen. Brüll doch nicht immer so rum. Ohne Scheiß, Mann. Achte mal auf deine. Okay, das Haus ist abgerissen. Bestätigt ihr das? Naja, also. Das ist doch ein Teil. Das ist das Bett. Ach so. Ja, gut. Aber ist das nicht Teil vom Haus? Ja. Scheiße, der hätte nicht schlafen können. Ja. Ja, ich Idiot! Jetzt ist es zu spät. Richtig dumm. Aber es wird jetzt morgen, jetzt wo deine Zeit abgelaufen ist. Du hast noch 30 Sekunden.
Okay, das Haus, das Haus ist down. Das Haus ist down, ja. Wollte noch irgendwas. Da geben wir einen Checkpunkt. Was wollte ich Smartes machen? Ja, das ist schon mega smart, was du machst. Alles. Was hast du denn für eine Scheiße? Ist einfach, ja, es ist einfach. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf los ist, aber ich sehe einfach, wie smart das ist, einfach geradeaus durch den Wald zu laufen, ja, ohne was zu tun. Das sollte er weitermachen. Okay, also ich hole noch einen Punkt. Ja. Ja. Der Dödel. Mit der Konsole hast du gerade. No-Clip? No-Clip? Alter, was macht der da? Der Wink, der Wink, habt ihr den gesehen? Wie hast du das Alter! Ich hab gewinkt. Ja. So, einmal winke einen Punkt. War das Enter, der kleine Enter? Falle einen Baum, fäll einen Baum. Chat, sag mal schnell. Wie macht man das in Valheim? Schreib mal schnell rein. Was denn? Ich hab mir aufgepasst. Wie man winkt. Chat, müsst ihr. Wie in jedem Spiel, ihr Noobs. Ja, mit der Winketaste, ne? Genau. Ja, ja. Ich fäll gerade einen Baum, das wird hoffentlich ein Punkt. Ja, bestimmt Chat slash Wave. Ja, wahrscheinlich. Gibt's einen Chat? Chat, gibt's einen Chat? Nein, es ist slash Wave. Ich hatte gehofft, ihr kommt selber drauf ohne den Chat. Vielleicht auch Wink. Slash Wink. Oder Wank. Wank. Oh shit, Vino. Ich hab einen Baum gefällt übrigens. Ja, ne? Ja, aber der ist doch nicht. Hä, du hast doch nicht. Ja, aber der hat ja keinen anderen Baum. Baum fällt Baum, hast du geschrieben. Ja, ach, ich Idiot, du hast vollkommen recht. Danke, dass du mir hilfst. Oh shit, er hätte das nicht gecheckt. Er hätte jetzt gedacht, er hätte einen Punkt. Ja, aber ich fühle das Problem. Zu denken, man hat Punkte. Ja, ja, das fühl das. Glaub ich dir sofort. Ich fühle das einfach. Baum fällt Baum. Na, 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 na. Hier, das sieht gut aus. Einmal Ausdauer holen. Was mache ich danach? Wie viele Himbeeren habe ich schon? Erst 6! Baum. Guck mal, der schafft es noch nicht mal mehr in der Zeit, sein Werkzeug kaputt zu machen. Nee, aber ist das doch das Einfachste? Das ist eigentlich das Einfachste. Baum fällt! Dann fällt ein Baum. Oh, der andere Baum hat nur gezittert. Er ist nicht gefallen. Er ist nicht gefallen. Ein verdammter Scheißbaum. Das ist ja ein richtig robuster Tree. Ja, Du hast mir so einen räudigen Robusten da vor dir stehen. So, pass auf jetzt. Hallo! Er bleibt einfach stehen. Ah, nee, doch nicht. Alter! Ah, doch! Das ist ja fantastisch. Guck mal, das kann er jetzt. Das gefällt mir gut. Ah, oh, ich liebe das. Das gefällt mir richtig gut. Eine feine Physik. Eine richtige Feinphysik. Feine Physik. Ohne Potenzialität. Der Baum fällt um und der Baum fällt. Tja. Ja, das, da, da, oh. Da, er hat einen anderen Baum gefällt. Okay. Und noch ein Baum. Okay. Nee, das zählt. Okay, ja, das zählt. Das zählt. Ja, kann man blöderweise nicht sagen. Mega krass. Aber war schon räudig, die Aktion. So heftig, krass. Ja, also viele Anläufe halt. 1 Minute 20 noch. Ja. Ja. Das schaffe ich noch. Kannst du nichts mehr schaffen. Ey, ganz ehrlich, ich hatte mir vorgenommen, den Boss zu töten, aber wie viel Zeit haben wir nur? 15 Minuten? Lauf das ist ja hin. Mega ätzend. Lauf da doch hin. Ja, das schafft man doch. Schafft man doch locker, wenn man weiß, wie es geht. Wenn man, also wenn man gut ist in dem Spiel, dann kriegt man ihn in einer Minute gelegt. Ist echt so. Es gibt keinen Punkt für Doppelbaum-Chat. Nein, nein. So, wäre ganz gut, wenn ich jetzt nicht noch sterbe, dann kriege ich Punkte zu. Kriege ich noch irgendwas? Finde ich, ich könnte noch eine Truhe finden, das wäre noch möglich. Ich könnte noch eine Distel pflücken. Eine Distel pflücken? Was ist das eigentlich für eine Dulli-Aufgabe? Das wird doch. Also, warum hast du die eigentlich noch nicht? Ja, damit er jetzt. Der weiß genau, wo es die eine Distel gibt. Das ist jetzt nee, aber das kann ich euch tatsächlich. Disteln gibt es in einem schwereren Gebiet. Das hier ist das Anfangsgebiet, da sind noch so lustige Bäume. Wenn Tannen kommen. Dann ist böse. Und da, wo Tannen sind, da wachsen die Disteln. Und wieso finde ich hier nicht irgendwas? Komm schon, irgendwas muss doch hier noch. Aber es ist auch schon eine Wahrscheinlichkeit, dass ihr uns verarscht. Ist eine Frage. Vielleicht gibt es bei der den Tannen gar keine Disteln. Ich glaube, im ganzen Spiel gibt es keine Disteln. Ja. Ja, die Zeit ist rum. Die Zeit ist gleich rum. Ich habe keine 20 Himbeeren gekriegt, verdammt. Drei. Kein zwei. Fleisch gebraten, kein Ei. Feuer. Dummkopf. Dummkopf. Weg von Maus und Tastatur. Dummkopf. Dummkopf. Okay. Das war Schidikowski. Ja, das hast du sehr richtig erkannt. Wie viele Punkte habe ich? Laut Plan sind das 3, 6, 9, 1100. Ne? 11 ist nicht so viel. Oh, was höre ich da aus der Regie? Schwache Leistung, Dennis! Ja, schreibt übrigens auf Supermoon 25 im Chat. Ja, das bin ganz bei Chat. Ah, ja, das war nicht so ganz so gut. Ne? Ja. Okay, pass auf, das war nicht so ganz Was ein Reset? Ihr loggt euch ja jetzt selber ein und dann ist es automatisch geresettet. Ah, verstehe. Das wäre super, wenn ihr also quasi euch direkt reinsetzt, weil wenn ihr einen neuen Charakter macht, dann kommt immer diese räudige Anfangssequenz. So, Walle, jetzt ran, setz dich da ran jetzt. Stimmt, wie war denn das? Wir möchten euch gar nicht einloggen, ihr könnt einfach hier einen neuen Charakter machen. Ja. Ach so, geil. Wir müssen gar nicht mit unseren Steams. Dann bereitet das doch schon mal vor für uns.
Ja, bitteschön, es ist vorbereitet. Das Essen ist angerichtet. Nur weil er jetzt ran da. Aber so. Wieso ich denn? Also, das wird so gut, jetzt kann ich endlich meine Pommes aufessen. Aber gab's da nicht ein Auswahlverfahren? Nein, natürlich nicht. Scheiße. Das ist übrigens mein Milchshake hier. Mir ganz wichtig. Oh. So, räudige Leistung. Räudige Leistung. Räudige Leistung. Räudige Leistung. Räudig stabile Leistung. Oh, ganz ehrlich, ich mach mal kurz jetzt eine Minute Pause, okay? Einmal Luft holen. Ja, aber du hast bislang die Sendung richtig gut getragen. Danach kam Walle in meinem Ranking und danach kam ich. Aber muss schon sagen, du hast schon gut getragen, die Sendung. So. Oh, also, du hast es falsch rum gesagt. Er hat einen Cold Opener gemacht, er hat erzählt, was abgeht, das ist schon in Ordnung. Ja. Ne? Dann hat er natürlich nicht mehr gut performt, das ist klar. Ja, das ist klar. das ist ganz klar. Was muss ich hier drücken? Da gehst du auf Join Game. Ja, das fandst du was Join, davon? Join Game. Er hat ein Schwein gekillt, Join aber Game. Nicht gemessert. Join Up. Und Connect. Connect. Er hat das Schwein nicht gemessert tatsächlich. Das Passwort kennst du? Das erscheint jetzt, ne? Ja, das kenne ich, glaube ich. Er hat das Schwein geaxt, aber nicht gemessert. Also, Valentinsspiel startet jetzt gleich. Du hast jetzt auch gleich die Möglichkeit, du hast gesehen, wo das kleine Dörfchen war, in dem du dir eine Kiste schnappst und da die Status. Ich habe mich zu viel auf Trash Talk konzentriert. Okay, selber schuld. Scheiße. Ja. Aber nun gut, du hast die gleichen Aufgaben. Ja. Töte Eiktier. Ja. Ich dachte, ich krieg das easy hin, aber irgendwie war ich total gestresst. Wenn man sowas, wenn man zu Hause beim Einschlafen sich denkt, oh, morgen ruhle ich alles und ich mache hier alle fertig, dann ist das ein bisschen einfacher, als wenn man dann hier sitzt und plötzlich die Zeit runter tickt, ne? Ist so. Wie war deine Führerscheinprüfung? Die war easy. War nur doof, dass ich sie zweimal machen musste, als ich am vorletzten Tag meiner Probezeit den Führerschein verloren hatte. Nice. Ah. Da die Frage, wie viel MDMA kommt in den Saft? Das ist die große Frage, die sich jeder Chat stellt. Na gut. Guck mal, der Walle, der schaut schon ganz klug und nutzt die Zeit, sich so ein bisschen Schlachtplan zurechtzulegen. Sein Blick auf die Aufgaben gerichtet, die 24 Stück an der Zahl. Das ist sein Moment. Das ganze Leben hat er darauf hingearbeitet. Seine Familie sitzt zu Hause vor dem Fernseher und fiebert mit. For real, glaube ich. Wirklich? Ja klar, ich habe immer Support. Deine Mutti hat einen Twitter-Account, ne? Ja. Ja, Shoutout an die Mutti. Shoutout an die Mutti. Shoutout an die Mutti. Shoutout an die Mutti. Flaschbier. Das ist ganz gut, gefällt mir. Ja, ich esse Pommes. Ja, ey, kannst auch meinen Teller mit Pommes essen. Die sind halt kalt, ne? Ey, die machen Dinge in meinem Magen, da willst du dich von, das willst du nicht wissen, ey. So, es geht los. Bei Valentin. Ihr müsst runterzählen. 4, 3, 2, 1, Start! Okay. Du hast Tag! Willst du mich verarschen? Und ich muss in der Nacht spielen? Ich hab mit dem Vogel geredet, der Vogelpunkt ist verpufft. Down für den Vogelpunkt. Der Vogelpunkt, ja, das ist der Punkt für die Dosis. Ja, aber es ist ein guter Punkt. Was war mit dem Dorf? Was hast du eben gelabert? Der Dulli-Punkt, der Halle hat... Ich mag die Mutti gern. Musst du noch zweimal im Kreis drehen für die Orientierung? Ja, ich war... Möglichst hektisch. Ja, ist richtig. Genau, lauf ziellos in den Wald. Hier, geh jetzt zu Smölnir, Elknir. Genau. Mach den jetzt. Brüngnir. Mölnir. Mölnir. Hol dir das Knäckebrot. Hol dir das Knäckebrot, Walle. Ich hab wirklich überhaupt keine Ahnung, wo du diese Tools her hattest. Warum habe ich im entscheidendsten Moment Muss man schon sagen, das ist halt so. Ist halt eine eigene Dulligkeit. Weil es war direkt am, das sage ich, muss ich dir noch sagen, ne? Ja. Also, es ist direkt am Start. Ja, also, es ist wirklich, je weiter du wegrennst, umso. Ja, okay. Dulliger Witz, aber auch geiler. Ach so, die Häuser, die du gebaut hast. Ja. Genau, du musst dir erstmal deine Startausrüstung schnappen. Ja. Das ist das Wichtige. Ich habe die ganze Zeit auf die Map. Mit akribischer Vorarbeit habe ich dieses Dorf gebaut. Wahnsinn. Seid mal stolz auf mich, liebe Zuschauer. Ja, das hier? Ist Hammer, wirklich. Die Vorbereitung. Dennis Richtarski, ich möchte mal einen Colin Gable an dich verteilen. Das ist einfach, der goldene Colin Gable ist jetzt für dich. Der Ehrengoldgäbel. Ja, der Goldgäbel. Der Ehrengoldgäbel für Dennis Richtarski, heute verliehen. Voll abgeludet, der Valentin. Fantastisch, ist wirklich. Guck mal, er hat schon einen Punkt. Ein Punkt hat er schon. Krass, ne? Und schon, wie viel Prozent seiner Zeit verbraucht? Kann das einer kurz kann ich nicht ausrechnen, aber über 5%. Über 5%. Ja. Es ist schon ein lächerlicher Time-Waste, wie Walle es selbst sagen würde. ja. Er wirkt schon mehr auf mich souverän. Als wüsste er genau, was er tut. Ich glaube, der weiß nicht, was CQC heißt.
Das raff ich tatsächlich nicht. Dranbleiben, geil. Geil. Danke für den Support. Halt's mal! Aber ist schon geil auch. Kennst du nicht CQC? Also ich habe das in Metal Gear Solid gelernt. Ey, wenn ein Preis von Walle, ne? Stell dir, das wäre, ich verleihe dir den Preis des vollen Haupthaars. Das wäre doch schön. Mach das kaputt, ja. Mach das kaputt. Das der schön. Baum fällt nicht an anderen Baum, du Noob. Der andere Stamm ist viel zu dick. Fällt, du, musst, du darfst nicht dünne Stämme an dicke bringen, Alter. Genau, schlag dicke Stämme an dünne Stämme. So ist es. Ich will das. Kriegt man jetzt schon Holz oder muss man warten? Ich bin fast tot. Oh, fuck. Oh, da kommt er! Ha! Okay. Baum fällt, Kettenreaktion. Okay, Baum fällt, Applaus. Baum fällt, Baumpunkt. Applaus. Okay, geil. Gut. So, jetzt habe ich. Gutes Fallos-Momentum bei dir. Busy Holz dabei. Jetzt hast du Holz dabei, genau. Jetzt kannst du rein theoretisch dir einen Schrank bauen. Tipp vom Chat, Walle, du musst nur besser werden. Das ist dann, ja, du musst nur besser werden. Dann wäre es einfach auch gut, genau, für dich. Warum brauchst du das nochmal? Fürs Bett, ne? Oder fürs Bauen, ja, verstehe. Er ist verraten. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich habe es ein bisschen verraten. Aber ich weiß nicht, warum mir das gemacht hat. Das hat mir die auch nicht gerafft. Das hat dir doch gar nichts gebracht, oder? Nee. Ja, meine ich doch. Das hat dir doch absolut nichts gebracht. Ja, aber vielleicht ist Walle klüger als ich. Tja. Also, das soll selbst reden. Er baut eine Foundation. Okay. Lass deinen Worten Taten. Aber ich glaube, das ist trotzdem nicht das so, was du brauchst, glaube ich. Guck mal, was ist das? Schöne Tanzfläche, die er da gebaut hat. Heute ist Sonntag wieder Tanzsee bei Walle. Da verleihen wir das goldene Haupthaar. Ja, ich will den Tanzpunkt halt auf jeden Fall bekommen. Tanzen ist mir wichtig. Ich habe so Bock drauf, dass ihr euch selber teabaggt, ey. Das wird das Internet kaputt machen. Das werden die witzigsten Clips des Jahrhunderts. Ja. Ohne Scheiß. Ja, ja. Nein. Aber wer dann eine Grube gräbt, sollte nicht mit Stein schmeißen. Das stimmt. Besser doch mit Kot. Mann, geh doch da hoch, du Pflaum August. Ja. Sehr gut. Und guck mal, da hat er seine Pritsche. Ja, aber ist sie benutzbar? Ist sie benutzbar, fragt man sich. Ist sie benutzbar oder nicht? Ja, warte mal, hier wusste ich. Weil da sitzt nämlich deine Vogel drauf. Ist sie benutzbar? Der Vogel. Jetzt haltet doch mal. Das Bett ist occupied, ich sag's dir, wie es ist. Das Bett ist occupied. Das Bett ist occupied. Hab ich auch so dumm rumgenervt eigentlich? Das nervt ja komplett. Der Bus kommt so, der Bus. So, ein Drittel der Zeit und 2 Punkte. Der needs a roof, fuck. Needs a roof. The roof. The roof is on. On ice. Ein Floor, wo ist denn hier ein Roof? Oh, das macht viel mehr Spaß, dich zu dissen mit so einem Milch. Ja, wirklich. Guck mal, das Bett ist occupied. Da ist es gar nicht. Es needed nur einen Roof. Ja? Needs a roof. Und dann, der Vogel geht dann weg, oder was? Ja, er geht natürlich sofort weg, weil es ist hier mein verdammtes Bett, verdammter Vogel. Sleep. Boah, ja, okay. Needs a nearby fire. Aber ich kann kein schnelles Feuer bauen. Hier gibt's keine Feuer. Ja, das war auch mein Problem irgendwie. Irgendwas habe ich vergessen. Was ist denn damit nochmal? Aber ich weiß was. Okay, weiter geht's. Kein Computer. Was? Ich habe keinen Computer. Sein Opa spielt besser als du. Und er hat keinen Computer. Seine Oma spielt besser als du. Ja, ist gut. Die hat keinen Computer, Alter. Aber die Musik ist so schön entspannt, ja, Alter. Als wenn man sich Zeit lassen könnte bei diesem Match. Direkt wieder Bandscheibenvorfall bei der Musik. Geht denn das hier? Achso. Oh, der Walle hat seinen Bogen gezückt und zielt auf den Boden. Ja, 1-0 für Walle. Ich wollte mal den Boden. Hat der Boden nicht gewonnen. Ich dachte, du musst ja mal Nahkampf machen. Kacke. Ja, genau. Wie schleicht man? So, okay. So schleift man. Wie schleift man hier? Entschuldigen Sie, wie kann man denn... Sind Sie der Entwickler von diesem... Wie kann man denn in Ihrem Game schleifen? Das würde mich brennend interessieren. Wann ist Gamescom? Ich muss das unbedingt wissen. Ja. Und er läuft. Ich finde es gut, wie er immer im Endeffekt im Kreis läuft. Ich suche halt was. Während der nichts tut. Leichter rechts 3. Immer ein Blick auf die Punkte, die darf man natürlich nicht aus den Augen verlieren. Es ist Kill-Arena, Leute. Achso! Was ist das? Da kommt ein Neck. Es gibt keinen Neckpunkt. Es gibt keinen Neckpunkt. Kein Neckpunkt. Oder? Neck. Nee. Neck. Neck. Neck-Necks. Ist der beste Snack. Neck mag ich gerne. Aber wenn man so eine ganze Packung isst, ist das wie wenn diesen scharfen Pommes hier. Ja, Alter, diese scharfen Pommes. Der erste schmeckt immer besser als der nächste. Halt deine Schnauze. Nee, aber er hat schon recht. Ja, ich hole jetzt meinen dritten Punkt. Ja.
Und dann mache ich mir ein Shirt mit Timeways is my lifestyle. Ja, ich hab da noch einen Stein. Verdammte Kids, ey. Hol dir nochmal. Verdammte Kids! Steine brauchst du noch? Die räudigen Kids! Scheiße. Welches Spiel wird gespielt? Ist es Valheim? Oder Valheim? Valheim! Ja, wo ich noch keine einzige Wahl gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Valheim, oh, ey. So der Wahlwitz! Incoming! Ich kann nicht mehr schwimmen. Oh ja, 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 Walle kriegt den erschöpft Schwimmen. Ja, ja. Das Abzeichen dafür. Das erschöpfte Schwimmer-Abzeichen. So ein Seepferdchen mit zwei X. Punkt zwei X Nummer auf. Drei. Triple Point. Ich bin ganz stolz auf dich. Oh, danke. Oh, der war aber gut aussehen. Das war echt gut. Der war Hammer. Der Johnny Schlumpfmann. Ja, ja, Mann. Maries, gib mir die, gib mir die. Babi, bu, 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 bu. Und der Otto schon. Well Made. Oh, hier. Das leckere Wikinger-Getränk. Mm, lecker. Du wirst hier nicht nach Geräuschen bezahlt, Walle. Nach Klickgeräuschen. Nach Geräuschen. Ah. Ich freue mich, wenn der Bus gleich kommt. Das ist schön. So, da ist der Walle. Da steht der Walle. Der Wallenheimer ist voll am Start. Machst du das fertig? Ich hab kein Holz oder was? Ah, doch. Was? Doch, hab ich doch nicht. Fuck. Missing Requirement. So, ich mag das, wie, Baum ich mag das, wie hektisch du bist. Das gefällt mir. Genau, hau mal den Stock. Sehr gut. Hau mal den alten Stock da, Welt. Ich musste sehr lachen, Mann, Alter, eure Schnüsse. Was hast du denn vor? Sag ich doch nicht, das ist doch, die will das, Taktik. Will das, ich will ja nicht, dass du Zeit verschwendest und vielleicht denkst du, es wäre ein Haus. Ja klar, es ist ein Haus. Der in welchem Haus? In was für ein Haus soll das sein? Ein Haus für Ameisen, hat vier Wände, das ist die Definition. Wenn du nach haus.de gehst, steht da, was ein Haus. Haus hat das mit den vier Wänden, steht da. Ich weiß dir, dass es ein Haus ist. Dann mach ein Haus. Indem ich da super smart. Bau doch ein Haus. Ja, dann mach ein Haus. Betten kann man nämlich nur in dem Spiel in Häuser stellen. Bett im Haus. Siehst du, es war ein Haus. Kann man da drin auch schlafen, weil sonst ist es kein Bett. Aber sonst hätte ich das doch gar nicht platzieren können. Oh, nee, Bett ist zu exposed. No house. That is not a house. Genau. Nein, nein. Oh, ist eher ein Shelter. Was haben wir doch gelernt im Internet? Das ist ein Shelter, du Dummkopf. Das ist kein Haus. Genau, ein unterhaltsamer Sendungskillerin. Ja. Ein freudiger Shelter. Ja. Ich habe mein Tarp nicht dabei. So. Ein Tarp. Ja. Ihr seid freudige Survival-Channel. Ja, ja. Believe me. Oh, Valentin, ich hab's immer gewusst. Starke Leistung. Putzi, du geile Sau. Ich meine, der bestimmt ernst. Da werde ich sogar gelobt. Ja, ja, das. Ja. Ja. Ich lobe dich auch immer, Valentin. Du machst das richtig entspannt. Oida, Gruß. Gruß an Putzi. Geil. Noch 5 Minuten nur noch. Was? Ja, noch viel zu viel. Falschschaden. Mach doch noch den Endboss. Falschschaden. Ich würde den auch gerne mal sehen. Ja, der Endboss. Ich will aber auch gerne was sehen. Was ist das für eine Aufgabe? Das sind Disteln. Oh, das sind keine Disteln. Fuck, das sind Dandelions. Was gibt's Dandelions. Noch nicht mal? Pusteblümchen. Wie heißen Pusteblumen, wenn sie noch nicht gepustet sind? Ja. Wie heißt das nochmal? Dandelions. Nee, weil wie heißt das nochmal? Milchblut? Nee. Nicht Milch. Ja, Milchblumen. Nee, nicht Sonnenblume. Sonnenblume, Greta. Was bist du für eine Botanikerin? Dummkopf. Löwenzahn, genau. Löwenzahn. Du wolltest hier so voll bildungsmäßig rumstreben und dann fällt dir das doch nicht mehr ein. Da 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 Dummkopf. Wo ist das denn? Hier, keine Liste. Aber Blume ist gefunden. Ja, den Punkt Valentin hat eine Blume gefunden. Ja. Den Punkt, den geben wir ihm. Auch wenn es keine Distel ist. Warum sind bei dir 1000 Gremlings aufgetaucht und bei mir ist keiner? Das hing ein bisschen mit der Nacht zusammen. Ja, siehst du, erst die ganze rumheulen. Siehst du, das ist so du siehst nämlich jetzt Sachen. Das ist dein Riesenvorteil. Das hätte ich lieber gehabt. Du hattest doch Gamma auf 3000, da hast du auch alles gesehen. Gamma 3000. Alles Gamma ist über 3000, Alter. Das ist ein richtig guter Name für eine Rave-Band, ey. Gamma 3000. Gamma 3000. Gabba 3000. Gabba 3000. So, passt. Und er hat einmal den Kreis gelaufen. Und er ist wieder am Anfang. Das war mein Plan, Idiot. Sein Plan. Dein Plan war am Kreis zu laufen. Jetzt schließt sich der Kreis. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil jetzt baue ich ein Feuer. Und mir fehlen immer noch Steine. Gabba 3000. Oh, oh, oh. Aber ich habe eine Fackel. Das ist auch ein Feuer. Oh, oh. Okay, shit. Nee. Aber warte mal, ich kann doch bestimmt hier das Haus anzünden. Nee, leider nicht. Das hat geile Physics, aber du kannst nicht Sachen anzünden. Das enttäuscht mich auch sehr. Deswegen fehlt ich das ihm noch zu. Ich hab grad einen Anruf aus der Regie bekommen. Ja. 200 IQ-Move bei Walle wieder. Richtig geil. Dankeschön, Regie, danke. Das hat die Regie gar nicht gesagt. Doch, in meinem Ohr schon. Nee, ich hätte das gehört. Genau, schleich mal. Das ist gut. Das dauert nämlich länger. Entspannung ist Programm in dem Spiel. Schnell, schleich mal. Ach, Reise und Schleichen. Mal.
Das Mikro ist wie bei Alien, dem Spiel. Wenn man zu viel redet, dann laufen die Rehe weg. Ja, ist so. Und ja, man muss schleichen. Wieso braucht man denn Feuer zum Schlafen? Was ist denn das für ein Kackgame? Weil sonst deine Füße kalt werden. Guck mal, du bist jetzt schon kalt, guck mal. Ja, siehst du, da steht, you feel cold. Und bei mir ist auch Nacht und hier ist kein einziger Gremlin. Mann, ey. Weil du zu laut bist. Du musst mehr schleichen. Du musst mehr schleichen. Ich hab noch 3 Minuten. Schleich mal ein bisschen mehr, ey. Wellmet. Schleich mehr. Der blöde Vogel, ey. Der blöde Vogel. Was ist für ein dummer Vogel hier? Da sind Steine. Ich mag das einfach. Da hat er einen Stein gefunden. Ich mag das hier mit euch. Ey, das ist mit dem Feuer, das wird mal was. Das ist mega gut. Guck mal, da ist ein Steinkreiswalle. Ja. Was? Ja, aber die sind doch viel zu groß. Dance mal in dem. Ja, die sind riesig. Hau mal das rote Ding da an. Nee, das kannst du ja gleich in deinem Run machen. In meinem Run wird es richtig geil abgehen. Weißt du wieso? Weil ich Skill hab. Sagte der Mann, der noch dran ist. Wie ja, dumm sie lachen. Und 3 Punkte holen muss. Mindestens, um nicht abzustinken. Und Walle machen. Ha, das ist ein Feuer im Game! Ja, was? Wieso geht das wieso nicht? Wieso ist da jetzt ein Ehren? Ja, ja, ja. Ballin Place. Was ist geblockt? Ja, ja, ja. Es fehlt die Zeit. Es fehlt die Zeit. Die Zeit, die läuft. Gar nicht, Mann. Was ist denn das? Die wird immer. Walle hat auf jeden Fall eine Blume gepflückt. Ich weiß nicht, ob wir das weggestrichen haben. Ja, Walle, die Blume, die kriegt Walle noch. Ja, oben. Zweiter Punkt von links. Zweiter Punkt von links oben. Was ist denn das? Aber jetzt mal. Das ist doch rigged. Rigged. Oh, ich hab meinen Arm im Feuer, wenn ich schlafe. Ich weiß nicht, ob das rigged ist. So, weil er macht so ein kleines Spa. So schön schrägen, wie so ein Deich. Ich nehme noch Zeit für Design. Na, da lockt er seine Opfer an, der Walle. Ah, lockt er. Heute ist wieder. Warum ist das alles invalid? Ja, wieso ist das nur invalid? Wer kommt da drauf? Morgen ist wieder 30% Rabatt im Spa-Bereich. Yep. Ey, das kann doch so schwer, kann doch Schlafen nicht sein. Ich schlaf manchmal im Bus ein und da ist auch kein Feuer. Ich könnte da so das Fleisch braten, was ich nicht hab. Mann, ich hab noch 1:10, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Zeit läuft runter und Walle kriegt's nicht hin. Ich mach jetzt eine andere Aufgabe, noch eine schnelle Gremlin-Aufgabe. Oder ist hier ein Reh, ist hier irgendwo, es ist echt fucking dunkel. Ja, jetzt dunkel, ne? Jetzt ist dunkel, jetzt ist deine Zeit abgelaufen mit Cookie Cookie. Ja, Luki 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 ist vorbei. Winky Winky, alles vorbei, Alter. Ja, der Vogel quatscht im Dunkeln, Walle schnarcht beim Dunkeln. Also, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen viel im Kreis gelaufen. Ich bin ein bisschen viel im Kreis geirrt. Mann, wieso hat das mit diesem Feuer nicht geklappt? Auf der Suche nach dir. Jetzt kann ich doch schnell irgendwas hier, 35 Sekunden, Fallschaden. Man kann doch irgendwo, ich hab den Megaplan. Alex Trick sagt, ganz stark, Walle. Ja, ist wirklich ganz, richtig, ganz gut. Richtig stark. Ich bin gespannt, wie viel Fallschaden du kriegst. Kannst du normal 10-mal ausprobieren. Das hat mir gut gefallen. Oh, der Chat hat übrigens geschlossen gerafft, warum das nicht geklappt hat mit dem Feuer. Ja, den Chat habe ich jetzt aber hier gerade nicht, den weil siehst du halt leider voll im Spielmodus bin. Das ist ärgerlich, ne? Oh fuck, von dem Baum werde ich getroffen. So viel Physikverständnis habe ich auch. Stell ich mich hier kurz hin. Was hast du genau vor? Ist nämlich Physiker. Was genau hast du vor? In den letzten 6 Sekunden. Fall vom Baum springen. So, Fall, Junge, Fall. Vom Baum. Vom Baum springen. Vom Baum springen, das war. Vom Baum. Junge, wolltest du erstmal 4 Punkte? Aber wolltest du. Wolltest du, der Baum fällt und du läufst, dann wäre das. Ja, das war der Plan. Das war doch übel genial. Fallschaden kriegen. Das ist ja geil. Ach so, ja, gut. Wenn das geklappt hätte. Das wäre mir wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Da hätte ich dir auch das extra Punkt gegeben. Du hast sogar einen extra Punkt dir das gegeben. Ich hätte jetzt alle Punkte des weiteren Spiels gegeben von mir. Jeden Punkt. Nein, ich bin stolz auf dich. Weil, nimm den Kuss. Danke. Ja, Krogi, jetzt kannst du mal dein Pech beweisen. Einmal resetten, bitte. Ich bin zu dumm für sowas. Mein IQ beträgt nicht 200. Lass mich das. Ich check euch das Ding und dann kannst du direkt schon herkommen. So schnell geht das hier. Habt ihr ein Lieblingswaschprogramm in der Waschmaschine? Echo 40 bin ich Freund von. Nee, volle Pulle. Volle Pulle. Okay, ja, 40 auch, aber 4 Stunden. Ja, 4 Stunden 40. Weil wenn man die Sachen immer eine Woche trägt, dann braucht es ja auch ordentlich, um den Knitter rauszuwaschen. Das ist dein Platz. Bau dir einen Buddy. Ja. Ah, soll ich hier? Ja, okay. Könnt ihr einmal resetten hier die Aufgaben? Aber ist auch egal. Die Aufgaben werden gleich resettet. Sagt der Regie nicht, was sie zu tun hat. Okay, sorry, ich bin Affe. So, Krogi nennt sich Affe. Ja. Klickt auf Done. Ja. Geh auf bitte auf Start. Ja. Dann gehst du auf Join Game. Mhm. Dann auf Join Up. Und dann auf Connect. Mhm. Und dann gibst du Passwort. Kenn ich das?
Das, was du in der Übungssession eingegeben hast, als ich dir sagte, was das Passwort ist. Junge, dafür kriegst du einen Punktabzug, dass du das scheiß Passwort. Hey, ich merke mir doch keine Passwörter für euch. Ihr seid Freunde. Ihr seid Freunde, ich merke doch nicht eure Passwörter. Ja. Hallo, ich bin Ehrenmann. So. Aber ich will mal ganz kurz Credits rausgeben an Schmollex. Er hat einfach den geilsten Kommentar da gelassen. Hallo, alles Mama hier. Ich möchte mich von der erbärmlichen Leistung meines Sohnes distanzieren. Ja, der ist gut. Nein, das würde meine Mama nie schreiben. So, wie ey, Speedy, nicht das Passwort im Chat. Arena, nicht Chill Area, Alter. Was macht Jan eigentlich da? Das hat tatsächlich gepasst zu meinem Run. Der ist echt Jan. Das hast du unser Grafiker, der Future die ganzen Jan. Grafiken gemacht Future hat. Jan. Future Jan. Eine Mischung aus Jan und unserem ehemaligen Regie-Gott. Das heißt. Nee. Ja, oh ja. Gott. Ja. Ja, ein bisschen. Ähnlichkeit sehe ich. Herb. Tim Herb. Herb. Wisst ihr, was mein Fehler war, Leute? Ich habe diese Ausgabe. Du warst zu geil. Ich habe diese Ausgabe zu sehr Energie auf Trash-Talk verteilt und zu wenig auf tatsächlichen Skill. Hast dich verskillt, ha? Ich habe mich echt gerade bei dem Spiel ein bisschen verskillt, muss man sagen. Ja, passiert, passiert. Okay, der Screen ist, glaube ich, gleich vorbei. So, also, wie es aussieht, ist Walle auf dem zweiten Platz. Krogi. Auf dem letzten bisher. Auf dem letzten bisher. Aber sein Spieltag kommt jetzt erst noch und er fliegt mit einem Raben durch die Welt und landet gleich bei diesem Steinkreis. Wir sehen ihn schon, wie er da ankommt. Seid ihr auch so geflogen? Wir sind auch so geflogen. Wenn man einen neuen Charakter macht, dann fliegt man erstmal so rein. Aber dafür hast du halt nichts. Ja. Und das ist die Voraussetzung und auch keine Skills. Weil das ist das Coole. Mit deinem Charakter, wenn du in eine andere Welt gehst, behältst du deine Skills. Das ist ganz witzig eigentlich bei diesem Spiel. Das finde ich mega cool. Vogel sieht auch eigentlich ganz schön aus. Ja, wie so ein Vogel halt aus. Aber es ist halt super am Regnen, es ist fast Nacht, würde ich sagen. Schlechtes Wetter, würde ich das nennen. Es ist Nacht, oder? Genau, und da kriegst du bestimmt ein paar Zweige ins Gesicht, so wie der dich da. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, Krogi! Los geht's! Gut. Hallo, Vogel. Was, na? Mit dem Vogel habe ich gesprochen. Habe ich nicht gesehen. Ich habe Platzen sehen. Muss ich mal einmal kurz gucken, wo war das? Hat er mit ihm gesprochen? Ich habe nur Platzen sehen. Habt ihr den? Warte mal. Nee, also den Text habe ich auch nicht erblickt. Tee. Genau, Tee. Erstmal Tee trinken für die extra Punkte. Nein, wie easy. Wie hieß das nochmal? Hab ich das denn nicht gemacht? Wink. Wink, was? Wink? Wink. Wink. Mit Y. Was? Mit Y. Ja, klar, mit Y, Krogi. Bist du dumm? Hä? Wie T? Warum geht das hier nicht? Ach so. Slash. Wink? Y? Ja, oder mit J? So? Willst du mich verarschen? Wave. Nimm vielleicht mit C. Du Spasti, ey. Alter, hast du das eigentlich gemacht, das Wave-Ding? Ja. Warum habe ich da nicht aufgepasst? Das hätte ich doch auch machen können in den letzten 30 Sekunden. Ich vermochte aber. Oh Mann, jetzt hat der gleich mehr als 4 Punkte. Ich mochte, wie du dich gefreut hast. Wieso hat mir denn keiner von euch was gesagt? Wink. Das ist mein ja, okay, es ist auch mein liebster Moment. Es ist auch mein liebster Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war ganz lustig. Hast du gut gemacht. Die gut. Punkte gebe ich dir. Krogi steigt direkt meinen lustigsten Moment an. Wink? What a wink, ey. So. Krogi hat den Kram eingesammelt und schon einen Punkt. Ne, zwei. Ja, zwei schon, zwei damit Punkte. Hat er schon die Hälfte von Walles Punkten in den ersten 5 Sekunden geholt. Ja, ja. Halt doch, aber wir müssen ja auch Krogi dissen. Hammerlassen. Wie krieg ich hier? Hammerlassen. Warte, da. Ich finde, der Akzent macht das doch viel geiler. Wo ist mein Eumel? Wo ist der? Da oben. Da war's. Und jetzt zwei. Alles klar. Ey, aber wenn das ein großes Mädchen ist, dann werden die klein sehen. Ich hätte einen größeren. Aber guck mal, das ist eine kleine, was ist das? Das ist wie so ein kleiner Becher halt. Meiner war voller als deiner. Warte, wenn ich den. Der ist so groß. Gibt's eine Karte? M? Ja. Okay, das. Das war's. Okay. Da läuft er. Im Dunkeln. Hat so ein bisschen den Nachteil wie ich, dass es dunkel ist und im Dunkeln sieht man nicht so gut. Wäre schon mal nachts. Aber das Reh ist jetzt schon weggelaufen. Da schleicht er, der macht dann ein bisschen den Walle. Ja, aber jetzt ist zu spät. Das Reh ist ja schon weg. Nein. Das ist bestimmt noch. Warst du schon mal auf Jagd? Habe ich ein Messer eigentlich? Hast du mir eigentlich Messer gegeben? Nein. Ta-ta-da. Das ist ja geil. Ja. Ich nehme auf jeden Fall. Ich hab dir nicht alles geschenkt. Das sollten aber eigentlich so Aufgaben wie töte Skelette. Die gibt's doch gar nicht. Töte was? Töte Skelette steht da. Oder Skelett. Oder Skelett. Skelette. Skelett. Skelette. Skelett. Skelette. Junge, ohne E. Ich will Dinge einsammeln. Wo gibt's hier was? Kein Skelett. Jetzt bin ich hier ganz verloren. Dahin möchte ich lang.
Dahin will er lang. Da ist ein Haus. Und was macht er dann? Alter! Wie hat der jetzt? Ich habe eine Truhe gefunden! Mann, ich habe eine Truhe gefunden! Wie krass bist du denn? Ich habe eine Truhe gefunden. Und er drückt auf Take All und spart damit wichtige Nanosekunden. Ich habe eine Truhe gefunden. Wie krass ist er? Ja. Er hat voll das Haus gefunden. Ich will aber kein Ey, das ist doch jetzt schon scheiße. Warte mal. Jetzt hat er doch jetzt schon 4 Punkte gleich. Craft. Geil, Kogi. Geil, Kogi. Dranbleiben. Wie ging das mit dem scheiß Craften nochmal? Ah, Trophies. Das war doch hier. Ich brauche mehr Zeug, ne? Brauche ich mehr Holz zum Craften? Ich weiß nicht mehr. Okay, ich versuch Baum auf Baum zu machen. Baum auf Baum. Baum. Ja, dann macht er Baum auf Baum. Hat sich einen dicken Onken ausgesucht und wird gleich die Physik ihren Weg nehmen lassen. Psst. Sag ihm doch nichts. Da hat er ja gesagt, dass er das vorhat. Ich dachte, er wäre so blöd, da jetzt stehen zu bleiben. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Ich bleib hier stehen und versuche, dass ich jetzt das. Hast du es ihm gesagt? Das ist dann gleich das. Ja, das war ja dumm. Ja, aber das hatte ich ja schon noch. Das hatte ich ja schon noch. Du hast gar nichts. Wusste ich schon noch. Nix hast du. Nix auf dem Schirm. Null. Ja, ja. Naja, drei vielleicht. Aber ich frag mich. Lack hat der Junge. Frag mich, warum ist das hier die Lack-Arena? Findet der ein Haus mit einer Truhe? Das ist für dich ein bisschen doof jetzt. Ja. Aber im Ernst, das ist ganz schön lucky. Also müsstest du auch mit der Kamera drauf sein, damit wir dir einen Punkt geben können, damit wir auch sehen, was du da machst. Ne? Wenn wir den Baum nicht fallen sehen, ja, ja. Kennst du das ja? Wenn ja, ja, Baum, ja, 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 das ist der Spruch. Und das ist doch, wenn der Baum vom lass mich fällt, weitermachen. Das ist ein Urzeitspiel nicht. Und ich habe ein Urzeithaus gefunden. Warum galt das nicht? Das war ja wohl mein astreines Haus. Da hätten sich die Höhlenmenschen vor 14.000 Jahren drüber gefreut. Achtung. Was ist denn ein Urzeithaus? Das ist, kann man die Uhr ablesen oder was? Nee, weiter. Das ist einfach, damals hatte man noch nicht so viel Wände. Nee, das sind die drei, die du... Ja, das stimmt. Muss ich zugeben. Oh, muss er zugeben. Fall mal den Stein. Ohne Scheiß. Voll der Lelek. Ja, true. Das, Scheiße, was Julia sagt. Muss ich noch mehr Bäume fällen. Scheiße, Mann. Jetzt verschwendet er seine 10 Minuten mit Bäumen fällen. Das finde ich herrlich. Weil noch hat er die 4 Punkte. Oh, nee. Und jetzt kann, er kann ja auch immer... Er wird noch sterben. Und dann werden es doch weniger. Jetzt hier, ey. Ja. Ich sehe da doch noch große Chancen. Ich mach's jetzt hier. Er guckt sich das vor allem mit dem Kreis ab. Auch mal schön die dicksten Bäume, die am längsten dauern. Ja, das ist super. Ja, weil die bleib Power dran, Junge. Haben. Du hast gerade, die haben Physik. Genau. Die haben Power. Die haben Power. The power of love. Ach komm, ey. Fäll mich. Ja, guck mal, da hat er viel Glück gehabt mit dem Haus. Jetzt gehe ich in die Mitte. Aber umso mehr Pech mit der Physik. Hauen wir erstmal in die Luft. Das ist wichtig, dass sie zurechtgehauen wird. Das ist das Madness-Lachen. Ja. Find's nicht mehr lustig. Ah, ich weiß nicht. Sehr gut, sehr gut. Und da fällt der Baum um. Aber nichts passiert. Jesus, what? Jesus hat damit gar nichts zu tun. Der war noch nicht geboren, als die Wikinger unterwegs waren. Nämlich halt, ich muss es hier machen. Ich habe so viel Zeit drin investiert, ich muss jetzt durchziehen mit dem Baum. Das hat bei euch das so wunderbar geklappt. Sehr gut. Der eine. Wie viel Pech kann man haben? Ist schon wieder nicht geklappt. Wie viel Pech kann man denn haben? Maximum Pech. Sagte er, nachdem er das größte Lucky im hatte. Ich mach was anderes. Ich will einmal die Punkte. Ich will einmal die Punkte haben. Ich will zumindest mit Wall erstmal leicht ziehen. Ich komme nicht weiter. Ich habe keinen einzigen Mushroom in meinem Playthrough gesehen. Kein einziger war da. Ich habe einen Pilz gegessen. Okay, Punkt für Krogi. Mampfenpilz. Ich guck mir das VOD an. Ich guck mir jeden Frame an, wenn. Ich sag euch, da war kein Mushroom. Chat, habt ihr einen Mushroom gesehen? Ich glaube nicht. Okay, ich mach's nur einmal. Wie viel Zeit hab ich noch? Ich muss es schaffen. Viel Zeit hast du nicht mehr. Ich würde mir überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, das noch anzufangen, Ich weiß. Na, ich hab ja noch Plan. Ich achte auf die Zeit. Ich hab noch Plan. Es muss mir jetzt irgendwann klappen. Also momentan ist noch Gleichstand zwischen Walle und Krogi mit 4 Punkten, aber Krogi hat einfach noch die Hälfte der Zeit. Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Nicht, ey. Du bist im Kreis gelaufen. Wie kann das denn sein? Aber ich habe auch ein Haus gefunden, Mann. Wie kann das denn sein, ey? Aber okay, dann mache ich es anders. Stimmt. Ich gehe jetzt da rein. Was hat er jetzt vor? Jetzt geht er da rein. Das war der hier, ne? Mit dem Hammer konnte ich das machen. Geht er da rein. Hammer konnte ich das machen. Und dann mache ich hier ein bisschen Glukai mit. Was fehlt mir denn?
Missing Rick. Draufkloppen muss man. Fehlt Stein. Ach, ich habe nur einen Stein. Du brauchst ein Feuerzeug erstmal. Oh, okay. Das ist Feuerzeugkraft. Dann, aber warte mal. Ja, ist okay. Wir wie kommt das denn? Wie ist denn die Werkbank? Feuerstein geht auch, Kobi. Kannst du einen Feuerstein nehmen? Wo war die Werkbank? Rechte Maustaste? Rechte Maustaste. Crafting? Werkbank. Workbench. Okay. Die muss im Haus stehen, richtig? Und drehen ging mit? Drehen ging mit dem Lenkrad. Okay. Dem Lenkrad hier. Okay. Toll! Und jetzt kann ich ein Bett bauen? Jetzt kannst du Furniture. Holzarbeiten verrichten. Welt. Jetzt fehlt mir aber gleich noch ein Feuer. Okay. Schönes Bettchen hat er da gemacht. Ja, okay. Okay, jetzt fehlt mir noch... Noch bis jetzt kein Punkt, den er sich dadurch erarbeitet hat. Nein. Aber das sind gute Voraussetzungen für Punkte, die Krogi da macht. Aber jetzt macht er wieder die Walle-Taktik, läuft nochmal im Kreis. Moment. Okay, ich muss das ein bisschen merken. Ich laufe jetzt in die Richtung. Okay, ich laufe einfach straight da runter und so Steine. Also die Musik ist ja schon schön, muss man sagen. Da kommt man so richtig runter, kann sich mal so ordentlich entspannen. Noch, nimmt die Hektik raus aus dem Alltag, ne? Drei Steine. Ja, ist ja ein stressiges Format, da kann man mal entspannen. Finde ich auch. Jetzt ein bisschen rumlaufen, mal ein Blümchen schlüpfen. Gekommen. Drei Steine. So. Oder, Kroge? Ja, ja. Das ist gestimmt, ne? Das ist alles easy, oder? Hast du das im Blick? Ein Stein noch. Mensch, da ist noch ein Stein. Kroge sammelt Steine. Steine? Steigt parallel auf. Zurück. Habe ich fünf Steine. Skills. Ich habe fünf Steine. Er hat fünf Steine. Das ist fast ein halbes Dutzend. Fünf Steinis. Ja. Da muss irgendwo mein Häuschen sein. Ich hab's mir eingeprägt. Wisst ihr, Orientierung ist meine Stärke. Nicht. Ja. Prägung auch. So. Oh, ich will weder die Scheiße von Kogi noch von Denzel am Ende machen. Okay, jetzt. Ich muss gewinnen. Ich will euren. Solange ich nicht die Scheiße von Kogi machen muss, mir ist egal. Und jetzt war das auf. Das ist echt mies. Ja, und da baut er. Und? Direkt. Ja. Vielleicht hier, ja. Die Frage ist, muss es im Haus sein? Da ist ein Abzug. Das wäre zu nah. Kann ich die jetzt abbauen auch, die Workbench? Ja, ne? Ja, kann ich machen. Dann kann ich wieder nicht bauen? Ach so, warte. Er hat das gleiche Problem, yes. Ich verstehe es. Okay, dann verstehe ich es. War sehr dumm. Aber kein Problem, weil... An die Zuschauer, die sich vielleicht fragen, warum wir diesmal nicht so viele Tipps geben... Wir haben eine kleine Übungssession gemacht in diesem Spiel. Dementsprechend fühle ich mich gerade nicht so richtig dazu berufen, da zu helfen, denn die Basics sind gelernt worden und Krogi hat sie auch drauf. Wir sehen, er braucht vielleicht ein, zwei Anläufe, aber er ist da kein unbeschriebenes Blatt. Okay. Na? Nehme ich den aber nochmal weg. Das Spiel, nur fehlen, ich brauche Platz. Ich brauche Platz. So. Ich habe das schon auch gecheckt, aber das Spiel sagt dir auch nicht, was an der Stelle noch fehlt. Ja, das wäre der gesunde Menschenverstand, der bei Feuer ist gesetzt. Feuer ist gesetzt. Ja, wir haben jetzt auch keinen Abzug. Feuer ist gesetzt. Ja, aber der Abzug ist da. Feuer ist gesetzt. Ich möchte es nochmal sagen. Feuer ist da. Hallo. Ach so. Habt ihr den Punkt bitte? Ist da ein Feuer für? Warte, wir gucken mal. Lagerfeuer, ja. Ein Feuer ist doch kein Punkt. Ich sehe kein Lagerfeuerpunkt. Das war richtig Arsch. Ich sehe kein Lagerfeuer. Also, guck mal, ich kann jetzt nicht schlafen, aber ich kann schlafen. Die Uhrzeit lässt mich nicht. At this time. Nee. Also, warte, also... Es stand da gerade, ich hätte... Im Ernst, willst du das verteidigen? Ja, es stand da, dass mein Spawn-Point gesetzt wäre. You can't sleep. At this time. Was soll ich machen? Ja, ich habe noch 5 Minuten. Ja, aber eben. Dann musst du dir halt warten, bis du schlafen kannst. Also, der Punkt. Das wird ja wohl zählen jetzt. Das ist doch kein Punkt. Aber du kannst doch ein paar Mal eh drücken. Digi, der muss mir das jetzt sagen. Du bist hier, das muss doch wohl zählen. Ey, ganz ehrlich, da steht gelb auf... Alter! Dann ist es nicht möglich. Ohne Witz, bei mir stand... Wollt ihr mich verarschen? Bei mir stand invalid place oder bla bla bla. Ich hab Feuer gemacht! Can't sleep, at this time. Hast gut gemacht. Ja, hab ich auch. Ja, guck mal, hast du wenigstens Lob für bekommen. Zwar kein Punkt, aber Lob. Das ist doch auch... Digi, wollt ihr mich verarschen? Ich habe das jetzt gemacht, weil du wusstest, dass es tagsüber nicht geht. Ja, er könnte aber im Bett schlafen. Ich habe da auch nicht dran gedacht, aber du hast jetzt mega Pech. Und warum sollte ich dir den Punkt geben? Was? Weil das einfach alles korrekt ist. Weil ich es geschafft habe, das Bett ordentlich zu setzen. Ja, aber so ist das Leben. Erst hast du Glück und hast ein fertiges Haus gefunden. Und dann hast du Pech. Was ist das denn für eine Madenscheiße? Ey, Kogi, okay, hol bitte noch schnell einen Punkt. Ich habe keine Lust mehr, Gedanken zu machen, was wir machen, wenn ihr beide Gleichstand habt mit den Punkten. Dann kriegt ihr beide 0. Und ich 2. Ja, maybe. Ja? Das ist die einzige Lösung. Würde ich auch sagen. Stark. Oder, nee, wobei. Nee, können wir auch was ist denn das bekommen. Bitte? Können wir auch beide 1 bekommen. Wieso 0 hier? Ja, Krogi hat übrigens gerade einen Punkt geholt. Was? Womit? Ja, machen kaputt das Werkzeug. Genau. Das Werkzeug kaputt hat er gerade gemacht.
Und somit hat Krogi den Valentin abgehängt. Und wisst ihr was? Oh Mann, ich bin auch richtig dumm. Es ist mir gerade noch eingefallen. Wie lange habe ich noch? Okay. Dummer Mann. Okay, ey, den Schlafpunkt. Okay. Asozialitäten-Kabinett 5000 mal wieder. Aber das ist halt, so sind halt die Rules. So sind die Gaming-Rules. Aber ihr wisst ja, ich habe einen scheiß Hammer dabei. Und mit dem scheiß Hammer, Dennis, du hast es mir beigebracht. Ah, ich hatte gehofft, dass du es vergisst. Ja, mit dem Haus kann man sehr viel machen. Am Ende sollte man dann das Haus abreißen. Alter. Und er reißt das Haus ab. Er hat ein relativ großes Haus. Das dauert einen Tick länger, aber er hat ja noch 1,30. Aber ob er an die 11 Punkte des Erstplatzierten rankommt, das steht da noch in den Sternen. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, Krogi, you suck! Du sagst es, lieber Evil. Das dauert ganz schön lange. Hey, Evil. Ich brenne übrigens. Oh, er brennt. Noch ein Punkt. Er brennt. Brennt er genug? Ich hab gebrannt. Er brannte. Also noch ein Brennpunkt. Jetzt brauch ich hier eine Crafting Station. Brenne. Punkt hat er bekommen. Alter, jetzt brauch ich hier eine Crafting Station. Wie er es nicht geschafft hat, Baum fällt Baum. Das war mega Pech. das war witzig. Okay. So, der baut da wieder seine Crafting Station auf. Ist das Haus fertig abgerissen? Weil für mich hängt da immer noch was. Ja, ich mach ja schon. Deswegen habe ich ja die Crafting Station gemacht. Weil ihr wahrscheinlich dann irgendwann sagt so, nee. Aha, okay. Bildet ja nicht. Erläuter das genau. Bildet ja nicht, dummer Eumelmann. Da steht immer noch eine Wand, Krogi. Wie lange brauchst du denn, um ein Haus abzureißen? Wie Blast Corps gespielt oder was? So, alle Wände sind weg. Okay. Ja, das muss jetzt zählen. So, okay, haben wir, ja? Hausabreißen-Punkt für Krogi, ja, einmal bitte. Na, du hast du, glaube ich, schon. Ja, hat er. Wie lange habe ich noch? Du hast noch 14 Sekunden. Alle Zeit der Welt. Ich wollte euch doch... Tröd. Ja. Ja! Es war nicht so schwer. Das, oioioi. Du hast mega Glück gehabt, dass du das Haus gefunden hast. Nur das hatte ich ja quasi an Valentin vorbeiziehen. Mega Lack. Man muss aber auch sagen, dass die Regel, ich muss monieren, auch bei der Regelleitung, ja, beim Regelwerk an sich, vielleicht für die nächsten Ausgaben. Man sollte ja vielleicht in Aufgaben nehmen, sorry, die man lösen kann, ja? Wie irreführend ist die Pisse denn? Was ist denn damit? Ey, Krogi, wenn du zu wenig Skill hast, den Boss zu töten, heißt das, ich muss die Aufgabe nicht mit reinnehmen, oder was? Weil das wäre ja genau das Gleiche, wie wenn du die falsche Tageszeit willst zum Schlafen. Ich bin tagsüber müde, weil ich nachts durcharbeite. Denk doch mal an die armen Leute, die nachts arbeiten müssen. Die würden tagsüber auch immer schlafen. Was ist denn mit denen? Aber die wirklich hatten noch einen vernünftigen Biorhythmus. Du hast doch selber erzählt, dass du ein Uhrzeithaus gefunden. Warum kommst du mit der Uhrzeit nicht klar? Ich hätte richtig Bock aufs zweite Spiel, Leute. Ja, auch richtig geil. Guck mal, Patschi findet, er hat einen Punkt verdient. Also wissen wir, Patschi hat keine Ahnung. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Was haben wir? Dennis gewinnt anscheinend. Ja, ich krieg ein langes Riff. Du kriegst ein richtig geiles Riff. Wie Punkte? Nice. Dennis hat, was hattest du? Ich hatte 11, glaube ich. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich habe 7. 7. 7. Also du hast schon verdient, mit Abstand gewonnen. Walli, fährst du nochmal? Super, geht doch mit euren Punkten. Einkaufen. Ach, guck mal, jetzt kann man es ja genau noch mal sehen, dass die letzte Person wirklich gar nichts kriegt. Ja, ich glaube, ich dachte, es wäre ein O, aber es ist eine Null. Das ist einfach eine Null. Ich dachte so, oh, der Wall ist da. Nein, aber er ist eine Null. Das bedeutet ja, dass es für die anderen beiden dann ja noch viel möglicher ist, auch zu gewinnen, ne? Ja, absolut. Die Möglichkeit ist quasi unbegrenzt für uns. Für das O. Durch fucking Luck hast du dir deinen Punkt geholt. Ja. Lächerlich. Du mit deinem Scheiß, oh, das ist ein Haus. Guck mal, wie hier mein Pinball-Machine reinpasst. Kein Wikinger der Welt hätte sich beschwert, wenn er so ein Haus gefunden hätte, auf der verzweifelten Suche nach einem Schlafplatz. Und der hätte auch sein Feuer auf Holz gestellt. Ja, ja. Die hatten doch nichts damals. Nein. Meine Güte. Ja. Aber da bist du in dem Moment nicht drauf gekommen, dass man das Feuer nicht auf Holz... Nee, das war wirklich, muss aber ich doch ehrlicherweise sagen, das, so nach, das war wirklich? Ein bisschen dämlich. Also oh, hier ist gerade die Rechtsberatung. Ich wurde betrogen, höre ich gerade. Ich wurde betrogen. Ich wurde um meinen Schlaf betrogen. Betrunken wurde. Was ist denn da bitte los? Der wirre Mann telefoniert schon wieder mit Leuten, die nicht da sind. Plus, was? Plus 4 Punkte für Krogi für faires Verhalten. Ruft keiner klar. An. Das ist komplett unrealistisch. Das ist überhaupt nicht unrealistisch. So. Das sind die ganze Zeit. Das war die erste Runde. Ja. Eine von dreien.
Denn es ist ein Triegestirn der Freudigkeit. Der Freudigkeit, Leute. Ey, wisst ihr was? Wir laden gleich schon in der Werbung das zweite Spiel und dann geht's nämlich richtig rucki-zucki weiter gleich. Okay. Ja, lass das machen. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Hallo. Da sind wir wieder. Weiter geht's. Hör ich da gerade die Regie? Weiter geht's mit dem nächsten Spiel. Ja, Survival-Spiel. Wir brauchen ganz große Hodensäcke für die Mats später am Ende. Oh, dann sind sie, die Hodensäcke. Du bist ja wirklich noch ein viel größerer Penner, als ich gedacht habe in der heutigen Ausgabe. Wie du mir jetzt auch noch in meine Anmoderation hier reinlabert. Ja, aber wie kann ich denn erwarten, wenn hier die Kamera ist, dass du dann hinterher auf einmal eine Anmoderation machst? Du hast dich noch über Müll unterhalten, als ich hier gemerkt habe, ja, aber vielleicht war das alles Teil der Inszenierung. Mann, ey, jetzt spiel doch die Scheiße da runter. Ich will mal sehen, dass du jetzt auch mal nur 4 Punkte machst. Meine Damen und Herren, ich freue mich. Heute ist wieder Skill Arena. Jetzt gerade nach dem ersten Spiel, die Stimmung kocht schon. Die ist noch nicht am Zenit angekommen, aber die kocht schon. Valentin Herre, ein Applaus, ein Herzgewitter. Für Valentin Herre ist ein guter Mann, wenn er nicht gerade... ist ein guter Mann. Und daneben ist Dennis Richtarski, der Erfinder der scharfen Pommes. Ist direkt neben mir. Ist einfach herrlich. Applaus. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Runde Skill Arena. Ein Spiel, was ich mitgebracht habe, ein Spiel, was ihr alle liebt, ein Spiel, was ihr alle aus dem FF beherrscht. Es ist natürlich das gute alte Rust. Rust ist ein Spiel, was man mit mehreren Menschen spielen könnte. Ich muss aber sagen, ich habe einen Server eingerichtet, ich raff nichts. Ich habe einfach nichts verstanden, wie man diesen Server besser einrichten kann, als er jetzt eh schon ist. Dementsprechend spielen wir es relativ vanilla. Das heißt, wir sind auf dem Server. Wenn ihr den Server findet, Community, ich sag euch nicht, wie er heißt, mir egal, ob ihr drauf geht, aber seid nett. Die Aufgaben sind Tod durch Stein. Heißt, du hast einen Stein, bring irgendwas damit um. Egal was. Hm? Bau eine Brücke. Definiere selber, was du unter Brücke verstehst, ja? Also, oh, da werden wir viel rumdefinieren. Ja, dann gibt es, hinterlasse einen Smiley. Ich habe das bewusst sehr, ihr merkt schon, wie schmierig das formuliert ist. Das ist sehr unpräzise. Bist aber ja auch ein schmieriger Typ. Es ist sehr unpräzise, ihr wisst doch. Gestalte ein NFT. Und dann habe ich gedacht, weil ihr alle so geldgeile Wichser seid, gestaltet ein schönes NFT, weil man kann nämlich innerhalb von Skill Arena Schilder bemalen, ja? Und das ist... in der Skill Arena, aber auch in Rust. Rust natürlich. Und da habe ich gedacht, ihr könnt natürlich ein schönes NFT gestalten, was euch dann noch zu nicht nur zu einem Sieg führen wird, sondern auch zu Reichtum. Kriege ich auch einen Punkt, wenn ich mich aus Prinzip dagegen stelle? Nein. Okay, scheiße. Sammle 40 Scrap. Warte, ich hab's gerade nicht verstanden. Wie macht man das? Im Spiel gibt's eine Option, das als NFT zu dödeln? Ist ja witzig. Nein, das war einfach nur ein übertragenes. Also du musst es dann doch selber minten und rausbringen. Aber du kannst Schilder gestalten und die bemalen. Viele Leute bringen ihre ein NFTs. Muss das ein räudiger Ape sein? Kannst machen, was du willst. Okay, geil. Dann sammle 40 Scrap. Das ist halt die Währung sozusagen. 40 ist relativ viel, sage ich direkt. Töte einen Huhn, ist klar. Erklimme einen Leuchtturm. Auf der Map gibt's Leuchttürme. Wenn ihr Glück habt, ich weiß nicht, wo wir spawnen. Das ist anders als bei deinem Game eben, Dennis. Das ist sehr random. Stimmt, da war ja gar kein Luck involviert bei Dennis' Game. Wo wir spawnen, ist super random. Es kann halt sein, dass ihr von einem Leuchtturm spawnt. Müsst ihr euch überlegen, nehmt ihr den Weg in Kauf. Sei komplett angezogen, gibt einen Punkt. Aber weil ich auch das irgendwie doof fand, habe ich auch einen Punkt dafür gegeben, sei permanent nackt, gibt auch einen Punkt. Also wenn du die ganze Zeit nackt bist, kriegst du am Ende auch einen Punkt. Also ist egal, was man macht. Sich anziehen verschwendet ja nur Zeit. Genau, es sei denn, du findest einen Strahlenschutzanzug. Ah. Dann kriegst du nämlich noch 2 Punkte sozusagen. Für fürs Tragen steht da, nicht fürs Finden. Ja, also Denzel hat es nicht verstanden, wir haben es gecheckt, Krogi. Dann habe ich du sollst ihn schon anziehen. Und hast dann einen Punkt aufgegeben. Du hast recht. Anziehen. Was jetzt? Tragen? Ey, in meinem Spiel. In meinem Spiel sind alle Sachen. In meinem Spiel sind alle Sachen lösbar. Ja. Im Gegensatz zu der Runde von dir eben. Ja, ja. Du kannst alles machen. Das wollte ich nur kurz sagen. Also, sei du noch mal ganz ruhig. Ja, was ich so, da habe ich 3 Punkte gemacht. Das eine ist nicht hungrig sein, also vollständig satt sein. Dann nicht durstig sein, also vollständig sitt sein. Und das andere ist. Am Ende, wenn das in die Zeit abgelaufen ist. Nein, während des Runs. Also, man darf nie kurz durstig sein, auch nie kurz. Nein, du musst einmal. Deine Bar muss einmal voll sein. Okay, ja, du musst einmal den Zustand abhaben. Ja. Dann baue dir ein Haus, gibt einen Punkt. Koche am Lagerfeuer. Ich will, dass ihr da was reinschmeißt. Dann hab Hanf dabei. 1. Ich wollte 420 machen, aber ist zu viel. Dann werfe einen Stein gegen ein Schild. Versteht ihr, was ich damit meine? Ja. Ja. Trage eine Kerze auf dem Kopf. Ja. Lasse einen Gruß von Valentin oder Sternchen oder was ist das? Pass auf, pass auf. Ach, da gibt's dreimal. Ich möchte.
Oh Gott. Ich möchte, dass ihr drei Notizen auf eurem Weg verteilt und jeweils von irgendjemandem von uns drei einen Gruß verteilt. Es müssen aber drei Grüße sein. Also gibt für jeden großen Punkt. Verstehst du? Ja, verteilt heißt? Ja, irgendwo hinlegen halt. Ach, hinlegen, okay. Ja, ja. Also ich muss nicht jemanden treffen oder so. Nein. Okay, zerstöre fünf Fässer. Bei mir ist es so, genauso wie bei dir, Denzel. Es deckt sich auch, wenn du stirbst. Ist ein Survival-Game, logischerweise sollst du nicht sterben. Ist es hier in Rust ziemlich anspruchsvoll, nicht zu sterben? Weil Tiere sind heftig. Und dementsprechend, zum Beispiel töte ein Wildschwein. Und Wildschweine sind am Anfang richtig heftig. Und die laufen da überall rum. Oder Bären oder so. Aber Wildschwein reicht mir schon. Dafür gibt's fünf Punkte. Okay. Ja, heftig, schmäftig. Jetzt da laber nicht drum rum, sondern fang an. Ja, ne? Ich will jetzt mal sehen, wie du nicht stirbst. Nicht hungrig sein. Ja. Hast du besoffen, als du das geschrieben hast? Kann sein. Könnt ihr mich reinzählen? Ach ja. Also, okay. Wenn du so fragst, machst du, Walle? Ja. Na gut. 3, 2, 1, stirb! So, wo ist mein Stein? Das ist Salzwasser, ne? Ja, ich weiß, das ist Salzwasser. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Bub sich anstellt. Also, bei mir ist es ein bisschen anders gelagert als bei Dennis. So viele Punkte, glaube ich, werden wir nicht machen, um echt zu sein. Aber guck mal. Nee, du nicht, das stimmt. Ja, also Rust ist ein bisschen anders gelagert. Ich weiß natürlich, worauf du dann abzielst. Gewalt gegen Pflanzen als erstes. Ja, das ist klar. So. Hör ich deinen Hubschrauber? Kann sein, ne? Es ist halt alles sehr random. Leute, jetzt durchsucht mal bitte den Serverbrowser und geht sofort auf diesen Server. Ey, du weißt genau, dass die erst kommen, wenn du dran bist. Also lass das lieber. Nee. Die müssen jetzt erst suchen und wenn Krogi fertig ist, kommen sie langsam rein. Ich war ja noch nicht fertig. Bei mir sollen die dann natürlich helfen. Ach so, ja, das klappt bestimmt. Ja, das klappt bestimmt. Doch. Ja, genau. So. Ich bin gerade noch der Underdog. Ich bin 4-Punkte-Walle. Dem will man ein bisschen unter die Arme greifen. 4-Punkte-Walle. Er ist es doch. Also ich finde die Formulierung, deswegen, ich finde auch nicht sterben gibt einen Minuspunkt schwierig. Wie ist das zu verstehen? Habe ich das wirklich so abgegeben? Nee, also habe ich das wirklich wie damals in der Schule? Fuck. Habe ich das wirklich so abgegeben? Wer ist denn so ein Dulli? Jetzt sind wir live. Ja, gut, gelaufen. Aber ja. Das Ding ist, das hätte ich am Ende sagen sollen, um euch allen Minuspunkte aufzudrücken, weil da hättet ihr wieder nichts gegen sagen können. Stimmt wirklich. Ja, diese Diskussionen waren ja bisher immer ziemlich erfolgreich. Ja, ich bin hier an so einer richtigen Dulli. Im Endeffekt ist es ja schon eine demokratische Situation hier auch. Eben bei dem Schlafen waren wir uns ja einfach einig. Da stand da gelb auf weiß, auf schwarz. Hey, töte ein Huhn! Naja, es gibt ja immer diese Aufgaben, die muss man nicht unbedingt machen. Je nachdem, was man für einen Charakter hat. Ey, das Tod ist tot. Ja, das ist schon das Huhn ist tot. Schon bei. Ey, ich hab einen Tod. Huhn getötet. Genau, ja. Das ist schon ein Armutszeugnis, genau. Wenn man das damit anfängt. Erstmal das traurige, liebe Huhn. Ist auch die gleiche Person, die letztes Mal die Hunde getötet hat. Das nur am Rande. Ja? Ist das wahr? Das ist wahr. Vielleicht gehen wir nach Krogis Run mal kurz in die Optionen und aktivieren die Pixelarisierung. Wieso? Ja, weil wir auch auf Twitch live sind. Aha. Kann man, ja? Gut. Also, just saying, wir haben es auf dem Schirm. Okay. Wir machen es. Dann, wir haben ja auch einen aktiven Timer. Nur die Polizei ist aber schon gerufen. Ja, man hört sie, ne? Ja. Hörst du das? Hörst du das gerade? Da kommt sie genau mit ihrem Hunter-Killer. Komm, Krogi, weil du so ein netter Typ bist. Ey, ich habe übrigens zwei Punkte. Ich habe übrigens zwei Punkte, ne? Tod durch Stein habe ich auch, wollte ich nur so sagen. Tod durch Stein? Ja. Also. Naja, ich habe was umgebracht mit einem Stein. Ein Lebewesen. War das nicht nur bewusstlos? Nee, das habe ich schon sehr geflattert, muss ich sagen. Na gut. Ja, mir fehlt auch ein bisschen der Beleg. Na gut. Ah, gut. Der klebt rötlich auf dem Boden. Der Belag. Das traurige Huhn. Na gut, dann. Oh, ich muss halt rein. Es tut mir leid. Ja, es geht nicht anders. Kannst du nicht schnell machen auf Options und dann. Oder stimmt, kann man den können wir den Timer pausieren? Kann man den pausieren, den Timer? Kurz auf Stop. Wieso? Das ist doch eher scheiße vorbereitet. Dann muss der Timer seine Strafe. Nein, das ist es nicht. Guck mal. Okay, gut. Oh, ist pausiert. Okay, danke. Kurz in die Option. Ist passiert. Vielen Dank. Censorship. Wo ist Ubis off. Ah, da. Nehmen wir pixelated, oder? Ja, oder nimm enhanced. Ah, ja, gut. Pixelated, genau, das war's. So ist okay. Okay, alles klar. Ja, dann okay. Kann's weitergehen. Geht's weiter? Liebe Twitch-Staff, habt Erbarmen. Wir haben schnell wirklich reagiert. Es geht weiter. Okay. Wie lange braucht das noch?
25 Sekunden, okay. 25 Sekunden. Ich finde echt geil, dass da schon jemand ist. Da ist ja echt schon jemand. Wie hat denn das... Hast du den Server wieder Krogmann genannt, wie letztes Mal, oder was? Naja, ist dagegen. So. Da war so also, ein... ihr könnt übrigens auch Punkte holen, ne? Der erste wäre tot durch Stein. So. Stimmt. Versuch's doch mal mit dem. Nee, nee, nee. Was brauche ich denn dafür? Ich hab... So, da guckt er. Ich mach mal, wie viele Steine wollen wir machen? Ich nehme mal vier Steine. Vier ist besser als vier Steine. Vier Steine. Und dann mach ich mir hier, pass auf. Mach ich mir ein Feuer. Ich brenne. Und da brennt. Und dann mach ich den. Na, hier. Hier, koch am Feuer. Koch am Lagerfeuer. Hühnchen. Kocht gerade. Da ist das Hühnchen. Ich sehe nur, weil es fertig ist das noch nicht, du. Ja, fertig ist noch nicht. Nö. Das ist noch nicht fertig. Nein, fertig noch nicht. Das ist noch fertig. Gehört ein bisschen mehr zu. Ja, ist nicht. Du sitzt aber noch nicht fertig, Cory. So, du hast noch nie gekocht, oder was? Also, Kohle haben wir schon mal. Wozu brauchst du Kohle? Kohle ist kein Punkt. Oder was? Nee, das ist kein Punkt für Kohle. Hau dir ein Haus aus Kohle. Jetzt ist fertig, alles klar. Und ich werde es euch beweisen, ich werde es sogar essen. Oh, ja. Das hat dir ja viel auf deine Balken gegeben. Ja. Warte, aber ich hätte das nochmal lesen müssen. Ja, ich habe gegessen. Ist es weg? Geht das? Es ist einfach nicht. Oh, da. Ja, aber tatsächlich hat er sich blöderweise was gekocht. Auch. Den müssen wir ihm leider geben. Müssen wir ihm hier, also der Koch ein, Essen. Nur ein Stein. Nur ein Stein. So, wo ist das alte Weed? Man merkt schon, wie er unter Druck ist. Er läuft auch nur rum, so richtig planmäßig. Ja, ja, es ist ja einmal random spawning. Ja, aber man kann... Alter, das ist doch perfekt, das nehme ich. Sag, nee, das hast du dir doch im Vorfeld gebaut, das Ding. Nehme ich. Ja, das ist aber doch hier rigged. Das nehme ich. Es ist auf keinen Fall rigged. Wenn ihr Leute lädt, wie auch immer, keine Ahnung, ist mir egal. Dann habe ich... Eben konnte ich nicht schlafen. Ey, sorry, aber das ist kein Dach. Ein Haus ist nur... Bauer ein Haus! Hat kein Dach. Wie kann man das? Keine Tür. Das ist, nein, das ist ein Haus. Das ist ein Würfel mit einer Tür. Nein, komm mir nicht mit deinem scheiß Tarp oder so. Das ist ein fucking Haus. Eine Tür wäre halt schon das Mindeste, was ein Haus braucht. Nee, im Ernst. Ein Dach vor allem. Vor allem Dach. Ich meine, die Regel gilt ja für uns. Bau ich halt eine Tür rein, okay? So, ja. Das ist ein Dach. Schön, dass Dach. Wie definiere Dach? Also, es ist ein Dach. Definiere Dach oben. Dach umgekriegt. Also jetzt werde der ja unhöflich. So, weißt du was, da mach ich schon mal ein NFT hier drinne. Ja, wie der Chat sagt, es gibt Flachdächer, es gibt Flachpfeifen, ihr verwechselt das. Was machst du denn? Ein Smiley mit NFT. Ja, macht der seinen Scheiß. Ja, da lass er jetzt nicht aufpassen. Ja, da. Dollar. Hier, könnt ihr kaufen. 3 Ethereum, ist fertig, Update. Hat Dollarzeichen. Guck mal, hier, mein NFT. Ist ganz geil. Tür ist fertig. Oh, Tür ist fertig. Okay, Kroger hat einen NFT-Punkt. Haus ist fertig. Wahnsinn. Okay, aber ist nicht die Klinke an der falschen Seite? Warte. Die nicht? Nee, das ist schon richtig. Hinterlasse einen Smiley. NFT habe ich auch und ich habe ein Haus gebaut. Hui, 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 hui. Ist ja nur geil. Warte mal, Smiley und NFT gleichzeitig? Kann man machen. Das sind die Regeln. Johnny Boy. Ey, liebe Person, die da mit Kroi unterwegs ist, ihr sollt den jetzt stören. Oh ja, warte. Und bei mir chillen, nicht so rum. Hallo, ihr Lieben. Ihr Lieben. Ich bin beschränkt. Aber ich grüße euch. Dennis. Gilt das auch, wenn du Rechtschreibfehler drin hast? Ja. Na gut. Ja, aber SZ geht einfach nicht. Und der erste ist raus. Ja, so ist das gemeint. Ja, ja. Hey, ja, aus der Perspektive von Dennis sollst du das schreiben. Verstehe, verstehe. Meine Liebe wird immer für euch da sein. Aber leider. Semikolon, nicht schlecht. Aber leider. Aber bin ich leider dumm. Walle. Ja, aber das ist doch sweet. Ja, es ist sehr sweet. Ja, wie dumm seid ihr? Richtig dumm ist die Antwort. Okay, okay, haben wir auch. Nehme ich, war ein sympathischer Zettel. Nur eben mal einen Gruß da lassen. Gruß, Krogi. Aha. Tschüss. Du hast jetzt aber ein bisschen selbstverliebt. Bei dir hättest du auch noch so einen ironischen Gag einbauen können. Ja, ja. Guck mal, da liegen sie überall, die alten Grüße, die Notizen. Ich wollte in die Richtung. Ah, wie lange haben wir noch? 6 Minuten. Oh. Warte. Sag ich auch nochmal. Geh ist Map. Da. Straße. Da. Okay. Ich wollte da an. Warte. Ich finde, es sollte einen Punkt Abzug dafür geben, dass du wirklich die lowsten Texturen gewählt hast. Aber gut. Ja. Gebe ich dir recht.
Was ist das? Aber wer Hühner tötet, nimmt auch Low Texture. Ja, ja. Der ist eh völlig lost einfach. Ich weiß nicht, wo das ist, das Ding. Da weiß er nicht, wo das ist. Scheiße, Mann. Ja, wird euch auch noch missfallen. Ach, das wird noch richtig. Das bringt gerade gar nichts. Da brauche ich noch richtig viel für. Okay. Weiter geht's. Habe ich denn das andere? Oh. Da. 100. Okay. Alles klar. Aber da habe ich. Nee. Schön, wenn man Krogi denken hören kann. Man kann mich denken hören. Besser als Stille wie bei dir. Daneben. Ich bin sehr skeptisch, was er da macht. Ich erkenne nicht, wozu das führen soll. Zu Holz. Was habe ich noch? Die Zeit rennt, ey. Die Zeit rennt. Daneben. Die Zeit rennt. Die Musik wird auch immer bedrohlicher. Was will er? Steine. Ja. Ich habe halt so wenig Orientierung, das glaubt ihr gar nicht. Dass ich immer auf die Karte gucken muss. Wie ist das mit dem Schwein? Willst du das nicht als erstes erledigen? Ja. Nee. Das Wildschwein. Nö. Oh, gib 5 Punkte, ne? Das Wildschwein. Ja. Für Krogi 6, würde ich sagen. Wieso? Ja. Nee, ist richtig. Gibt 5 Punkte. Okay. Da läuft er. Gibt's jetzt im Ernst? Wieso hat er denn die hässlichen Texturen? Was weiß ich, ey? Haupt das lädt. Das ist ja, das müsste wirklich im Ernst, weil wollen wir Punktabzug geben? Ja, würde ich sagen, dass sein Spiel in Low Textures läuft. Ja. Das kann ja wohl nicht angehen. Der Chat fuckt sich auch nur über die Texturen ab. Der ganze Chat. Also das Problem ist, wir haben die Hälfte der Zuschauer schon verloren, weil die Texturen so scheiße sind. Wirklich? Die gucken jetzt bei irgendeinem Rust-Streamer zu, um richtig feinste Texturen zu sehen. Natürlich. Rust-HQs. Streamer Rust-HQ 4000. Das ist ein geiler Twitch-Name. Ich liebe den. Oh, bester Ruster. Reicht das schon? Nee. Da mampft das Schokolade oder was war das? Es schmeckt so lecker. Hat das einen Punkt gegeben? Oder? Nee, noch nicht. Ja. Aber Low-Poly-Schokolade. Ja. Das ist ein scheiß Bär, Alter. Fuck. Das ist ein Pferd, Junge. Ja, das ist ein Wildbär. Wenn du den tötest, kriegst du 5 Punkte. Ich hatte hier. Oh Mann, ey, ich hab richtig Angst. Guck mal, was das für ein nettes Community-Mitglied ist. Das macht da einfach nichts und das wartet nur darauf, dass wir dann die Welt joinen. Ja, weil die alle das sehen, wie euch selber beutelt. Das ist doch klar. Denkt euch coole Strafen aus. Scheiße, ja klar, ey, fuck. Ja klar, jetzt merke ich's auch. Was, wenn wir, also sollte es zu dem Fall kommen, dass der gewinnt, Wollen wir denn einfach ganz schnell weglaufen? Da kann doch niemand was machen. Ja. Aber nein, wir verlieren. Aber was ist denn mit der Pizza dann? Okay, ich lass dich zurück, sorry. Ich bestelle mir eine nach Hause, also das ist es mir wert. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Das war das zweite Fass. Nee, das ist das 5, glaube ich. Chat schreibt kein Wunder nach euren Grußnachrichten. Ja, die waren schon scheiße. Ich glaube, es war das 5, ich weiß aber nicht hundertprozentig, ehrlich gesagt. Weil ich nicht aufgepasst habe, weil ich so im Wahn bin. Ah. Bär macht mir... Alter. Nee, dieser User da lenkt jetzt auch noch den Bären. Der Loser da. Der User. Was, sind wir hier in Tron oder was? Oh, geil. Ja, ich wollte nur sagen, dass die Person den Bären ablenkt. So, und ein User. Hätte der Bär Krogi angegriffen. Oh, ich hab was Schönes, glaube ich. User. Ja, das ist doch wohl ein Internet-User. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist so 80s Cyberspace. Das ist mega. Oh, nee, passt aber noch nicht ganz. Aber, das kann ich. Was? Ist leer? Ey, Chat, ihr kennt doch voll User. Ihr seid das alle, Mann. Ja, normal. Right click to fill, left click to drink. Komm, jetzt nur die 12-Jährigen bitte. Ihr wisst doch wohl, was ein User ist. Ja. Trink jetzt. Vielleicht ein Host. Oder ein Client. Achtung, Bär kommt, schreibt mit. Habe ich gleich voll? Ich hab's nicht voll. Okay, aber Crafting. Ich glaube nämlich, dass ich was richtig Geiles. Cloth. Okay, ich find auch klasse. Achtung, da kommt jemand. Ja. Ich hab das Fass, ne? Habt ihr gesehen? Fässer haben wir.
Oh, oh, das zählt nicht, das hat er kaputt gemacht. Ja, aber davor hatte er tatsächlich schon was. Trotzdem zählt das nicht. Das zählt trotzdem nicht, ja. Wie lange? 21, okay. Crap. Scrap, nicht Crap. So zu sammeln. Ja, aber es ist Crap, weil die Zeit rennt. 25. Die Zeit läuft, das stimmt, ja. Guck mal, da ist, ist ja auch das nichts. Cool, Johnny. Ist ja auch nichts. Ich bin skeptisch. Stein Steve. Oh, ich könnte so viele andere Sachen machen, aber ich muss jetzt leider dabei bleiben. Scheiße. Was sind das denn für spitze Hütchen? Die sind ja... Brauch Cloth. Ich brauch Cloth. Die sind aber sehr spitz. Wenn man stolpert auf so ein Hütchen, ist aber vorbei dann. Ja. Du willst ja wohl kein Cloth geben hier. Auch nochmal die Bestätigung aus dem Chat, wie dämlich deine Aufgaben formuliert sind. Hier fragt sich nämlich jemand, nicht durstig, gleich voll oder nicht durstig? Nicht leer der Balken? Ja, ich gebe das zu. Ich gebe das zu, dass es vielleicht... Haben wir eingangs schon ich wollte nur noch mal sagen, festgestellt, dass jede Zeit sehr... Aber ich finde es auch schön... ...deutig formuliert ist. Ich wollte es halt maximal dumm formulieren, damit wir schön in der Sendung darüber diskutieren müssen. Aber ich wollte es nicht... ganz so schlecht machen muss. Es ist wirklich schon... Das ist natürlich... Es ist wirklich schon ein großer Fail, aber es ist okay, noch 15. Es ist natürlich smart, sich jetzt darüber rausreden zu wollen, dass du deine Dummheit geplant hast. Ja, aber... Jetzt schnell noch den Leuchtturm finden. Ja. Das könnte man noch schaffen in den letzten 31. Das wird nichts mehr mit dem Start. Und okay, aber ihr seht, guckt mich an. Guckt mich an. Du bist nackt. Wir haben mich verpixelt. Punkt für Nacktheit. Punkt für Nacktheit gibt's noch. Stimmt natürlich. Ja, und Abzug für nicht sterben. Map, Map. Immerhin noch voll. Habe ich den Punkt noch bekommen? Ja. Jesus. Wie viel Scrap hatte ich? Du bist 31, voll auf Crap. 31. Okay, bring mich um. Bring mich um, Leute. Bring mich um. Bring mich um. Achso, wegen bring mich um. Spawn, ja. Bring mich um. Bring mich um. Haut mich tot. Komm, wir wollen es sehen. Haut mir den Schädel ein. Die anderen User. Hier, Disco, haut mir den Schädel ein. Haut mir den Schädel ein, mach schon. Haut mir den Schädel ein. Du Nackte. Bring mich um. Ja, okay. Ja, schöner Endscreen. Oh. Herr der Fliegen hier. Ja, alles klar. Der auf dem Platz muss dann immer ran. Ja. Ich, ja. Ach so. Ja, das okay. Ist leider doof gelaufen. Okay. Hey, ja, kann ich mein Getränk haben? Nein! Ah! Ja, wir waren irgendwie sehr ruhig bei Dendels Run. Ja. Bei Krogis Run. Dennis Run. War einfach sehr verwirrend. Oh, kalte Pommes, geil. Ihr müsst euch merken, ihr braucht Strafen, die Community richtig abfeiert und... Au, mein Arm. Hier zwischen und... Ganz gefährlich. Und ihr müsst die Aufgaben so formulieren, dass es niemand rafft. Das ist der Trick. Hey, Mensch, ich habe noch nie so... dreideutig formulierte Aufgaben gesehen. Und alleine nicht sterben hier, das ist ja die Krönung noch. Ja, das ist unglaublich. Minuspunkt eigentlich müsstest du einen Minuspunkt bekommen, weil du gestorben bist. Ich freue mich. Null Punkte hätte es dafür gegeben damals im Skill-Arena-Unterricht. Ja. Im Skill-Arena-Unterricht, weißt du was? Da war ich nicht. Da war ich einfach nicht. Skill-Unterricht immer geschwänzt. Nee, weil der Skill war schon immer da. Das hat mir gut gefallen. Also wenn du gleich auf Respawn drückst, wirst du sofort Nude wieder am Start sein. Wir haben Gott sei Dank die Boobs verpixelt, dass da nichts passieren kann. Die Frage nochmal, sind alle Aufgaben für dich klar? Nein, absolut nicht. Aber was du damit meinst, falls du willst, ne? Also sagen wir mal okay, so. Okay, das ist absolut korrekt und das reicht mir. Walle, zähl ihn rein. Warum immer ich? Okay. Bist du ready? Bist du ready? Bist du ready? Bist du bereit? Ich bin naked, aber sonst aber nix. Ich schätze okay. Richtig. Nice, let's go. Also 3, 2, 1, go! Go! Respawn! Okay, du weißt, also ich bin jetzt tatsächlich für dich, Denzel. Jetzt haben wir eine ganz interessante Dynamik in dieser Ausgabe Skill Arena, weil wir wollen ja beide auf keinen Fall, dass der Krogi gewinnt. Das stimmt. Und du hast schon Punkte. Genau. Das heißt, wenn du jetzt wieder Punkte holst und der Krogi nicht, dann ist das schon mal vom Tisch, dass hier irgendwas geteabackt wird. Ja, das ist ganz witzig. Das stimmt. Ich würde jetzt mal überlegen, was, guck mal, da hinten laufen schon nackte Leute rum. Ich suche erstmal jetzt irgendein unsympathisches Tier, das ich töten kann. Ja. Genau, ja. Das, aber ich würde nicht danach suchen, wenn du einem. Du läufst eher einem über den Weg. Okay. Hol dich schon mal ein bisschen Holz, damit du dir gleich ein Haus bauen kannst. Nimmst du nicht das kleinste Holz, was du findest? Selbstverständlich. Das ist bei Rust tatsächlich gar nicht so ich relevant. Die Spiele, Krogi. Ich kenne dich. So, ab geht's hier. Ey, Alter, wieso haut denn jemand dagegen? Bist du auch der Meinung, Dennis, dass Sid nur erfunden wurde, um ein Pendant zu Satz zu kennen? Ja, das war doch eine PR-Aktion vom Langscheid, oder nicht? Jetzt von wem? War das nicht? Das war doch eine PR-Aktion damals. Von das wem? War doch, das war richtig mit jetzt lass dich doch nicht so dumm von Krogi mit so der Scheiße. Ich glaube, ja. Diskussion ablenken. Ja, ne, der will mich nur ablenken. Von der hört zu?
Ich weiß nicht, aber da war doch was. Ich weiß, das war. Guck mal, hier ist ein Haus. Ja, das war ich. So, ja und? Ich mach's jetzt fertig, baue da ein Dach drauf und dann. Junge, verschwende nicht so eine Zeit, das lässt ja doch eh nicht gelten. Nee, natürlich nicht. Alter, was ist denn mit dem Mauseinstellung hier? Ich würde das selber auch nicht durchgehen lassen. Ja, eben. Aber ich lass ihn gerne. Mach das richtig, ich lass ihn du brauchst die Punkte, Junge. Ich lass ihn da gerne Dach draufsetzen. Ich bin für dich. Jetzt mach mal. Ich muss mal überlegen, was ich machen soll. Ich lauf mal und guck mal. Kennt ihr das Gegenteil von durstig sein? Jetzt halt doch deine Schnauze. Betrunken! Hör doch auf, hier irgendwelche Diskussionen anzufangen. Hör doch auf jetzt! Ach lol, das ist ja persistent. Das heißt, alle Tonnen, die jetzt in der Nähe waren, sind auch noch alle weg, ne? Exakt, weil du das Pech hattest. Ja, aber Cookie. Du hattest das Pech, da um die Ecke zu spawnen. Eigentlich passiert das sonst eigentlich passiert nicht das häufig. Nicht. Nee, eigentlich passiert das nicht. Dennoch respawnen die natürlich auch. Aber dann geh doch, genau, dann als Tipp, wegen ein bisschen Fairplay, unter den Masten findest du immer Tonnen. Ja, genau, die ziehen sich schon in diesen Masten. Und das entlang. War jetzt alles, was ich dir an Fairplay mit auf den Weg gebe. Jetzt frage ich dich. That's all you got, huh? Von mir kriegst du. That's all you got. Von mir kriegst du wesentlich mehr Fairplay. Jetzt halte doch mal deine Schnauze. So, ich hab gleich meine erste Tonne niedergestreckt. Ja, Denzel, ein Tag. Halt's mal! Stolz. Ich glaube, der hat dich gelobt. Ach so, sorry. Los, Gamer! So, was seid du? Auch da! Gamer Unite! Nimm auch alles Metall immer mit, was du finden kannst, weil wenn du an einer Schrottpresse vorbeikommst, kannst du das alles da reinwerfen, dann kriegst du unnormal viel Scrap raus. Unnormal. Unnormal, Junge. Unnormal. Übelst. Freudig viel. Er weiß das auch. Räudigst viel. Kannst das Pferd töten. Sehr schön. Was? Der sagt sogar der User was. Der hat auch was zu dir gesagt. Ja, töt das Pferd, der gibt dir sein Pferd. Ey, das Pferd läuft weg. Hast du es nicht richtig platziert, du nackter Affe? Nimm es zum Reiten, Junge. Nimm es erstmal zum Reiten, damit kannst du übel schnell wegtraveln. Übel schnell traveln? Aber bring's lieber um. Bring's nein, lieber, doch, bring's um. Lieber weg. Aber danke, User. Danke, User X. User X. So, aber auf welchem Server sind wir nicht hier? Den Fehler, den du Kreis zu reiten. Doch, das ist ein guter Fehler. So, ich reite jetzt erstmal ins Schlaraffenland. Du hast ja schon richtig viele Punkte, Mann. Oh, da war eine Tonne. Das hast ja schon richtig Punkte. Ich bin vorbeigereitet. Da. Ist ja nur geil. Aber du findest gleich auf jeden Fall irgendein nices Vieh. Rote Tonnen explodieren normalerweise. Nein, ich rede aber nicht in Rust. Nee, da nicht. Genau, kannst du nehmen. Hey, Alter, wenn, ist das fett dumm? Gönn dir die Tonne. Wie hast du das Pferd gemacht? Du musst, ja, das dümmste Pferd. Du musst es erst anhalten. Was? Wie bitte? Du musst es erst anhalten. Das muss man noch bei echten Pferden machen. Du, also, du wie rennt das jetzt? Weil, ist das wie, als hätte ich auf dem... Nee, es hält dann irgendwann an, aber... Ach, okay. Du hast die Handbremse nicht gezogen. Ja, das du, hast du erwartet. Das war mein vierte Tonne. Hast du erwartet. Ohne Scheiß. Aber jeder Pferdeführer weiß doch, dass es brrr heißt. Brrr, brrr, brrr. Nee, das ist, wenn du... das war was anderes. Nur geil wieder. Nur geile Stimmung. So, zieht euch das rein. Alter, yes, das ist Tonnenparty. Tonnenlager hast du die gefunden. So, ich glaube, ich muss noch zwei. Aber jetzt im Ernst, oder Regie? Zwei ist die Zahl. Das zwei, maximal drei. Und drei hast du auf jeden Fall drei liegen. Also, wenn du die links auch noch machst, hast ja, du ja, aber ich muss nur so viele machen, wie ich machen muss. Und nicht wegen von dir. Sorry. Aber trotzdem musst du die machen, weil da ist schön Skrepp drin. Ah ja, das Skrepp, danke. Okay, ja. Was war und dann bin ich nämlich auch zufrieden. Ne? So. Und wenn du das geschafft hast, will ich auch deinen ersten Punkt. Das ist ja unglaublich, ey. Guck mal, und ich habe 88 Scrap. Damit kannst du gleich das Wildschwein killen. Alter, du hast eine fucking Armbrust. Tu die dir schon mal unten ins Inventar. Tu die da schon mal rein! Die Aufgaben machen mich dumm. Nee, nicht da, sondern in die Mitte. Da neben die Fackel, genau. Ja. Und jetzt lad das. Ja, du hast sogar fünf Pfeile dabei. Nein, nicht so. Wieder rein und jetzt nimm die in die... Nein. Wieder da rein und genau jetzt so. Nimm die in die Hand. Also und das Slot. Und jetzt R. Jetzt unten zielen. R. Er ist auch jetzt genau so. Lalalala. Hat er wirklich eine Armbrust? Meine Fresse! Hänsel, du pimmelst mit zu viel rum. Nein, zeig mir Pimmel! Ich such halt... Das ist genau richtig. Wie heißen die? Schweinwilder. Schweinewilderer. Dennis der Schweinewilderer. Ja, Sichtbar Nord zum Pfeil mit der Mauswanderer. Dennis der Schweinewilderer ist hier unterwegs. Schöner Comic mit Denzel. Gefällt mir. Pray for the pig. Wo ist El Pigo, ey? Kannst du nochmal unten gucken, das hat mir gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz kurz nur. Jetzt lass dich doch nicht verproben, die ganze Zeit. Wie du dich auf den Time-Waste einlässt. Das ist wieder ein Bär nur. Ja, Bären zählen nicht. Nee, aber stimmt. Es ist doch kein Time-Waste, wenn ich mir kurz meinen Schritt anschaue. Nee, natürlich nicht. Ich gehöre doch mal dazu. Was ist denn mit meinem Pferd? Ist das schon alle? Ah, oh Mann, ey, wir werden verlieren, weil Denzel die ganze Zeit... Vor allen Dingen wir. Ja, was soll ich denn machen? Sag mir mal, was ich machen muss. Okay. Ja, ich gebe die ganze Zeit die übelsten Tipps. Ja, krass. Töne den Wildschwein, sagt er. Töne den Wildschwein, okay. Wie man die Armbrust lädt. Ich hab die Armbrust geladen. Ich bin mit geladener Armbrust ja, unterwegs. Ja, das stimmt. Du bist nackt auf dem Pferd mit geladener Armbrust. Kann nicht mal durch den Busch durchhüpfen. Kurz mal nochmal einen Schrittcheck. Was geht denn ab? Wieso ist denn hier nix? Hier muss ja immer eine McDonald's-Filiale sein oder irgendwas, wo ich essen kann. Alter, jetzt komme ich hier nicht durch. Oh, guck mal, ein Pilz.
Geh runter, du nackte Affe! Genau, ja, schön, gönn dir den Pilz. Ja, jetzt isst den auch direkt. Ja. Mampf! Warte, nee, Mampf. Machst du das nicht. Du gehst wieder wie bei der Armbrust. Wie dumm! Inventar, Inventar, geh ins Inventar. Oh, guck mal hier, blaue. Ja, ich geh ins Inventar. Hast du gegessen? Ja. Nee, hast gedroppt. Doch, hast gegessen. Sehr gut. Ja, hat er gegessen. Hat's auch gehört. Hab ich einen Punkt für Essen? Nee. Das muss ja satt sein, ne? Ja, ja, du, viele Pilze geben viel. Was okay, auch ging, wäre Sid. Sid ging auch. Nur, dass du Bescheid weißt. Boah, gib mir Krokodil auf den Sack. Schön, da sind Fässer. Ja. Ja, aber was soll ich denn mit Fässern? Scrap, Junge. Scrap, Alter. Ich liebe, weißt du, was ich am liebsten esse, wenn ich zu Hause bin? Zimtzucker mit Scrap. ich liebe das. War schon ein bisschen witzig, Dennis, muss zugeben. Den geht ja gar nichts. Nee, das, den will ich. Der Schnitt war ja mega. Auf dieses Sad-Face. Wie viel braucht 23 man? 23 schon, Junge. Wie viel braucht man? Nur noch 17 to go. 40? Ja, kann man schaffen. Okay. Pass auf, wie baue ich denn jetzt? Wir haben einen Raid bekommen. Von wem? Keine Ahnung. Florentin wird geradet. Shoutout an Florentin Will und die Raiders. Ey, Florentin, ich hab deinen Pulli an. Gib mir Geld. So. Ist Florentin Will-Merch, hat jemand im Chat geschrieben. Okay, geil. So, ich bin völlig pumped. Ich weiß also nicht, danke an den Pferde-Johnny, der mir das Pferd gegeben hat. Ja, das muss man schon cool. sagen. Muss man echt sagen. Danke, Pferde-Johnny. Ja, wenn ich dich mal in echten Leben treffe, Ehrenaktion. Kriegst du von mir auf ein Pferd. Da steht ein Pferd beim Pferde-Johnny. Da steht ein Pferd auf dem Flur, heißt er. Ja. So, was geht denn jetzt ab? Oh, wie verplant kann man eigentlich durch die Walachei reiten, Junge? Ja, Junge, was soll ich denn machen, du dumme Pferd, will hier nicht mal also, die Treppe runter. Also, loot halt mal einen Hanf oder so. Loot ja, halt wo ist denn mal ein Hanf? Loot mal einen Hanf, ey. Give me anything. Hier ist kein Hanf. Der Chat schreibt auch, das ist gar nicht so schwer, ich komme aus Hamburg. Was soll das denn heißen? Das ist ja nur geil. Alle nice hier auf einmal. Alter, dieses Pferd ist einfach zu luschig, um hier mal diesen kleinen... Wenn er ein Stein ist, sagt das Pferd, nö. Aber du müsstest das Pferd auch nicht permanent dabei haben. Guck mal hier, ich riech das, das ist Hammer. Muss man nicht, ja. Da darfst du nicht mit gezogener Waffe rein, falls du vorhast reinzugehen. Ist ein Stein eine gezogene Waffe, ist jetzt die Frage. Weiß ich nicht genau. Würde ich schon mal wegpacken. Okay. Ich spiele das jetzt erstmal durch. Also, da war noch ein Fass. Hey, ich weiß, Dennis, richtig gut, weiter so. Okay, ich habe meine Hand gespuckt beim Reden. Mir gefallen. Hast du gesehen? Was hast du genommen? Regie? Was hast du ich rede doch nicht mit dir, Alter. Halt mal die Schnude. Ich hab einen Hanf gehampft. Mampf okay, gehampft. Hast du einen dabei, dann ist gut. Ich hab einen Hanf. Wenn du einen Hanf dabei hast, ist gut. So, und was mache ich jetzt? Ich brauch mal irgendeinen. Pass auf, ich töte jetzt mein Pferd. Ja, kannst du machen. Alter, das hat doch bestimmt mega viel HP, so ein nein, Pferd. Nein, probier's aus. Nee, hau ab, das. Ey, jetzt gut gemeinter Tipp. Hau ab mit deinen guten meinen Tipps, die braucht keiner. Am Ende töten. Look at my horse is amazing. Ey, wie give it a lick. Eine halbe Stunde lang nur für 20 Scrap. It takes like crazy. Also die Dynamik in der Ausgabe ist nett, dass ich Denzel gerade helfe und Tipps gebe, aber es bringt überhaupt. Ich find's einfach nur. Ja, dann sag mir du, welchen Tipp? Hey, hier, mach mal die Armbrust laden. Halt mal die Schnute, hat er gesagt. Halt mal die Schnute. Lad mal die Armbrust. Alter, ich geb dir so viele Tipps, lad mal die Armbrust. Ich hab dir schon mal den Tipp gegeben, das Pferd nicht instant zu killen. Das ist wirklich ein super Tipp. Oder? Wenn du Tiere der war siehst, tatsächlich mega gut, der Tipp. Aber ich glaube, auf den wäre ich danach auch gekommen. Maybe, ja. Ey, also wenn du einen Wildschwein siehst, hast du einen Punkt auf jeden Fall. Sag ich dir ganz ehrlich. So, geht doch. Geht doch. So, guck mal, das ist doch ein Leuchtturm, Alter. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, mäßig. Also, ja, leuchtet wenn der du wirklich ganz hochkommst, oben leuchtet. Wenn du wirklich ganz hochkommst, also sag mal so, wenn du ganz oben sein könntest, ja? Dann kriegst du von Krogi sogar den Punkt. Dann würde ich sagen, dann hast du. Ey, wenn du nicht nach oben gehst, kriegst du den Punkt nicht. Junge. Wie soll ich denn da nach oben gehen, da du Apfel? Das hat meine Leiter! Ich baue jetzt was! In welchem das Leben? Gibt's auch im echten Leben, eine Leiter, Mann. Guck mal, ich crafte jetzt ein Feuer. Dann Kraft, was kann man noch craften? Ein NFT. Ja, genau, pass auf. Ja, genau, mach die beiden erstmal. Wo sind die? Die hier? Spitzentipp von Walle. Das sind die, ne? Ja, aber NFT war es, ja. Okay, und NFT war was? Ja, das Schild da rechts. Das da? Ja. Zack! Voll! Ja, aber du musst es noch benutzen. Ja, aber der baut das so lahm. Hau ab, du! Ey, bei mir werden so viele Leute. Stopp! Jemand hat. Ich hab nichts gemacht. Oh, fuck. Der Stock ist riesig. Hau ab, Alter. Der hat sogar schon Klamotten an. Der hat schon Klamotten an. Hau ab, ich hab ne Fackel. Ich zünd sie an und ich bin. Frag ihn, ob du seine Klamotten kriegst. Ey, du kannst auch. Tod durch Stein geht doch bei Lebewesen. Vielleicht opfert sich jemand für dich. Das wäre auch eine schöne Opferung bei Skillerien. Fände ich richtig gut, muss ich sagen. So.
Ich. Na. Esel. Krogi. So, gedroppt. Ja. Was stand da? Ich rieche nach Esel. Krogi. Das ist doch kein Gruß. Völlig gar kein Gruß. Ich habe immer noch Gruß reingeschrieben jedes Mal. Das macht's erst zu einem Gruß. LG. Ja. Ich mag Pflaumen, Valentin. Ja. Ja, wieder ist alles weg, Kärcher, der andere. Der Kärcher ich ist cool. Denzek. Ich cool, Denzek. Ja, die drei Punkte kriegst du. Ja, komm, das ist mal lang. Alter, was hast du denn? Kommst du will ich dir mit deinen Glocken hier? Alter, ja, der gibt dir Pilze, Alter. Alter, das ist Scrap. Scheint, der hilft dir so hart gerade. Guck mal, ich habe 51 Scrap in Nullen. Ja. Danke, 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 ja, Boy. Ja, ja, danke, ja. Du kriegst Armbrust. Ey, könnt ihr mal. Nee, doch nicht. Ey, der T-Bag, sein Loot. Pickles, Apples. Alles. Junge, Scrap, der hat Scrap genommen. Das ist einfach nur krass. Er sammelt mit 56, er hat den Scrap-Punkt, Junge. Ja, ja, die ist, haben wir die ganze Zeit schon. Ach so. Das ist echt? Das war ich schon, klar. Alter, das ist nur heftig. Aber jetzt reicht's doch, Leute, jetzt reicht's doch mit Hilfe. Vielleicht lass mal einen Faustkampf auf Dennis eingehen jetzt. Sei mal ruhig. Jetzt droppen die alles. Das sind gute Leute da draußen. Jetzt droppen die alles. Der kriegt gleich drei Punkte auf einmal. Wo ist mein Trinken? Gib mir was zu trinken. Drei Punkte auf einmal. Was ist das denn für eine Hilfe? Was soll ich denn mit? Was ist denn das für eine Teabag-Hilfe? Low-grade Fuel. Kann ich den mal, kann den Typen mal jemand, kann das mal jemand wegnehmen? Ich brauch trinken. Kann den Typen mal jemand umbringen? Ich bewusst. Kann den Typen da mal jemand umbringen? Voice of IP. Kann der Typ mal jemand. Die zwei Mushrooms erstmal. Ja, Schwader. Kann der Typ mal jemand umbringen? Du hast übelst viele Mushrooms. Volle Gesundheit. Du hast volle Gesundheit. Ja, ja, ja. Volle Gesundheit. Ach, was? Hab ich vor einer Minute gesagt? Kann der mal bitte jemand da wegballern? Nein, jetzt. Halt, der hört doch nicht auf Krogi. Kann den mal jemand muten? Trink doch mal. Tötet den Deppen. Nein, psst jetzt. Doch, bring den um. Bring den um, ey. Ich brauch noch ein bisschen mehr. Und noch die Mushrooms. Was für. Mann, jetzt bring dir einen um. Jetzt klopp den weg, ey. Ich hab volle Fresse. Klopp den weg. Ja, eins doch. Gönn dir das an, ist ein badage, fuck. Aber ist die Mushrooms. Wollt ihr jetzt T-Bagen sehen oder nicht? Wollt ihr T-Bag sehen oder nicht? Ich will schon sehen, wie Walle seine eigenen Hoden im Gesicht hat. Da ist auch Wasser drin. In dem Apfel ist Wasser. Das würde ich schon gerne sehen wollen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist den. Oder Dennis. Okay, ich hab volles Wasser. Volles Wasser. Essen kriegst du noch voll, du hast die Mushrooms. Ist. Mann! Wo ist denn mein NFT? Wie mache ich den? Jetzt konzentriert er sich auf virtuelle Güter. Ist den Mushroom. Ich bin natürlich ein NFT, ich bin voll hin. Wieso steht denn jetzt im Chat? Bitte macht Walle gleich kalt. Bitte, bitte. Mann! Wieso kann ich das? Cannot sit close to other structures or monuments. Muss ich das im eigenen Haus aufbauen? Ja. Oh, hau ab, du. Iss die Mushrooms, dann kriegst du doch noch einen Punkt. Mushrooms? Wieso? Wieso? Wozu brauche ich denn noch? Dann hast du auch Essen voll. Das hatte ich schon vor einer Minute, Walle. Du bist keine Hilfe. Okay. Hattest du Essen wirklich voll? Ja, Alter, Leute, wollt ihr mich verarschen? Das ist jetzt echt nur eine Abhängigkeit. Nein. Gesundheit hast du voll. Trinken hast du voll. Ja, das sind verschiedene Werte. Gesundheit habe ich voll. Ach so, das ist was anderes. Mann, jetzt. Das war eine dumme Hilfe jetzt. Jetzt habe ich doch wirklich geholfen. Ich brauche noch mehr Essen, ihr nackten. Nee, wenn ihr mehr Essen gibt, dann. Geil, gib mir dein Wurt. I got wood. Oh nee, das ist ja sowas von fucking rigged. Shopfront! Das ist ja fucking rigged, ey! Ich crafte eine Shopfront. Ohne Scheiß. Oh shit, das wird knapp. Das ist was sowas, kann ich noch machen? Das ist sowas von rigged. Okay, stimmt, was kannst du noch machen? Okay, Essen ist nicht voll. Essen ist nicht voll. Gut, Essen ist nicht voll. Werfe einen Stein gegen ein Schild. Ja. Alter, hab ich ein Glück. Ja, nice. Punkt hast du. Das hast du. Tod durch Stein. Shit, ich hätte mich drunter stellen sollen. Aber du kannst ihn doch wieder aufheben, oder? Ja. Und jetzt töte irgendwie den. Bleib mal stehen, ich muss dich töten! Bring Dennis um! Wer dich haut, muss Dennis töten! Nein! Stonefight, komm, Stonefight! Alter, nein, das kannst du ja wohl nicht machen! Das kannst du ja. Da wehrt er sich nicht! Ist nicht tot, oder? Ist nicht tot, ist bewusstlos. Ist bewusstlos. Ist mega tot. Hol die Knochen raus. Hol die Knochen raus. Hol die. Ja, okay, hast Knochen rausgeholt. Ist absolut bad. Ist doch tot, oder? Oh, guckt mal, was da Geiles im Chat steht. Hilft Walle, baut ihm schon mal ein Haus. Ja, so, Leute. Was ist das denn bitte? Hab ich Punkte geholt? Alter, du hast wahnsinnig viele Punkte geholt. So langsam werde ich warm. Du hast guck mal, wahnsinnig jetzt kriegst du noch einen Stein an den Kopf, weil du mir geholfen hast. Stockmann, Aua, pickst mir nicht in den Schniegel. Du hast wahnsinnig. Du hast wie sieht's denn aus? Wie viel hattest du? Wie viele Punkte geholt? Weiß ich nicht, aber Dennis hat auf jeden Fall mehr. Bist du dir sicher? Ja. Auf jeden Fall. Okay, nein, krass. Ich hab 6, 7, 8, 9. Du hast 19. So viel, Alter. Ich hab genauso viele wie du, Alter. Das ist ja mega. Wie heftig bin ich denn? Danke, danke. Ey, im Ernst? Ich hab so viele wie du? Was geht denn da ab? Weiß ich ja, weil ich dir geholfen hab. Ich weiß nicht. Das stimmt. Danke, Valentin. Ja, danke, Valentin. Richtig. Danke, liebe Zuschauer. Mhm. Ihr wart alle top. Die haben das auch gut gemacht. Ihr wart alle top. Und ich war auch richtig krass. So, ja. Absolute. Feinste Community. Mega gut, mega gut. Ich mach schon mal die Remoulade, die Mayonnaise absoluter, weich.
Bullshit. Ach, Scheiße, das erwartet mich ja dann. Das ist ja die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ah, oh, ein Punkt, oh nein. Kogi hatte 12, Dennis hatte 11. Alter, seit wann ist die Regie denn bitte nicht neutral? Dennis hatte 11. Könnt ihr bitte neutral sein, Regie? Dennis hatte 11. Ich würde gerne nochmal einen Notar reinholen, der das nochmal nachzählt, weil ich traue der Regie nicht. Die kann doch nicht zählen, oder? Können wir bitte einen. Wer ist Notar hier? Wer kriegt 2000 Euro für Ich habe einen Anruf bekommen. Ja, Notar, ist er der Notar? Ja, das ist alles beglaubigt. Es ist alles notariell beglaubigt. Okay, ist alles safe. Dankeschön. Anruf reingekommen. Komm. Das kann man auch nochmal. Achso, nee, ich muss mich kurz umbringen, Leute. Krogi, ich wurde doch gerade umgebracht. Ja, die soll nicht töten. Captain, ein nackter Stock. Nee, du warst nicht tot. Ich war nicht tot. Er hat mich nur. Ah, was für ein Schwein. Okay, Walle bringt sich um. Aber die Punkte sind resettet. Aber du bist schon. Ich hatte übrigens 12, weil ich nicht gestorben bin. Und weil ich permanent nackt war, hatte ich 13. Nee, den Punkt hast du bekommen fürs Nacktsein. Ich bin aber nicht gestorben, ne? Ja, aber das hast du ja schon, Gott sei Dank. Gott sei Dank hast du es vorher schon geklärt mit mir, verbal. Du hast ihn ja gekriegt, von daher kriege ich ihn ja auch. Oder warte mal, kriege ich jetzt doch noch ein Extra? Ich verarsche. Der Chat sagt das gerade. Hier ist El Cello. Nein. Der Chat sagt, hier diesen Nacktpunkt kriegst du ja am Ende noch. Du hättest einen Punkt abzug. Ja, stimmt. Ja, doch, den. Nein, mal, Walle sagt auch nein. Ja, Du hättest einen Punkt Abzug bekommen, wenn du gestorben wärst. Das hast du ja gesagt, das wäre falsch formuliert. Ja. Dankeschön. Das ist ja permanent nackt, habe ich einen Punkt für bekommen. Das ist eine Krogis-Liste, sagt der Paul. Ja. Und das meine, sieht viel voller aus, ne? Jetzt macht er wieder die Punkte weg, weil das Schiebung ist, aber also kann man nichts gegen machen hier. Nee, nein, du meinst das nicht sterben. So, aber das haben wir ja geklärt. Das haben wir doch vor. Meinst du das gerade? Könnt ihr das ausdiskutieren, während ich rule? Wollte ich gerade sagen, das meinst du doch gerade nicht ernst. Leute, wollt ihr mich jetzt mal reinziehen oder was? Nein, das meint er nicht ernst, Dennis, glaube ich. Das meint er nicht ernst. So, ja, sicher. Bist du ready? Ich warte auf den Respawn-Button, den richtig zu hämmern. Okay, Dennis, zähl ihn rein. Was ist das denn? Komplett angezogen sein gibt einen Punkt, aber permanent. Okay. Interessant. Hab ich doch erklärt, weil wenn du dann. Wer hört dir denn zu? Wenn du dann den Strahlenschutzanzug finden solltest, gibt das einen Punkt. Jetzt hör nur auf, weil du einmal einen Strahlenschutzanzug gesehen hast. Und wenn du die alte Kerze auf dem Kopf hast, kriegst du auch einen Punkt. 5, 4, 3, 2, 1. Hämmer ihn. Hämmer ihn jetzt rein. Okay. Geil. Sehr gut. Da läuft der on the beach. Das Ding ist, dass Walle das richtig gut kann. Ich glaube, der ist alles ziemlich gut auf einem Rust-Server aufgewachsen. Ja. Ja, so sieht das nämlich aus. Und jetzt hat Walle kriegt, glaube ich, auch Community Support, schätze ich mal. Ja, es waren noch einige Stimmen im Chat, die wollten mich richtig tot sehen. Ja, aber ey, Dennis, du kannst dich nicht beschweren. Du hast gut Support bekommen. Wie kann ich mich nicht beschweren? Ja, du hast super Support bekommen. Ich habe einen Punkt weniger als du. Ich habe nichts erreicht. Oh, ihr Schweine, ganz ehrlich. Ja, aber jetzt die miese ist gut. Wenn ihr gewinnt gerne. Punkt, wenn ihr damit leben Punkt könnt, bekommen. Dass ihr Tiere tötet. Punkt bekommen. Es gibt doch Walle war ja auch damals bei Rust Praxi bei der Polizei. Ja, so soll man sagen. Einiges gelernt. Das war die geheime Fehde, wo Walle als sich einschleusen wollte bei der Polizei, um die dann zu sabotieren. Das war großartig. Das war wirklich gut. Das war schön, weil man kann auch gedrückt halten, ne? Du musst nicht 50 ich bin dann besser. Anschläge pro das Sekunde. Ist, du machst mich ganz verrückt. Das die ist ganze Zeit nur klick, 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 klick. Also Walle hat schon so oder so. 1000 Klicks pro. Walle hat 2 Punkte, tot durch Stein. Schon, ja, und das aber irgendwann fällt dir dann der Finger ab. Sag mal, warum hilfst du mir denn jetzt eigentlich nicht? Wer hilft dir, dass ich deine Finger dran lasse? Im Ernst, du musst die Maus nicht kaputt klicken. Du kannst da nur 5000 Mal drauf gehen. Ich bin schon kaputt. Guck mal, der hat ein Pferd gekriegt. Komm, das Haus. Geil. Oh, die wollen nicht anzünden. Die droppen dir aber viel. Die droppen dir richtig viel. Aber das könnte doch ein Bait sein. Hoffentlich, lass es ein Bait sein, please. Ja, es ist ein Bait. Alter. Alter Schwede. Alter, okay, richtig krass. Richtig danke, krass. Leute, danke, ich liebe euch. Walle Stealth. Bis später, ich hab Angst vor dem einen, der mich geschlagen hat. Nee, können die bitte alle jetzt mal Walle schlagen? Ja, ich würde auch sagen. Oder bau mal was beim Reiten. Ja. Das war oder werde ich mal wie ein ehrenhafter Walle. Wie Klappmesser-Walle. Das war nicht Klappmesser-Walle-Style. Das war, was sind das für Leute? Ich bin auch gerade Skillwalle. Der Skillbrother bist du? Funktioniert ein bisschen anders. Ah ja, verstehe. Das ist meins, ich hab's extra mitgenommen. Was? Nee, das hier ist meins. Ich hab wirklich drauf geachtet. gut. Ja. Da ist schon wieder ein Pferd. Kannst du mal was bauen irgendwie? Bau doch mal was. Die haben mich geludert und dir jetzt alles gegeben, ne? Ja, bau dir noch mal eben was. 800 Holz. 800 Holz. Jesus, Alter. Alter. Let's go. Da kannst du einen ganzen Baum mitbauen. Bau dir doch mal eben was.
Außerdem ist das hier, Chat sagt es ganz richtig, Skill-Arena entpuppt sich immer mehr zur Almosen-Arena hier. Ja, finde ich auch. Wirklich, gebt Walle eure Sachen, ey. Ja. Letzte Hemd. Spawn rein, direkt. Jetzt hau doch mal drauf! Sword of Destruction. Jetzt hau doch mal ein bisschen auf den Kopf! Guck das mal, da kriegst du ein. Oh, könnt ihr den mal ein bisschen auf den Kopf hauen? Ein bisschen streicheln zumindest mal. Mann, das ist ja unglaublich. Genau, den musst du da reinziehen und dann kannst du da nämlich so ein Feuilleton, wie heißen die Betten? Feuilleton, ja. Feuilleton-Betten. Bring die nicht um, aber so ein humpelndes Bein fände ich schon okay. Feuilleton. Er soll schon so, also, ja, Mann. Feuilleton in der Zeitung, schönes Bett. Wie geht das denn nochmal? Ich hab vergessen, wie das geht. Ach, ihr seid einfach nur lieb. Ihr seid einfach nur zu lieb. Die Welt besteht aus lieben Leuten hier. Wer schießt da? Hat einer geschossen? Hat einer gerade geschossen? Shit, so ein Haus hätte ich auch bauen können. Das sind ja übel viele Leute. So ein Würfel, meine ich. Danke, Leute, ich liebe euch. Jetzt please let me live. So, Doorway. Ja, no, ja, ja, jetzt ja, oben let noch. Und mir hat keiner geholfen. Ja, doch, bei mir stand auch ein halbes Haus. Ja, gut. Stimmt. Sorry, aber jetzt bist du auch selber schuld, dass jetzt die Leute kommen, wenn der Server Michael Krogmann heißt. Ja, nein, das ist ja auch in Ordnung. Das habe ich auch vorher, das habe ich ja gesagt, wie ich den genannt habe. Aber die können, dass die jetzt alle so nice sind, ey. Ach so, man, die Typen alle so nice sind. Ja, ich hätte auch erwartet. Geil, oder? Es muss doch auch nur einer dabei sein. Ja, der und wo ist dieser eine denn wo jetzt? Ist jetzt dieser wo ist denn jetzt dieser eine, der dir mal ein bisschen was in den Rücken rammt? Wo ist er denn? Ah, komm her! Ah, da will mich jemand tricksen. Komm her, der eine jetzt! Wer den ein? Oh, das so ist doch Rust! Komm endlich her! Jetzt komm her und jetzt nimmst du einen Stein. Jetzt nimmst du einen schönen Stein. Haust ihn. Ey, wenn ihr ihn einsperrt, ich steig euch. Immer auf den Kopf. Milkshake. Immer voll auf den Kopf. Schönen Stein immer auf den Kopf. Kopf. Immer drauf. Der immer drauf. Krog. Kopf drauf. Kopf drauf. Kann man das Haus niederbrennen? Das wäre witzig. Bin ein lieber Boy. LG. Wo ist der Judas, wenn man ihn braucht? Der eine, der ihn verrät. Wirklich. Der eine aus der Bibel. Wo ist der? Da, du Walle Jesus, da mit deiner Gefolgschaft. Gebaut, da muss doch irgendjemand sein. Oh, was ist das? Dynamit oder so? Ich hab noch Dances. Oh, boah, da wollte ich mich überbringen. Ja. Wenn du das heilige Wort benutzt, Punkt für Haus, explodierst du sofort. Punkt für Haus, ja. Danke, Notiz habe ich schon. Ihr seid super lieb. Ich brauch kurz dieses Pferd. Danke, wir sind mit zu voll. Tschüss. Genau. Mann, Walle, du machst das gut. Ihr könnt hinterher. Das ist ein Bär. Ich mag das aus. Das ist wie bei Resident Evil 2, wo du den ganzen Mr. X im Nacken hast. Das ist wie die ganze Crew. Du weißt nie, was passiert. Gebaut. LG. Nein, lieber Boy, ist auch einfach richtig. So, ich habe drei Notizen. Eins. Zack, zack, zack. Ja, und was steht auf den anderen? Hab ich doch gerade geschrieben. Musst du aufpassen, Junge. Ja, musst du. Nee, ich wollte lesen. Ja, das stimmt allerdings. Was hast du gelesen? Gesagt. Ich hab da, ihr habt dabei rumgebrüllt wie die letzten Vollröhren. Was hat denn das damit zu tun, wenn du deine Notizen nicht vorliest? Hab ich doch dabei. Ah, der Chat kann das eh bezeugen. Der ganze Mob-Train ist in dir. Jetzt wird's die Nacht bei mir. Ich hab den Nachteil und deswegen wollte ich Aufgaben lösen. Was für ein Nacht? Das hast du dir selber, ja, das hast du selber gesagt. 40 Scrap bei Nacht. Was? Oder hinterlasse ein Smiley bei Nacht. Jemand ballert auf mich. Nein! Oh, guck mal. Der da Bär. Ist unser Freund. Oh Mann, ey. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ja, ein Minuspunkt gerade abgelebt. Ah. Okay, jetzt aber wieder. Chat, jetzt beruhigen wir uns erstmal wieder. Das könnt ihr am Ende machen. Wenn Walle denkt, er gewinnt, dann ballert ihn nochmal ab. Ja, ja, einmal könnt ihr es noch. Aber dann. Oder zweimal. So, pass auf, jetzt ist Walle nämlich random irgendwie. Judas Mode activated! Das sind solche lauten, nervigen Kongs einfach. Ja, nach Rust kommt noch ein Game. Ja, nach Rust kommt noch ein Game. Und zwar Ark. Ark. Ich sehe ja halt das scheiß X nicht. Und bei Ark ist es so, dass Walle explizit dazu aufgerufen hat, dass er mitwirkt. Ne, kann man nochmal so sagen. Ja. Ja. Ich finde aber auch. Also tagsüber ist man nett. Nachts ist man mörderisch drauf und legt alles um. Ey, das lebt selbst Minecraft vor, wir wissen. Ja, also, genau. Also nachts müsst ihr Walle töten. Da ist es ja direkt. Da ist ja dein Haus. Es ist immer noch da, wo es vorher war. Nee, das ist Krogis Haus leider. Hier ist wieder ein Huhn. Das brauche ich. Wo ist denn da ein Huhn? Du bist ja krass. Okay, jetzt sehe ich es auch nicht mehr. In Ark werdet ihr so hart rasiert, schreibt der Chat. Das hat da hab ich jetzt schon richtig Bock drauf. Mann. Wo ist er denn hin? Du bist schon verfolgt. Oh, guck mal, wie sweet. Oh, Walle, guck mal. Ey, oh, warte mal, ich painte das einfach um. Ist oh, mein da macht, aber da musst du es komplett black machen oder weiß machen. Ja, will ich ja. Muss. Leute, ich liebe euren Walle-Schriftzug. Das aber ist das. Guck mal, so ist Walle zur Community. Das ist das Gemeinste, was ich jemals genau gesehen habe. Genau, wie er zu Hühnern ist. Ohne Scheiß, da kriegt er Geschenke und es bedeutet ihm nichts. Das war das Geschenk. Ihr vermisst, versteht die Community nur. Ich schreibe jetzt ich würde ihn töten an eurer Stelle. Ich wäre richtig sauer.
Komm, ja, komm, was ist das? Schreib doch gleich User. Ja? Was ist das? Letzte in klein. Ja, also erst verpixeln und dann sowas. Ohne Scheiß. Das ist... Nee, das ist... User, komm. Mein Ende. Ja, ist du hast sowas trotzdem, von ready. Du hast trotzdem... Komm, User, I love trotzdem. You. Er hat sich kriegt einen Rucksack mit 26 Schwede, Holz und einer Fackel. Ja, einfach gecrossed. Ja. Ist wirklich... Wie viel Scrap ist das? 78, ich hab mein Scrap. Die Community. Ja, ey Leute, ihr wisst genau, ihr habt euer Schild kaputt gemacht, ballert ihn ab, da ist Sniper Johnny. Tatsächlich Sniper Johnny, einmal auf Walle knallen, bitte. Du hast ja auch gar nichts gemacht, ey. Du kriegst die ganze Scheiße vorgeworfen. Aber ich hab den Scrap. Oh, dein Licht ist aus. Und es ist so dunkel. Das hab ich ausgemacht, damit halt der Typ nicht mehr treffen kann. Also, wie kann das sein, dass jemand schon Schusswaffen hat? Die müssen sehr gut in Rust sein. Die müssen wirklich sehr gut in Rust sein, wenn ihr. Vielleicht hat er auch 50 Tonnen geöffnet, wie du. Das geht schneller, als man denkt. Nimm Stoff. Danke, Leute. Ich liebe euch. Ah, so, kurz hier mein Scrap. Oh, und da baut er schön Turn und Feuer an und er brennt und alles. Ja, aber das Feuer bringt dir nichts. Koch am Lagerfeuer, ja, das stimmt. Wo ist mein Fleisch? Dein Fleisch, koch dein Bein einfach. Was kein Fleisch? Hallo, kann mal jemand Walle noch mal auf den Kopf hauen? Alternativ geht auch ein Schuss. Ich habe keine Kerze auf dem Kopf, ich habe 6 Minuten. Das geht schon. Smiley? Schmeili. Walle hat schon lange nichts mehr auf den Kopf gekriegt. Ja, ist echt so. Und jetzt Kopf hauen jetzt, Chat. Wo ist er denn? Fragt Chrono John. Tja. Ja, da bei dem Licht. Da bei dem Licht ist er. Er ist auf. Oh, und er ist am Alchemietisch. Und er braut sich einen leckeren Zaubertrank. Klingt mir alles ja. Kannst du mal einmal die Map zeigen, damit die Leute wissen, wo du bist? Walle, ja. Geht das? Du machst das sehr subtil, Krugi. So klappt das bestimmt. Ginge, dass du es einmal zeigst, wo du bist. Oh, da ist er doch. Armbrust, jetzt mach da einfach Arnold. Was. Und, Alter, wie viel von diesen Stromtrust-Türmen sind eigentlich in Rust? Die ganzen Notizen von Denzel und Valen in die Kiste gepackt, damit alle sie mal lesen können. Sie hält nichts. Ich treffe nicht mal das vermaledeite Fass. Wo ist denn jetzt die Übersicht, wo du bist? Wie viel Fässer? 5, ne? Ja. Ich hoffe, das ist dein Kopf, den wir da hören. Nein. Junge! Gib ihm! Lass mich! Gib ihm! Was mit dir? Ja, ich find's mega witzig! Die Creepy Nachtmenschen. Jetzt findet er das witzig, wo ich einen auf den Dates kriege. Ne? Ein bisschen funny ist schon, also nichts auf den Kopf eingekriegt. Das war schon ganz cool. Hast du gehört? Aber ey, ich muss auch sagen, du hast zwar gesagt, wundere dich nicht. Der Server heißt so wie du, aber du hast explizit gesagt, geh doch da mal drauf. Ja. So, jetzt hast du jetzt vielleicht auch davon. Ja. Muss man auch mal sagen, Leute. Die meisten Leute sind ja auch nett, da gibt's diesen einen Krugi-Fan. Ja, und den finde ich ganz, geil. Ich glaube an dich, Underdog. Oh, da macht er die Tür auf und er ist im Bunker drin und er hat das Telefon gefunden. Kannst du beim Anwalt anrufen? Und er lootet den Laden rein leer hier. Ja, und er geht hinten wieder raus. Ich glaube an dich. Underdog Man! Und er macht seine Fackel mit der Hand wieder aus. Einfach mal kurz rauf tippen und weg ist das Ding. Walle macht gerade in Rust ein Batman-Cosplay. Ja. Erst die Nacht. Dann kloppt er ins Schwarze, sehr ist gut. Ist okay, Disco Bear. Wie sorry? Sorry für was sorry? Alles gut, alles gut. Zweites Fass übrigens. Ja. Skill Arena, The Purge. Könnt ihr bitte noch mal posten im Spiel, damit die Zuschauer wissen, wo Walle ist? Da links unten in den Chat rein, im Game. Es ist auch einfach so mies, dass jetzt hier Nacht ist, ne? Das ist ein bisschen fucking unfair. Die Laune der Community ist... Oh, hinter dir, du wirst verfolgt. Oh, yes! Yes, do it! Do it! Vielleicht ist der ja auch... Yes! Der ist lieb. Nein! Zünd ihn an! Nein! Er hat ein Pferd gestohlen! Oh, nö! Wirklich? Da ist der Leuchtturm. Oh ja, da ist der Leuchtturm. Schnell reite mit deinem Pferd auf den Leuchtturm. Der Feuerpferd, Mann. Scheiße, nee, es ist ja... Oh nein. Och Mann, dieses Sterben war echt doof. Sterben ist wirklich sehr doof. Kann ja nochmal passieren. Finde ich auch sehr doof. Mann! Einmal noch. Ich war voll in deinem Team, Denzel. Ich war voll in deinem Team. Das danke ich dir auch. Aber du bist halt ehrlich gesagt, auch wenn Krugi das vorbereitet hat, per se der beste Rust-Spieler. Das ist Quatsch. Oder nicht? Ja. Na, hallo? Siehst du doch hier, da läuft ja nix. Es ist halt so, Walle hat ein Pferd geschenkt bekommen und zerstört Kunstwerke, die er geschenkt bekommen hat. Er klaut Pferde und zerstört Kunstwerke. Das ist schlimm. Ja, also das mit dem NFT, das fand ich auch ziemlich hinterlistig. Fast so hinterlistig, wie einen Huhn zu töten in einem Videospiel. Das ist richtig. Aber ihr müsst ja damit leben. So, das ist ja alles euer Ding. Letzte Minute, free for all.
Ja, letzte Minute Free Fall. Letzte Minute Free Fall. Wer mir Walles Kopf bringt, der kriegt ein NFT von mir. Ja, meins auch was Neues, was ich hier krieg. Mal dir ein. Mal dir ein. Boah, ihr genau. Leute da draußen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie stimmt. Seine Sünden müssen bestraft werden. Müll ist, den die immer reden. Das ist so, man ist einfach halb so lang. Oh, Sünden. Hört euch das an. Sünden. Ja, nice. Ja, ich habe alle Fässer. Sudden Death jetzt, Sudden Death. Sacre bleu. Ja, 5 Fässer hat er, glaube ich. Weiß genau, also, wer Walle jetzt nochmal um? Das ist die letzte Chance, ne? In 2 Minuten ist das Spiel vorbei. Es ist die einzige Chance, Walle in Rust zu töten nochmal. Ja, und ich würde euch das jetzt auch empfehlen, damit er noch eingesteckten Abzug kriegt. Sehr wichtig. War der Leuchtturm noch da? Ja. Ja, Walle auf der Suche nach dem Leuchtturm. Ja. Na ja, das ist noch machbar. Das ist auf jeden Fall. Wenn ich ihn nur finden würde. Wenn ich ihn nur finden würde. Da, wo das Licht ist. Er ist am Leuchtturm. Am Leuchtturm, Leute. Leuchtturm ist am Leuchtturm. Er ist am Guck Leuchtturm. Auf die Map, wo der Leuchtturm ist. Alle ran da jetzt, Sniper ran. Da, der leuchtet nachts aber nicht, leider. War auch der leuchtet nachts. Ja? Mhm. Naja, Walle hat eine Fackel. Den sieht man. Oh, guck mal. Hörst du das? Die sind sauer, Walle. Feuerwerk. Die sind sauer. Und da ist er auf dem Leuchtturm. Und dann nimmt er die erste Tür. Ja, er muss schon noch raus. Und dann nimmt ne? die andere Tür und da ist also er muss schon noch ganz hoch und raus. Leuchtturmzylinder. Aber die können ja noch einmal ihn abknallen, dann hat er wieder einen Abzug. Ist, also ich motiviere euch schon, muss ich sagen. Genau, und hier weiter. Komm, weiter, ja, noch ein Stück weiter. Aber okay. Oh, und die Verfolger sind hinter dir. Aber den Leuchtturmpunkt habe ich. Die Verfolger sind hinter dir. Den gebe ich dir. Wie, was? Ja, es geht Willst nicht du mich verarschen? Ja, dann baust du eine fucking Brücke und holst dir zwei Alex. Punkte auf okay, einmal. Okay, das stimmt, du hast so viel Holz dabei. Du hättest Holz gehabt. Korrekt, geh nach oben, bau das, Walle. Nee, ich baue das. Er hat recht, er hat vollkommen recht. Nee, im Ernst, Alter. Ja, du musst da hoch, das stimmt. Du musst da hoch. Du kannst auch so hoch kommen. Nicht, es geht nicht. Es ist ja wie, als wenn du im Bett stehen würdest. Die anderen sind schon oben, du kannst auch. Ich krieg trotzdem Punkt. Das war wohl lange nicht ganz oben. Ja, ich die, haben nicht runter. Die haben recht, die haben recht, Schuss die Leute. Zünd ihn mal runter da, zünd ihn guck an. Guck mal, der ist schon oben, der lacht dich zünd aus. Ihn an. Zünd 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 ihn. Was ist denn? Baller ihn ab. Geh noch weiter hoch da. Ja, das ist das doch nicht. Das ist ja krass. Das ist ein mega Leuchtturm. Das ist ja mega krass. Ja, das ist ein super Leuchtturm. Komm, ganz nach oben, Walle. Das schaffst du. Das sind nur noch ein paar, ja, nur noch ein paar Stufen jetzt, da. Muss nur noch hoch. Ein paar. Ja, hier kann man übrigens nichts bauen. Das ist aber ärgerlich. Unglücklich. Ja gut. Aber komm, zum Glück ist ja da. Und die Zanne. Oh. Okay, wie viele Punkte sind das? Minus den einen. Zöhnt ihn. Er ist immer noch nicht oben. Ja, ich weiß. Er läuft immer noch. Und immer noch. Und immer noch. Und komm, immer lauf, noch. Lauf nach oben. Lauf nach oben. Spring runter. Lauf einmal ganz nach oben. Wie sieht das halt auch durch? Hier, guck mal, leuchtet uns da. Da ist es oben. Mann, oh Mann. Geht's noch höher? Nein, da oben. Da. Aber das hätte ich schon, das hätte bei mir schon. Das hätte bei mir. Wall ist ein Huhn geworden. Und jetzt da runter springen. Wall ist das Huhn geworden, was er getötet hat. Spring da runter. Junge. Okay. So außerhalb der Zeit, es gibt keinen zweiten. Ja, genau. Nee, das stimmt. Nice. Oh, schade. Ja, man hätte so, Mann, ich habe da eigentlich viele Punkte gesehen. Ja. Aber es haben zwei neben mir krakeelt. Dann wurde ich auch noch beschossen. Es war Nacht. Es war Nacht. Ich muss sagen, 6, 7, ich 8, möchte eine Aussage ausklammern. Das ist ja traurig. Ich möchte ausklammern, dass natürlich die Verhältnisse von der ersten Runde bis zur letzten schon anders waren. Aber es war sehr unterhaltsam. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich werde dich auf euch auch. Schreien langsam Kopfschmerzen. Ja, wir sind wirklich sehr anstrengend. Wir sind mal, sehr das anstrengend. Ist dein Jingle hier. Sei mal geehrt. Okay, cool. Okay. Dankeschön. Guck mal, das heißt, du kriegst 2 Punkte. Ja. Ich krieg auch. Ja, aber in der Summe dann am Ende, jetzt haben wir hier schon das Endergebnis. Und dieses O des Abends ist der Walle. Tja, ob er da noch rauskommt. Rechnerisch müsste man das mal nachrechnen. Aber Walle will ja, ich meine, Walle hat letztes Mal gewonnen, weißt du selber, es war ein schönes Gefühl für dich. Ich finde auch, ich nehme auch kein Blatt vom Mund heute. Der hat letztes Mal gewonnen. Ja, aber also muss man mal sagen. Voll verdient, dass er jetzt mal nicht gewinnt. Also bei aller, ne, so auch Chat und so, Chat kriegt, gibt schon wieder viel zu viel Liebe an Walle ab. Hast du auch verdient. Aber ich würde sagen, du hast das letzte Mal gewonnen. Muss man nochmal sagen, da geht jetzt auch schon alles hoch bei ihm. Was ist hier los? Chat, aber mal ehrlich, wie räudig war das mit dem NFT? Ja, aber so sind NFTs. Das aber wie sweet war denn das? Du gehst einfach durch eine Welt und da wartest nichts und dann ist da ein Schild, wo dein Name draufsteht. Hattest du so ein Schild? Nee. Nein, es war super sweet. Aber dann kriegst du was geschenkt, dann machst du doch kaputt.
Nee, ich hab's ja ergänzt. Ich hab's zurückgegeben. Ergänzt. Es war ein, das ist ganz schön. Es war ein Austausch. Die haben gesagt, Walle. Und ich hab gesagt, User. Und, okay. Ich starte mal. Wie viel hattest du? Wie viel hattest du, Walle? Wie viele Punkte hattest du eben? Ich überlege, ob ich dir noch was sage. Wie viele Punkte hattest du eben? Wir müssen fucking null. 8 das Punkte, dankeschön. Hattest du einen Punkt bei Smiley? Weil du hast einen Smiley gemacht aufs Schild, oder? Hast du nicht? Nein, hat er nicht. Nee? Hat er nicht. Das war ja das Traurige in dem Moment. Das war richtig traurig. Den okay, ich dachte, sorry, ich dachte, Walle hätte noch einen Smiley gemalt. Hast du nicht. Okay. Den hätte ich ja eh bauen müssen. Nee, einen Smiley. Nein, ich hab den auch gemalt. Nicht geschrieben, sondern einen Smiley drauf gemalt. So wie Kogi. Du hast einen Smiley-Punkt. Ich hab geschrieben, hinterlasse einen Smiley. Ich hab nicht. Fuck, ich dachte, man muss den aus Holz so bauen. Shit. Ja, ich hab's falsch interpretiert. Ja, stimmt. Es ist sehr viel Interpretationsspielraum bei Krugis Aufgaben, da gebe ich dir recht. Ich weiß, aber das macht die Sendung auch spannend. So, ja. Ja, das ist völlig richtig, aber ich würde trotzdem sagen, wir gehen ganz kurz in eine Werbung, damit ich hier ganz kurz Ark vorbereiten kann. Ich hoffe, euer Download von 133 GB ist mittlerweile ready. Ich sage euch natürlich erst nach der Werbung das Passwort, weil ich habe den ersten Run und ich kann erstmal noch genießen, das schön wenig, Leute. Ein Holz-Smiley. Nach der Werbung. Da sind wir wieder zurück und jetzt geht's auf den Ark-Server. Es läuft alles und folgendes, Leute, wir gehen gleich die Aufgaben durch, aber ich will euch der Fairness halber damit jetzt langsam schon mal die Leute eintrudeln, will ich euch natürlich schon mal das Passwort verraten und wie dieser Server heißt. Und zwar heißt der Skill Arena irgendwas, also wenn ihr bei den inoffiziellen Servern nach Skill sucht, dann findet ihr den recht schnell. Und dafür ist das Passwort, wollt ihr das Passwort raten? Das dürfen wir ja laut sagen. Gamma 3000. User X. User 3. Was viel cooler ist, und zwar cooler Walle. Wallosaurus Skill. Und zwar Wallo mit O. Und nach Saurus, also es hat ja ein S am Ende, nochmal ein S wegen Skill. Das kriegt ihr schon raus. Aber es ist auch ein bisschen eine Challenge, ob man das hinkriegt. Wallosaurus Skill ist das Passwort. Geht drauf. Ich erkläre noch ganz kurz die Aufgaben. Solange könnt ihr schon mal joinen. Und zwar geht es darum, einen Kristall zu sammeln. Also in dem Spiel wird einfach viel gefarmt. Code zu sammeln. Es wird viel gekackt in dem Spiel. Die goldene Aufgabe, die 5 Punkte gibt, ist Zähl meine Kreatur. Das ist wirklich tricky. Nicht nur, weil man wissen muss, wie es geht. Auch, weil ich habe zwar auf dem Server ganz viel schneller und einfacher gestellt, weil normalerweise zählt man daran 2 Stunden, aber es ist ein Prozess, dabei kann einiges schief gehen. Baue ein Symbol aus Stroh, da könnt ihr jetzt ein Symbol euch aussuchen. Ich glaube, deswegen habe ich eben übrigens bei dem Smiley gedacht, ich müsste den bauen, weil ich so eine Aufgabe hatte. Lasse einen Dino für dich kämpfen, also wenn man einen gezähmten Dino hat, und wir starten übrigens auch mit einem, schon, dazu komme ich gleich noch. Dann kann man den für sich kämpfen lassen. Craftet dir eine Lederrüstung. Aktuell sind wir auch in diesem Spiel nackt. Allerdings tragen wir eine Unterhose. Baue etwas an. Also man kann einen Kübel platzieren. Der dauert zu lang zu bauen. Deswegen hab ich hier so, das zeige ich gleich noch, euch so Starttruhen gebaut, wo schon ein bisschen Kram drin ist. Da könnt ihr dann halt einen Samen finden, falls ihr einen findet, und etwas anbauen. Lande auf einer Insel. Eine Insel, die halt von Wasser umgeben ist, die Definition einer Insel. Lande, weil wir einen Flugsaurier haben, mit dem wir uns auf der Insel frei bewegen können. Mhm. Das haben wir übrigens auch der Community voraus. Warte mal, ja. Also wir müssen mit einem Flugsaurier landen? Genau. Sagtest du das gerade? Ja. Okay. Ja, ihr müsst auf der Insel landen mit einem Fluggefährt. Kann man mit einem Boot landen, ne? Das stimmt, wenn du. Ja, du darfst es auch mit dem Boot erledigen. Okay. Kannst du gerne machen, genau. Erlege eine Kreatur, gibt einen Punkt. Baue ein Haus. Das hatten wir auch schon in Rust gerade. Haus abreißen. Gibt auch wieder was. Sammle Holz, sammle Stein, die Basics, schnell gemachte Punkte, sammle Kristall. Warum steht das da zweimal? Okay, das war ein Übertragfehler. Das gibt natürlich nur einen Punkt. Das kann man nicht zweimal erledigen. Ich weiß auch nicht, warum das da so ist. Erlege 5 Spieler. Jetzt kommt die Community ins Spiel. Also es gilt auch für uns, gegen euch zu kämpfen. Das heißt, in dem Fall zahlt sich natürlich aus, wenn ihr gemein seid. Wir sind sowieso gemein, weil das ist Teil unserer Aufgaben. Laufe auf Schnee, laufe auf Wüstensand. Also es gibt verschiedene Biome. Wüstensand bedeutet nicht Strand, also nicht am Wasser. Also es gibt schon eine klare Wüste und das ist dann Wüstensand. Betrete eine Höhle, springe von einem Wasserfall. Alles sehr selbsterklärend. Stirb kein einziges Mal, wird nochmal extra belohnt. Mhm. Also nicht nur jeder Tod bekommt Minuspunkte, wie auch schon in den Runden davor, sondern wenn man ohne Tod davon kommt, kriegt man auch einen extra Punkt am Ende. Brate Fleisch und loote einen Drop. Das sind so bunte Säulen, die seht ihr oft am Horizont. Die kann man looten. Nicht zu verwechseln mit so ganz, ganz großen Dingern. Aber das erkläre ich jetzt in meinem Run. Ich will gar nicht viel Zeit verlieren und fange direkt an. Springen wir mal ganz kurz rein. Bevor wir den Timer starten, zeige ich euch noch ganz kurz, was hier Phase ist.
Und zwar habe ich hier ein umzäuntes Gebiet und das war übrigens auch meine Schwierigkeit gerade, weil eigentlich hatte ich hier einen Flugsaurier für jeden von uns, weil es kann ja sein, dass jetzt in meinem Run ich mit diesem Flugsaurier sterbe und dann wäre der ja weg und dann hättet ihr den ja nicht mehr. Deswegen habe ich uns schon drei gespawnt. Die wurden nur in der Zwischenzeit, und jeder, der schon mal Ark ganz regulär gespielt hat, weiß, es kann passieren, wenn man seine Base nicht gut genug baut, und ich habe die doch sehr schnell hier hingeschissen, da kann da irgendein T-Rex reinkommen und mal eben die Flugsaurier aufscheuchen und umbringen. Beziehungsweise, ich hatte die wahrscheinlich nicht richtig eingestellt. Ist ja geil. Weil man kann hier halt sowas einstellen wie Verhalten. Wenn ich angegriffen werde, dann soll der, ich glaube, der hatte passiv und fliehen und dann war der halt irgendwie weg. Jetzt stehe ich immer auf neutral, damit er nicht direkt verschwindet. So, und hier habt ihr dann wiederum eure Sachen, Denzels Sachen, Wallis Sachen, Kroges Sachen. Da ist natürlich das gleiche drin. Den PIN-Code zeige ich, ganz kurz bitte weggehen, den zeige ich kurz nicht. Merkt ihr euch den? Und dann, ansonsten sage ich den euch gleich noch, weil da ist was drin, was ihr auf jeden Fall braucht. Den Kübel und die Armbrust, weil sonst würde das zu lange dauern, bis ihr das hättet. Und das verdorbene Fleisch wirkt erstmal komisch, nehmt es aber auf jeden Fall mit. Das bringt euch was für Narkosemittel. So, aber jetzt könnt ihr mich runterzählen und dann kann es im Prinzip losgehen. Jesus. Okay. Scheint super easy zu sein, das Spiel. Ja, mega, mega, okay. Mega. Alles klar, dann geht's los. Aufmerksamkeit ist auch... 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay, hier lag eben Code, der ist jetzt direkt despawned. Aber den hätte ich eh nicht mitgenommen, das ist ja doof. Alter. Das war nämlich vor der Runde. So, man kann hier so rumfliegen, da hinten läuft ein Brontosaurus. Jetzt muss ich auch kurz überlegen, ich habe mir natürlich überhaupt nichts überlegt. Das ist sehr gut, Wolle. Was mache ich denn jetzt? Erstmal die einfachen Sachen. Sammle Holz und sammle Stein. Steht da vor dem Bildschirm. Wenn ihr noch nichts habt, ja und? Dann boxt ihr hier einfach den. Du boxt gerade einen Baum so. Das muss ich mal angucken. Ja, aber das ist ja nicht unbedingt selbsterklärend. Mit E lootet ihr sowas wie so Pflanzen. Eben so kommt ihr an das Startholz. Aber, ups, da habe ich kurz mal. Sammle Holz, hast du schon Holz gesammelt? Ja. Ja. Punkt, ne? Okay. Ich habe einen Punkt, genau. Und, ach fuck, ich bin im falschen Menü. Ich habe gerade aus Versehen das falsche Menü aufgerufen, aber halb so schlimm. Ich kann das noch nicht bauen, wenn mir noch Stein fehlt. Ach, guck mal, ich kann noch kein Tool bauen, weil natürlich ist es geiler mit Tools. Alles ist geiler mit Tools. Alles ist geiler mit Tools. Also, guck mal, ihr seht, das läuft recht ähnlich wie in Rust und so. Ja, nur, dass dein Typ echt riesige Hände hat. Das macht ein bisschen Stein, Angst. Die habe ich eben nicht kleiner gemacht. Mann, ich bin schon wieder im falschen Menü. Komm ich da raus, so. Ihr habt ja komplett abgebaut in der Zwischenzeit. Wie abgebaut? Was? Steine? Nee, ihr seid so ein bisschen lazy geworden. Lazy? Ey, ganz ehrlich. Ja, mir fehlen so ein bisschen die Beleidigungen. Ja, ich verstehe, ich weiß nicht, ich raff noch gar nichts von dem Spiel, ich guck grad zu. Ja, es ist auch sehr kompliziert. Überall sind Dinosaurier und du redest was von Kot und deine Hände sind riesig. Ich meine, seid doch froh, dass du jetzt nicht hier abgebeleidigt wirst. Okay, ich kann auf jeden Fall erstmal. Ich bin stolz auf dich. Nimm den Kuss. ja, dann kann ich mir auf jeden Fall einen chilligen machen. Ich weiß noch nicht mal. Ist es auch Tab? Ist es auch Tab dann? Ja, ne? Was machst du denn da? Eine I ist das. I. Das sieht aus wie Memory. Hier craft ich Sachen. Jetzt reiß dich mal zusammen, Leute. So, jetzt habe ich mir eine Spitzhacke gecraftet und die kann ich mir hier aus dem Inventar. Wo ist es? Hier, zack, hier reintun. Ich guck mal ganz kurz, kann ich mir schon Steinpfeile craften? Oder was? Ich brauch noch Feuerstein. Jesus. Damit ich natürlich mich verteidigen kann, weil eigentlich erwarte ich jetzt bald die Community. Wobei man natürlich sagen muss, oh, guck mal, ich kann nichts mehr tragen. Scheiße. Da kann er nichts mehr tragen. Ich bin schon wieder aufgestiegen. Ich glaube übrigens, die Aufgabe, die doppelt war da eben. Da stand eigentlich noch erreiche Level 10, aber das ist jetzt ja vom Tisch, weil das steht da nicht. Was kann ich denn hier mal wegwerfen? Ihr müsst natürlich auch auf Hunger, Durst und so achten. Ich habe jetzt ein bisschen Hunger. Lege ich mir hier schon mal so Standardbeeren okay. rein. Okay. Ihr seid ja komplett los. Nein, wir überhaupt nicht. Da lässt nicht. Man euch schon bis 23 Uhr spielen. Wir gucken uns das tatsächlich komplett an. Ja, nee, das ist auch mega spannend. Ich hab einfach... Ja, ich hol mir mal ein paar Bären, ich sammle Steine. Ja, und eure Spiele waren jetzt geil, oder was? Ja! Weißt du wieso? Weil die nicht lame waren. So, pass auf. Oder? Die waren einfach nicht lame. Jetzt hau ich auf den nächsten Ball. So ist es doch. Ja, ich muss halt erstmal so ein bisschen Startkram machen. Okay. So, sogar zum ersten Spiel ist ja komplett lästig. Und jetzt ich bin so froh, wenn ich die scheiß Skill-Arena verlassen hab. Aber du hast. Esse ich die Bären auf? Ach, der Notar wieder. Weil es vertraglich gebunden. Alles klar. Ich will nur noch jetzt teabaggen und nach Hause. Ich will nur. Ihr habt's gehört, Leute. Ihr habt's selbst gehört. Bei meinem Run gibt mir alles, was ich brauche.
Ich habe so jetzt vergessen, was ich machen wollte. Boah, ein Symbol auf. Was für ein Kacke hast du erzählt? Das sieht so geil aus wie ja, als wenn das sieht so geil aus. Aber ich weiß, warum ich heute nichts gebacken krieg, weil ich einfach. Ich bin einfach. Es ist einfach schlimm mit den beiden. Ja, es ist schon auch sehr spät, alle, musst du mal sagen. Normalerweise ist jetzt schon Schlafenszeit. Ja, ey, aber die Community kann den Server nicht finden, glaube ich. Also, die kommen nicht drauf, wollte ich nur kurz sagen. Die kommen nicht drauf oder sie finden ihn nicht? Der Server ist nicht sichtbar, schreiben ganz viele Leute. Ja, weil er ist eben auch nicht auf seinen Server gekommen. Ja. Probiert ein bisschen rum, das dauert halt ein bisschen. Ja, so ein Server, Leute. Hey, ich guck mal ganz kurz, ob man hier sehen kann, wie der heißt. Pause? Pause. Nee, wieso Pause? Zeitpause. Da steht er. Steht er. Wie heißt der Server? Steht das? Skill Arena. Ja, genau. Server. Skill Arena zusammengeschrieben. Großes Zeig A, mal, bitte. Minus, mal, minus das Server. Das zeigen, Regie. Genau, das, cool. Das dürft ihr zeigen. Ja. Hier steht's nochmal. Skill Arena Server. Karte. Rock. Genau, ach, ihr braucht die Ragnarok. Genau, aber das habe ich natürlich, ihr Vollidioten. Ja, nein, das habe ich am Anfang der Sendung erwähnt. Genau. So, jetzt okay, Counter kann weiterlaufen. Ja, genau. Ja, darf ich habe jetzt weiterlaufen. Auch, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Plan. Ja. Was ich machen wollte. Ich bin auch so müde, ey. Ja, ich weiß jetzt langsam, weißt du, wovon ich rede, oder? Oh, fuck. Das ist ja Hammer. Guck mal, bau doch mal ein Symbol aus Stroh, Walle. Das klingt spannend. Ja, ein Symbol aus Stroh. Was hat der hier für ein Level, der Kollege? Oh, ein Symbol aus Stroh. Was ist das für ein Level, Junge? Alter, reite mal den. Drei. Nein, Alter, kann ich nicht einfach reiten? Kannst du den nicht reiten? Das sieht so geil aus, das Spiel. Das ist ja nur Hammer. Ich will das im Ding spielen. Einfach mal reiten. Alter, so. Wie, du kannst aus dem Luftkämpfen? Was bist du denn? Das ist halt hier so ein Pizzeritoren-Don. Was machst du denn da? Hast du einen Hovercraft-Dino oder was? Die kämpfen jetzt alle zusammen, die Wichser. Hovercraft-Dino. Ey, wieso können die alle zählen? Was sind das für Zahlen? Der ist dead, oder? Ist der dead? Ja, geil. Hovercraft Dino. Wie, so, ich hab ein bisschen Fleisch gelootet. Warum hab ich das gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du jetzt ist da passiert gerade? Bratefleisch. Erlege eine Kreatur, genau. Das wollte ich. Aber es gibt auch noch... Erlege... Das ist ja nur geil. Wo ist denn... Das ist ja nur Hammer. Ich liebe es. Geil. Okay, ich baue einfach jetzt mal ein Haus. Weil mal ein Haus. Und dann ein Symbol aus Stroh. Deine Lieblingsaufgabe. Ich lege wieder Symbole aus Stroh, ist das Allerbeste. Ja, weil Stroh ein einfaches Material ist. Oh, Leute. Ich lege. Ich bin so fertig. Ich baue ein Symbol aus Stroh. Ich baue ein Symbol aus Stroh. Ich hab doch eh schon verloren, Mann. Ich hab schon drei Punkte und baue ein Symbol aus Stroh. Warum nicht denn über Stroh? Ja, weil er Symbole macht, Mann. Was ist denn? Spielt schon wieder Memory da. Was geht ab? Was ist das für ein Spiel? Ich check das, der blinken Kreuze und... Oh Mann. Oh, manchmal ist es auch anstrengend, immer mit diesen Rocket Beans rennen. Nein, nein, mit den Rabauken. Mit den Rabauken. Mit den Rabauken wieder. Ich kann auch bald nicht mehr. Nee, also noch kann man gut lachen, Walle, aber ich glaube... Auch mit deinen drei Punkten bist du besser dabei als wir mit unseren Schildkröten. Ja, weiß ich nicht. Ich komme auch überhaupt nicht weiter. Jetzt kommt die Schildkröte von eben und will mich ficken. Also, brauchst du genug Stroh. Das ist das Wichtigste. Ja, nur geil. Wo ist sie jetzt? Wo ist sie? Da ist die Schildkröte. Durch einen. Komm, reite sie. Mein Punkt, den ich eigentlich geschrieben habe, kille 10 Kreaturen, gibt's halt nicht mehr in dieser Liste. Das ist ein bisschen schade. Ja, mach's doch nicht. Ja, die hätte mich jetzt wieder angegriffen. Ach so, ja, ist der Kampf spektakulär. Das ist ja unglaublich, dass ich das Spiel noch nicht... Es gibt noch spektakuläre Kämpfe, aber ich will jetzt noch nicht Werbung für das Spiel machen. Du hast gerade die Zielgrüne zu Tode gerammt. Ja, ein Hovercraft, Dino. Ja, Hammer. Die Sendung droht zu kippen. Nein. An dem Punkt waren wir letztes Mal. Heute nicht. Heute ziehen wir es durch. Heute nicht im Sinne von, dass ich rumheul, sondern dass ich gewalttätig werde. Oh, nice. Oh, okay. Ich gebe dir gleich meine Cap, dann kannst du die nach hinten drehen. Ja? Wie bei Over the Top. Dann kriegst du alle aus. Das macht man. Das macht man so in den 80ern, ja. Ey, ich habe immer noch nicht meinen Strohscheiß gebaut. Ich glaube aber auch, weil ich zu wenig Stroh hab. Sag ich doch. Ey, wieso ist denn hier niemand von der Community? Diese ganze Server-Scheiße hat sich nicht gelohnt. Jetzt sammeln die alle Stroh. Vielleicht warten die auf den Run von... Geil. Die finden... Die finden den immer noch nicht. Nee. Chat, könnt ihr mal sagen, wer es wirklich aktiv probiert? Kommt ihr drauf oder nicht? Findet ihr den Server oder nicht? Guck mal, nicht schlecht.
Das ist aber noch kein Symbol. Okay, oder? Also. Ich weiß auch nicht genau, was ist ein Symbol? Sowas. Das ist ein Strohsymbol? Nein, eben nicht. Nein, ist das mir fehlt Symbol? Noch Stroh. Was willst du sagen, Krogi? Der Server ist auch mit Ragnarök und richtigem Namen nicht zu sehen. Ja. Bei inoffiziell. Weil das Ding ist, hier das ist kann nicht sein. Nicht zu finden. Weil ich habe ihn ja zu Hause gemacht und ja. Wir sind hier nicht bei mir zu Hause. Das stimmt. Und ich habe ihn direkt gefunden. Ohne, dass ich was Besonderes getan habe oder so. Also, ich probiere es. Server finde ich, aber es kommt dann unbekannter Server. Das kannst du jetzt eh nicht fixen. Ja. Mach dann, ja. Mach mal. Ja, ich wollte nur sagen, vielleicht habt ihr nicht Version 342.17. 342.17. Habt ihr 342.17 in Nulpen? 3.41. Das habe ich nicht gesagt. 3.41. Ist dann, auch, ja, ist egal. Wo hat er denn eine Armbrust her? Die habe ich da. Die waren ja für uns alle in die Truhe getan. Weil ich bin eben auch auf Winky reingefallen. Was es war. Ja, schön. Also, ja. Von da, Winky was, ja. Also von daher darf man auch mal. Don't trust the Denzel. Was ist denn das jetzt hier? Wink mit Y. Das war wirklich ein guter Gag, muss ich sagen. So eine Nullpay. So, aber ja, das, guck mal, das ist nicht schlecht. Ich lasse die Aufgabe, das geht mir komplett auf den Sack. Ich betrete jetzt eine Höhle. Ja, du findest das alles super spannend. Ja, ich hätte nicht gedacht. Ja, ich zeige euch jetzt einfach ein bisschen die Map. Tinky Winky. Ist ganz gut. Ich habe die richtige Version. Unter Unofficial gibt es nur einen Server mit Arena im Namen und der ist es nicht. Ja, okay, strange. Dann weiß ich auch nicht. Okay, haben wir's. Leute, haben wir's so. Macht euch einen schönen Feierabend. Ja. Lasst die Dinos heute in der Bude. Ist hier ein Wasserfall? Ich will von einem Wasserfall springen. Das schaffe ich gerade noch. Hat die Mods auf dem Server? Keine Ahnung. Haben wir was auf dem Server? Haben wir Mods auf dem Server? Nee. Nee, haben wir nicht. Hab ihn gefunden. Nee. Hi, Mikkel schreibt, hab ihn gefunden. Wir haben den nicht gefunden. Arco, die Server ist aber immer eine unzuverlässige Sache, schreiben die Leute. Das hat Dennis schon prognostiziert. Dennis ist King bitte geschrieben, direkt danach. Oh, da sterbe ich, da sterbe ich, nein! Punkt Abzug für Walle an dieser Stelle. Hättest du da unten ein Symbol aus Stroh gebaut, wäre das wahrscheinlich eine weichere Landung gewesen. Ja. So eine Leiter aus Stroh. Ja. So ein Symbol. Ach. Ja, heute läuft die Runde Skillarina. Grundsätzlich war es gar nicht schlecht. Doch. Ich finde, mit 4 Punkten ist eine Basis. Ja. Du weißt, du kannst dir ja vorstellen, wie viele wir holen werden ungefähr. Von daher, also wenn es darum geht. Aber hast du jetzt, ich muss mal fragen, ne? Hast du eben +1 gemacht, weil du bist beim Wasserfall runtergedroppt und hast dann -1 bekommen, weil du gestorben bist? Hast du quasi bisschen. Exakt, ja. Bist quasi bei 0. Das hat mir nichts gebracht. Ist ja Hammer. Ja, das besser als ich. Besser als nur sterben. Ich muss noch 4 Minuten umkriegen. Aber das Schöne ist, ihr müsst danach das Spiel ja nicht mehr spielen. Wieso? Ja, weil ja. Oder? Ist es nicht? Es steht 3-3. Ja, stimmt. Klar. Ja, guck mal, dann passt mal ein bisschen auf. Das Leute. Schöne ist, ihr müsst das Spiel nicht spielen. Was ist das denn dann sagen? Das ist doch arg. Du willst keine Werbung für das Spiel machen. Aber du musst jetzt auch nicht verunglimpfen. Also. Nee, warum ich nur so frustriert bin, um das mal zu erklären. Ich habe mir halt voll was überlegt und nichts davon klappt gerade. Ja, gut. Und ihr macht euch jetzt gerade ein bisschen lustig und das würde ich an eurer Stelle auch. Aber mich fuckt's nicht ab, weil ich gerade verliere, sondern weil ich mir was Schönes überlegt habe und der Plan einfach nicht aufgeht. Ja, und das macht mich einfach gerade ein bisschen traurig. Verstehe ich. Aber wir machen uns ja nicht über dich lustig. Ich weiß, nur warum ich so reagiere. Ich will das so ein bisschen einordnen. So. Ich bin kein schlechter Verlierer gerade. Ich finde es super schade, weil das, was ich hier gerade mache, ist mega. Jetzt mach! Nein, aber das ist mega lame. Ich weiß nicht, was ich gerade tun soll, weil das, was ich mir überlegt habe, funktioniert halt nicht. Ja, aber ist auch okay jetzt. Mach, komm, versteh's ja. Ja, ich kann nur halt nicht mehr viel machen. Mein Flugsaurier ist jetzt auch weg, aber gut, das war meine Schuld, weil ich ein bisschen dumm war. Oh, so ein Symbol aus Stroh, hab ich nochmal Bock drauf. Lass den Dino für dich kämpfen, ist gelaufen. Craft ja eine Lederrüstung. Ist eigentlich auch gelaufen. Weil meine Waffe ist auch weg. Was kann ich noch machen? Haus abreißen. Es gibt kein Haus, was ich abreißen könnte, weil ich jetzt gebaut habe. Land auf einer Insel ist raus. Erledige 5 Spieler. Es gibt keine Spieler. Sammle Kot. Oh, ich kann kacken. Moment. Sag mal. Nee, wie ich das ja, Taste. Das geht. Dann würde ich das Spiel gerne kaufen. Dann würde ich es gerne nehmen. Aber ja, aber ich weiß nicht mehr, welche Taste das war. Z oder so, glaube ich. Aha. Z wie Chiss. Ich kann. Ich kann nicht mehr viel, aber ich kann kacken. Ja, kann das wirklich? Weil, oder? Hast du jetzt gekackt oder nicht? Sag mal, wie komme ich jetzt wieder zurück in den View? Ach, jetzt ist alles hier.
Ich war noch nie so lost. Stamm von Walle. Nein, das ist mein Arm. Das ist kein Stamm. Stamm von Walle. Ja, keine Ahnung. Ich kenne einen anderen. Okay. Ja, ich komme nicht mehr. Ich komme jetzt in gar kein View mehr. Ich komme weder zurück noch vorne. Ah, doch, jetzt kann ich wieder laufen. Was macht der? Guck dich das mal an. Ich kann nur noch. Aber er drückt doch die ganze Zeit. Ah, jetzt ja, geht's. Keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Taste. Ja, er hat die ganze Zeit die Töne vom Drücken gemacht. Wir müssen auch mal was essen. Was ist das rechts unten für ein Symbol? Ja, genau. Wenn ich jetzt renne, dann verbraucht der Essen. Du bist erschöpft. Ja, Mann. Hat er vielleicht Verstopfung, sehe ich das anhört? Nee, er hat Durst. Jetzt trinke ich mal eben einen Schluck. So, getrunken. So, jetzt schnabuliere ich schnell irgendwas. Oh mein Gott. Ja, schade, lame. Hätte ich doch lieber The Forest genommen. Ich habe mich die ganze Zeit hin und her entschieden, ob ich jetzt Ark oder The Forest nehme. Und ich dachte, das wäre super cool mit der Community. Deswegen habe ich mich für Ark entschieden, weil das wäre in Forest natürlich gar nicht gegangen. Am Ende wäre Forest doch der coolere Pick gewesen. Ich esse jetzt ganz viel. Ich will den Kackpunkt wenigstens noch machen. Er muss da jetzt nicht gleich mega ausscheißen, ey, so viel du da isst. Ja. Oh, wow. Was ist das denn? Was ist das? Hast du den gekackt? Nein. Eigentlich greifen die normalerweise an. Aber irgendwie ist hier ja gerade die komplette Welt verbuggt. Was ist mit euch? Die warten das. Au, fuck. Nein, wollte ich nicht sagen. Ich dachte, Steuerung wäre dumm. Alter. Scheiße, ey. Ich dachte, ich jetzt kack doch schnell. Kack. Ah, nee, selbst das habe ich nicht mehr geschafft. Selbst kacken kann er nicht, der Walle. Ja. Ah, wir müssen auch erstmal diese Punkte schaffen. Ohne Scheiß, selbst die Punkte, die du gemacht hast, das müssen wir auch erstmal schaffen. Muss man ja auch mal fairerweise sagen. Sammle Holz, sammle Stein, lege eine Kreatur, springe vom Wasserfall und stirb dabei am besten nicht. Wenn ihr dabei nicht sterbt, dann habt ihr einen Punkt mehr. Der Witz ist, ich bin ja eh fein raus. Ihr müsst euch jetzt quasi nur untereinander battlen. Okay. Ja, das Ding ist halt nur, was sehr traurig ist. Lass mich daran. Hast du nicht auch schon mal zweites gemacht? Ja, mach du, komm. Ich wollte so fair machen. Ich kann, mir ist egal. Wir können, Wall hat schon gesagt, der hier sitzt. Ja, wie ich einfach so behauptet. Jetzt bin ich zu schnell aufgestanden nach dem Ganzen. Jetzt ist mir schwindelig. Hey. Ja, komm, ran da jetzt. Komm, komm. Resette jetzt das Ding? Ja, genau. Das wollte ich gerade fragen, weil ihr habt jetzt halt noch nicht mal einen Flugsaurier. Also ihr könnt im Prinzip diese ganzen Punkte eigentlich machen. Deswegen bringe ich euch das noch schnell an den Start. Willst du anfangen? Ich fange an. Wenn, wenn ich das beruhige, dann mache ich das. Ist das halt Schnupper, aber du hast recht, ich habe eben. Ja, du hast. Es wäre fair, wenn ich jetzt anfangen würde. Weil ich ruhe mich immer aus. Mach die dritte Runde dann. Weißt du? Okay. Nicht, dass dann jemand rumweint. Nee. Hast du. Alles klar, Notar. Notariell ist das, glaube ich. Sollte immer Notar. Notariell. Müssen wir die Aufgaben durchgehen? Hat der Server ein Passwort? Hast du ihn etwa gefunden? Jetzt oder was? Ja, hier, ja, Walle von Tyrannostein. Irgendwie so. Tyrannosaurus Walle. Oder nee? Wallosaurus Skill. Alles zusammen. Nein. Ich hab Bock, Mann. Ich hab richtig Bock, jetzt zu zocken. Komm, ey. Skill Arena jetzt. Endspurt. Was los, Dennis? Jetzt geht's richtig ab. Ja. Gleich stellt sich die Frage, wer hier gewinnt in der Runde. Mein Körper hat gesagt, du oder ich? Vor einer Stunde schon Pizza hätte geben sollen. Ja, dann streng dich jetzt mal an zu verlieren. Nein, mein Körper macht schlapp. Streng dich an zu verlieren, mein damit Körper ich schneller gewinnen kann. Nein. Damit wir schneller. Außerdem bist du jetzt dran. Ich muss gar nichts machen, außer sitzen und dumme Sprüche reißen. Ja. Hey, wer hat das denn gesagt, dass es vor einer Stunde Pizza hätte geben sollen? Niemand. Das, so. Wieso? So nämlich. Niemand. Das labert. Ach so, weil ich habe. Wie lange diese eine Sache, Sendung bevor ungefähr du sein soll. Bevor du abdüst, ich konnte nicht den PIN-Code sehen tatsächlich. Das konnte ich wirklich nicht. Ich kann ihn dir zeigen, weil ich mein fotografisches Gedächtnis aktiviert habe. Ja, Mann. Der ist labert bestimmt scheiße, ich helfe dir, wenn er. Ich knack dir dein Schloss. Ach, und Leute. Zählt mich rein. Es ist schade. Zählt mich rein. Tut mir leid. Zählt mich rein jetzt, komm. Ich brauch Wasser, schnell, sagt das Spiel. Können wir jetzt anfangen? Ja, ey, sorry, ich hab. Ich muss mich reinzählen. Weggenickt. Aber zähl mich rein. Jetzt. Hallo. Okay. Ah, ja, okay. Genau, du hast deinen. Dein Ding da gefunden? Yes, ich habe mein Ding gefunden. Das ist ganz schön geil.
Du brauchst nicht bei der Armbruste. Ich habe nur eine Sicherheit. Willst du hier sitzen, wenn du hilfst? Die brauchst du nicht. Die brauchst du nicht. Aber ich habe die andere gar nicht genommen, oder? Achso, ich dachte, du hättest zwei genommen. Okay, alles gut. Ja, doch, du hast hier unten in der Leiste. Aber ja. Also, okay. So, Wasser. Habe ich schon Wasser dabei? Habe ich irgendwas? I, hast du gesagt, ne? I. Genau, I ist das Inventar. Ja. Und jetzt bist du im mit Tab in Kackmodus. Genau, I musst du drücken. I, habe ich irgendwas zum Futtern schon? Nee, ne? Da, dieses verdorrte Fleisch hat Balle doch extra. Ja, aber das ist ja verdorrt. Nee, das doch kannst du nicht. Ja, aber ich habe kein Wasser. Okay, alles klar. Aber warte mal, ja, du hast aber noch die Beeren von mir. Ja. Das ist eigentlich blöd, aber eigentlich war ja eh der Plan, den Charakter ganz zu resetten. Das mache ich jetzt gerade aus Faulheit und Frustration einfach nicht. Okay. Deswegen phrase den Shit einfach weg. Ich phrase den Scheiß weg. Ich habe so Hunger auf diese Asu-Beere. Sie gibt mir alles, was ich brauche. So, wie kann ich fliegen? So noch. Leertaste? Also einmal Leertaste drücken, genau. Und jetzt kannst du mit WASD und der in die Richtung, wo du guckst, fliegen, wenn du W gedrückt hältst. Und mit Shift könntest du dann nochmal ein bisschen Gas geben. Ah, ja. Aber achte drauf, rechts oben ist deine Dino-Ausdauer. Das ist dieser blinkende Blitz. Ja. Der verbraucht sich irgendwann, wenn du den in der Luft verbrauchst. Ja. Dann fällst du unter Umständen noch runter und bist tot. Also, ja, okay. Und dann ist dein Dino weg. Ah ja, okay. Ja. Ist das da auf der Insel? Wäre das Wüste? Nee. Aber muss ich denn auf der Insel? Hast du das nicht irgendwo geschrieben? Lande auf der Insel ist trotzdem ein Punkt, aber halt nicht gleichzeitig noch der Wüstenpunkt. Okay. Ey, wir sind wie so eine Bande Kinder, ne? Wir haben uns so richtig verausgabt gerade. Und jetzt kriegen wir noch nicht mehr den Rest der Sendung rum. Dino Energie! Ja, doch, okay, gut, Krogi nimmt das natürlich auch als Herausforderung jetzt an. Energie! Aber ihr beide müsst euch jetzt ja eigentlich battlen. Ich habe ja leider schon verloren. Von euch will ich jetzt alles sehen, weil gerade steht es, glaube ich, 3-3. Wie lange braucht der Dino, bis er wieder Energie hat? Ja, du musst eigentlich nur kurz landen. Sprinte jetzt am besten nicht mehr, damit du es noch zur Insel schaffst. Sonst hätte es sein können, dass du hier schon irgendwie Wasser abstürzt. Einfach wieder auf den Boden zufliegen, dann Leertaste einmal und dann brauchst du wirklich nur ein paar Sekündchen sitzen. Du siehst das dann auch, dieser Blitz da oben, der füllt sich jetzt. Nein, nicht so kurz. Wie kann ich absteigen? Ich bin gelandet offiziell, wolltest du sagen. Du hast den Inselpunkt, das ist schon mal fantastisch. Gut, baue was aus Stroh, sammle Stein. Wie war das nochmal? Alter, hat er gefurzt? Axt, Skin. Was? Nein. Guck mal, da merkt man, wie müde wir sind. Der hat gerade gefurzt und wir rasten. Alter, Kot! Tier ist Kot! Ja, genau. Das meinte ich eben. Ich hab Kot gesammelt. Ja. Großartig. Damit hast du auch den Kotpunkt tatsächlich schon geholt. Ja, nicht schlecht. Hä? Wie kann ich denn Stein sammeln? Gar nicht so wahrscheinlich. Ich glaube, du hast auch schon gewonnen, weil Denzel scheint innerlich aufgegeben zu haben. Ich hab Stein gesammelt. Hol dich aus. Ist das ein feindlicher Dino? Kann man sagen, ne? Muss ich sagen, ich hau die lieber ab. Hoch mit dir, Johnny. Hoch. Sind die gemein? Ja, ne? Die sehen gemein aus. Ach, so einen kleinen Eumel. Einen kleinen, der nichts kann. Ich geh erstmal auf die Insel und sammel da Holz. Da, auf diese gehe ich. Hier, da landen wir jetzt. Oh yeah. Und nun ballern wir mit unseren Fäusten dagegen und sagen, wir haben Holz gesammelt. 4 Holz, 5 Holz, 6 Holz. Holz und Stroh. Ich mache Symbole aus Stroh. Stroh. Geil. Wo war das Baumenü? Sheesh. Baumenü. Crafting. Wo ist Crafting? Hier. Notiz. Strohdecke. Strohholzschild. Was baue ich noch? Wisst ihr was? Scheiß drauf. Strohtür. Was kann ich daraus bauen? Symbol. Strohdecke, Strohtür, eine Tür, Fundament. Ah, das ist. Genau, aber das ist nicht das Menü, wo du baust. Ja. Das ist das, wo du das erlernst. Geh nochmal zurück auf den Rucksack. Ja. Da oben gibt's Herstellung. Das ist ein bisschen schlecht designt, genau. Oh, gar keinen Bock drauf. Alles klar. Ich will was anderes machen. Ja, das ist ein bisschen komplex, wenn man das zum ersten Mal sieht, auf jeden Fall. Gar keinen Bock. Okay, okay, alles klar. Ich weiß, was ich mache. Ich muss ein bisschen durchhalten, mein kleiner Padawan. Hallo, Dino, ich bin ein Broncho. Wir haben aber in keinem unserer Spiele den goldenen Punkt, hat niemand geholt, ne? Nee, bislang noch nicht. Die waren alle zu hoch angesetzt, sozusagen. Ja. Aber wobei, was heißt zu hoch angesetzt? Ist halt auch der. So. Gibt ja auch 5 Punkte dafür, der muss ja schwer sein. So ist es nämlich. Wie lange habe ich noch? Okay, noch ein bisschen. Ich glaube, dass die alle zu stark sind. Glaube ich ganz ehrlich.
Ja, du kannst, es gibt halt auch, da unten ist zum Beispiel ein Stegosaurus. Die sind erstmal friedliche Tiere. Wenn du daneben landest, kannst du dir kannst absteigen und dir das Level angucken. Und wenn das Level nur so Level 3 oder so ist, dann kriegst du den locker fertig gemacht. Ja, den zum Beispiel hätte ich nicht gefightet. Oh ja, okay. Das ist nämlich so ein fieser Vogel. Wirklich? Das ist auch so eine kleine Ente. Wie lange verfolgen die mich? Ja, ach, das geht. Ich glaube, hier kannst du kurz mal einen Rast machen. Das ist auch wie eine kleine dumme Ente, wie so ein kleiner... Ihr kleiner Haubentaucher. Kleine Rast einlegen. Einmal chillen. Was macht man in diesem Spiel, wenn man es nicht bei Skill Arena hat? ja, man, eigentlich geht's. Hallo? Es gibt halt super viele Kannst du bitte wiederkommen? Drück mal J. Und jetzt geh ein bisschen wieder an Land, dann fliegt er dir hinterher. Hallo? Nein, du musst schon ein Stück gehen, genau. Er hat dabei gekackt. Er hat gerade gekackt, ja. Hab ich das richtig gesagt? Ja, ja. Das ist ja mega und jetzt gefährlich. U drücken. U. Jetzt folgt er dir nicht mehr und jetzt kannst du aufsteigen. Ah ja. Hat wieder Power, volle Flugsaurus-Power. Okay. Okay. Ja, es ist halt ein totales Grind-Farm-Game. Also du farmst Ressourcen, baust dir deine Base. Normalerweise sind diese Server halt... Was ist da mit den Flügeln? Wolltest du jetzt wissen, was man in dem Spiel macht oder nicht? Ja, doch, aber... Das sieht ja guter Punkt. Aus. Ja, das ist einfach nur... Das sind richtig schlechte Screenspace-Reflections. Das ist einfach ein Unreal... die Unreal Engine 4 schlecht eingesetzt, kann man sagen. Siehst du, die Flügel reflektieren auf dem Wasser, wo es überhaupt keinen Sinn macht. Ich find's geil. Ja. Ja, ich find's geil. Die Geräusche sind Hammer. Von den Dinosauriern die ganze Zeit. Was ist das für ein Tier? Was ist das für ein Tier? Das kennen wir gar nichts. Das ist ein Schlangensaurier. Nee, was ist das denn? Ein Vogel, ganz normaler ein Vogel. Flieg nicht ins Wasser, sonst fliegst du von... Okay. Ja, jetzt hol dir den. Reite den Schwansaurier. Denzel macht gleich den Ede. Ja, es irgendwann, guck mal, darf ich auch müde werden? Ja, klar. Aber Scheiße. Es ist ja schon ein bisschen lustig. Kann ich noch mit dem, kann ich aufsteigen in der Luft? Im Wasser meine ich? Ja. Alter, ja, komm, der will das doch. Du willst doch auch. Lass mich auf die reiten. Ja. Geil. Hä? Warum nicht? Wir müssen das jetzt machen. Ich brauche unbedingt einen Punkt. Hallo? Moment. Ich weiß, ist das? Hat sie nicht gesund an, ich sag's dir. Chris. Hey, du. Ah, nee, du hast es. Willst du dich verarschen? Oh. Ja, ins Wasser fliegen ist ganz fies. Ey, das ist aber irgendwie buggy, oder? Ja, das ganze Spiel ist ein reinstes Bugfest. Ich komme noch nicht mehr nach oben. Achso, das liegt daran, weil du vielleicht zu schwer bist oder keine Ausdauer mehr hast? Du hast keine Ausdauer mehr. Ja, was soll ich denn machen? Ja, du stirbst. Du stirbst. Darauf muss man halt achten. Keine Ausdauer, kein Leben. Ich habe auch versucht, dich zu warnen, aber... Das ist so ähnlich wie die Anfangsszene, als du von dem Allosaurus da geraped wurdest, bevor es überhaupt losgeht. Ja, ein bisschen. Du hast auch nur die ganze Zeit ins Licht geschaut. Geil. Du ertrinkst auch in der ganze Hammer. Jawohl, und jetzt. Ah, sehr gut. Ah, ich hab's geschafft. Guck mal. Ich hab's. Skill. Schnell abhauen, verpissen. Verpissen vom Wasser. Wie lange hab ich noch? Das hat mir sehr viel Zeit gekostet, muss ich sagen. Aber egal, er hat doch mal geschafft. Alter, das sind so fiese, fiese, gefährliche Sachen. Ja, der Chat rafft Ark jetzt natürlich auch nicht. Das überrascht mich auch wenig, weil das ist kein Spiel, was man nach 5 Minuten rafft. Vor allem ist es keine. Ist es überhaupt nicht repräsentativ, weil. Das gefährlich, das Tier? Weiß man nicht, ey. Ich glaub nicht. Sieht nicht so gefährlich aus, finde ich. Ja, ich weiß es nicht. Es sieht eher aus wie so eine. Mit, ah, das ist doch so ein Komodo-Varan oder so. Ey, sucht doch immer die süßesten Tiere aus zum Töten. Besonders du, Krugi. Kann das sein? Ja, klar. Herr Krug ist einfach ein fieser Sadist, so kennt man ihn. Aber du hast es fast, es blutet schon. Sehr gut. Es ist gedownt. Ja. Jesus. Du hast übel viel Leder gesammelt, kleiner Tipp. Obwohl, ich gebe dir keinen Tipp, ich will auf keinen Fall teabaggen. Jetzt gebe ich keine Tipps mehr. Einmal ablegen. Energie. Was ich eigentlich sagen wollte, ist nicht repräsentativ, weil normalerweise geht man auf so einen Server, der beherrscht wird von so riesigen russen Clans, die einfach nur... die übelsten Vollassis sind.
Also du versuchst eine kleine Hütte zu bauen und in 3 Sekunden kommt jemand mit dem T-Rex vorbei, steigt von seinem T-Rex ab und ballert dein Haus mit Raketen kaputt und geht wieder, ohne irgendwas zu sagen. Das ist Ark in a nutshell. Deswegen, wenn man wirklich Bock auf, es hat wirklich coole Dynamiken auch, gibt auch wirklich coole Community-Server, wo man dann tatsächlich eher so ein bisschen Diplomatie betreibt und auch wirklich Kriege laufen, die aber irgendwelchen fairen Regeln folgen und nicht einfach nur irgendwie der da am meisten arbeitslos ist. Hallo, ich laufe auf Schnee. Uiuiui, ist das kalt. Ja, kann man nichts sagen, nochmal. Ich laufe nochmal auf Schnee. Ist das nicht Kristallstaub? Das ist Kristallschnee. Ich will für dich nur einen höher. Ja, damit du nochmal siehst, wie ich auf Schnee rumlaufe. Ich gehe ganz nach oben. Ich ganz nach oben. Gucke da nochmal, was da abgeht. Dann habe ich noch 3,50 Meter. Sehr kalt hier. Aber ist egal, ich reite auf einem scheiß Vogel. Genannt Dino. Jetzt haben wir. Ja. Ah, es ist hell. Wo ist denn was anderes? Kann ich ja noch Wüste sehen. Ah, die Füße von dem Vogel. Tut so weh. Das ist viel Sermer. Ah, schon wieder. Der kackt da in Schnee. Wahrscheinlich rollt jetzt dieser Kotklumpen runter. Ist das Wüste da unten? Sammelt noch mehr Schnee und löst so eine Kotlawine aus. Kommt eine braune Lawine in den Bergen runter. Ey, ist das eine Wüste? Ich weiß nicht. Das ist ein Strand. Okay. Scheiß, Mann. Ja, aber du könntest eine Höhle finden. Du hast noch 3 Minuten. Ich dachte, du wolltest nicht teabaggen. Stimmt, ja. Kann der nicht mein Vogel kämpfen gegen die? Ich muss ihn doch nur kämpfen lassen. Ich kann doch absteigen und lassen einfach kämpfen. Da ist eine Höhle. Oder? Nee, da ist gar nichts. Nö. Hier, dann kämpf doch mal gegen die. Wie hast du das gemacht? Du hast W gedrückt? Wie war das? W? Optionen? Optionen halten für mehr Optionen. Optionen? Noch mehr Optionen? Sterilisieren. Links oben. Halten. Halte dich anders. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Ich bin nicht zufrieden. Aktivier die Paar. Oh, fuck, Alter. Oh, da kommt ein fieser Dino, oh, das hört man schon. Oh, du bist aber noch schnell weggestartet, sehr gut. Aber den schaffst du, oder? Das ist ein Wasserfall. Aber ja, mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Flieg am... Nee, ich sag nichts. Warum gebe ich nicht Tipps? Warum gebe ich Tipps? Oh, nicht Walle. Ach, Mann. So ehrenhaft. Das ist ja unten. Unten, das ist... Aber es ist eine Höhle, ne? Aber ja, gut. Das Wasser muss ja halt tief genug sein. Ja, ne? Also, ja. Okay, aber, ja, da muss ich nochmal. Muss da irgendwo eine Höhle sein. Ich will das Spiel auf jeden Fall auch mal spielen, nochmal richtig. Das ist ja nur geil. Ich will mit den Russen auf T-Rexes abhängen. Ja, mit Raketenwerfern. Das hat mich motiviert, muss ich sagen. Ja, ich hatte wirklich. Da lacht der Dino. Obwohl das Spiel eine Frechheit ist, wie die Entwicklung war und wie scheiße der Netcode ist und wie verbuggt das ist bis heute noch, hatte ich lustige Momente, kann ich nicht leugnen. Das kann wirklich auch coole Dynamiken entwickeln. Allerdings bin ich auch ein bisschen beim Chat und stelle auch gerade fest, selbst wenn das geklappt hätte, glaube ich, mein Plan mit dem Server, das wäre wesentlich cooler mit euch und so gewesen. Das war ja die eigentliche Idee, dass ich nach einem Spiel gesucht habe. Herstellung, da war's. Also links und dann da. Ja. Und wo muss ich jetzt? Was willst du denn quasi? Leder. Jam. Hose. Eine Lederhose. Häuse. Lederhaus. Kann ich die bauen? Nein, mir fehlen Fasern. Ach Mann. Faserhose. Ich kann nichts bauen. Aber das ist ja genau, das ist ja auch alles noch grau. Du könntest dir die Lederhose raussuchen und gucken, was du noch brauchst. Aber ja. Du hast super viel Leder. Ich weiß aber nicht, was dir noch fehlt. Wahrscheinlich einfach Fasern oder so. Ich möchte einfach, dass der jetzt noch gegeneinander kämpft. Das schaffe ich doch in 12 Sekunden. Oh, plops. Aber du bist ins Wasser gefallen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, wenn es einen Punkt geben würde, würdest du dir jetzt kriegen. Das stimmt. Geil. Ist aber nicht. Nicht sterben in den 2 Sekunden. Nicht gestorben in 2 Sekunden. Ja, das stimmt wirklich. Da habe ich nochmal richtig. Aber im Hintergrund so ein glücklicher Krogi. Und dementsprechend habe ich auch einen Punkt für Stirb kein einziges Mal. Das muss man erstmal schaffen.
Ja. Das stimmt tatsächlich. Ja, stimmt tatsächlich. Wir wissen alle, wir wissen, wie brenzlig das Leben ist manchmal. Ja, du hast sogar. Alles klar. Ich möchte von diesem Platz weggehen und wünsche euch einfach viel Erfolg bei dieser nächsten Runde. Ja, danke. Ich freue mich schon darauf, wenn. Ich dachte, du sagst jetzt, oh, ich bin weg. Das klang so, als würdest du gerade reinhauen. So. Schönen Abend euch noch, ne? Ciao, ciao. Ich freue mich schon, wenn das Gemächt hängt. So. Aber ich habe gerade nochmal nachgedacht. Ja. Ich hab darauf doch mehr Bock, weil mir ist so schlecht. Ich will auf keinen Fall jetzt eine ganze Mayo essen. Ja, sag ich dir, ja. Dann kotze ich Denzel und so ihr, die Fresse. Vor allem werdet ihr auch Internetstars, auch im asiatischen Raum. Dafür sorge ich. Ja, da, vor allem da werden wir Da würde ich auf jeden Fall für sorgen. Hier ist die Karriere vorbei, aber da läuft's blöd. Ich hoffe, dass der beste Grafiker der Welt, Hannes Kersting, an der Mats mitarbeiten wird. Sollte es dazu kommen. Noch ist es ja nicht so weit, ja? Hey, aber, soll ich spawnen? Achso, ja, ich muss dir kurz helfen. Achso, warum bist du jetzt tot? Ach, jetzt muss ich alles nochmal neu machen. Ich dachte, du. Ach nee, stimmt, es ging gar nicht, ne? Das wird schön. Das wird schön. Das ist einfach so geil. Komm, jetzt hier Endspurt. Wie viel haben wir es denn? 23.28 Uhr, ist eine reelle Zeit. So eine reelle Zeit für eine Runde zocken hier, Leute. Wann zockst du sonst immer nachts? Wenn ich wach bin. Siehst du, sei mal wach, sei jetzt mal wach, ey. So einfach ist es. Ich sehe, Dennis ist einfach so geil. Dennis hier im Wachkoma, so geil. Walle hackt nochmal schnell was. Das ist die Skill-Arena hier. Heute geht's einfach nur ab. Echt? Das ist einfach nur geil. Ich stell mich schon mal mental darauf ein, gleich hier Kotklumpen zu sammeln und mit einem Dinosaurier über den Dschungel zu fliegen. Deine heftigen Kampfanimationen, irgendein so Vogel zu erledigen. Aber dann baue ich ein Symbol aus Stroh und hol den Ding nach Hause. Aber wisst ihr, was das Geilste ist? Dass Walle nicht nur gerade unser Moderator ist, sondern auch unser Zivi. So ein bisschen. Ja, Walle macht gerade alles ja. Für uns. Da sitzt ja. Der alte Mann und kriegt schön alles eingeredet. Jetzt heult nur noch rum. Kann ich hier Internet-PC benutzen? Geht das? Das ist so richtig geil. Leg mir mal die Maus in die Hand. Chat, wenn ihr wisst, ey, das ist auch irgendwie echt ein bisschen anstrengend. Eieiei. Guck mal, so, da kannst du sitzen, Denzel. Setz dich schön auf den Sattel. Hier, wo ist die Base? Ich brauch mein ganzes Shit. Ja, dann kriegst du hier, guck mal auf die Map. Der wo Krogi, ist mein verdorbenes Essen? Dass ich der blöde Krogi ist noch ein bisschen weit weggeflogen. Ja, da kannst du dich bei deinem Zimmergenossen beschweren. Ja, wirklich. Kackst du dem später schön ins Bett. Ja. Das macht er sowieso. Keine, weil er nicht weiß, wo sein Bett ist. Hat er gerne. Weißt du? Wo ist denn hier? Ich weiß gerade selber nicht, wo ich bin. Ich muss mich kurz. Ich will auch so eine geile Base. Die hast du doch. Ja, die ist für uns alle da. Nächtelange Arbeit gebaut. Dann muss ich jetzt auch von zehren. Altenpfleger Walle. Die war da, wo du jetzt bist. Die Base ist weg. Hey, die war bin ich hier echt? Oh, der Anruf vom anderen Notar. Sie nicht. Oh, mein Namensänderung in Sleep Arena. Hey, spawn mir hier so einen Zauberstab der Drachentötung. Ja, warte mal. Zauberstab der Drachentötung. Ja, der Dino-Tötung, meine ich. Das Spiel ist nur Hammer einfach. Ja, jetzt ist die Base weg, die Valentin gezaubert hat. Nee, ich glaube, ich bin nur an die falsche Stelle geflogen. Hat 24 Stunden Stream-Vibes das Game auf jeden Fall. Ja, für sowas ist das auch perfekt. Das ist klar, ja. Ja, aber Leute, muss ich es euch nochmal erklären? Muss ich es nochmal erklären? Nein. Das hat nicht geklappt, ich weiß. Ja, weiß ich. Und mit Leuten wäre es wahrscheinlich auch super krass gewesen, glaube ich auch. Verstehst doch. Mann, nee. Ich verstehe es doch. Leute, was? So klar. Ich verstehe die ganze Sache halt. Ja. Walle hilft uns gleich ins Bett und alles ist gut. Ja, Mann. Ja, ich trage euch ins Bett. Ich habe euch schön gegenüber, ja. Mache ich euch jetzt, während Denzel zockt, mache ich euch da so eine kleine Koje. Ja. Schön muckelig. Ich glaube, hier das ist es. Das Bild sieht so geil aus. Ich habe nicht auf die Ausdauer geachtet. Ich hasse jetzt, diese Spiele. Schnell drauf, schnell drauf, schnell drauf. Schnell drauf, ja. Lustig. Der Dino, nein, das ist schon witzig. Der Dino hat da so ein kleines Gemächt. Haha. Im Grunde ist das wie so ein modernes Let's Play. Da guckt man ja auch noch zu beim Zucken, aber hier bin ich richtig mittendrin. Ich hab das der Gemächt. Der Mann sagt für mich. Ja, stimmt, ja, genau. Das ist viel besser als einfach nur bei Twitch. Oder? Das ist viel geiler. Ist viel stellt geiler. Euch vor, euer Lieblingsstreamer wird so neben euch sitzen und sagen, guck mal, jetzt kannst du hier, drück mal zusammen Shift, ne? Oh. LOL! Toll, guck mal, ich glaube, ich hab die Base gefunden, oder? Nee, doch nicht, hier müsste sie eigentlich sein. Alter, lieber Chat Denzel, wo ist denn die Base? Ja, ey, kein Plan, ich sub dich fünfmal. Fünfmal, Junge! Ja, ich glaube, da hinten. Mit dir schenke ich auch 10 geschenkte Subway. Nice, dadurch, dass du mir
mir die Kohlen in den Rachen geschmissen hast, habe ich die Base gefunden. Ja, vielen Dank. Ja, Mann. Hammer, ey. Wahnsinn. Ja, Streamziel erreicht. Übel geil. Hier ist sogar ein kleiner Brontosaurus. Der hat mir gerade in die Basis gekackt. Die ist voll mit der Scheiße. Der hat da noch seinen Schwanz drin. Okay, Denzels Sachen. Ja, Mann, meine Sachen. Ja, jetzt müssen wir mal kurz runter. Du kennst deine PIN. Wieso müssen wir kurz runter? Hat da jemand, hast du Angst, dass einer auf deinen Server kommt, ja, auf den keiner raufkommt? Die ganzen Leute, seht ihr, wie viele Leute da rumwuseln und alle in diesem Schrank wollen? Die können doch die PIN nicht wechseln. Wissen. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Ja, das letzte finale Mal. Runde. Finale Puh. Runde. Skill Arena. Ark. Spiel von Walle. Jetzt Spieler Denzel. Ein Klatsch in die Hände. 1, 2, 3. Los geht's. Habe ich all den Shit, den ich haben muss? Hier waren eben 4 Sachen drin. Ich habe nur 3 aufgehoben und eine ist weg. Ja, bei mir auch so. Weil eine ist nämlich da unten drin. Ah, verrückt. Alter, was voll die Ey, scheiß dich nur! Hey, jetzt schreibt hier jemand, es wären 10 Leute auf dem Server. Ich denke, den Server gibt es nicht, Leute. Und ihr könnt den nicht finden. Alter, hier ist ein Cthulhu-Monster. Alter, du hast einen Schwanz in der Base. Alter, was geht ab? Ich verprügel deinen Schwanz. Was geht da ab bei dir? Sag mal, Walle, willst du mich verarschen? Das ist ja nur geil. Aber was hast du? G-Bay, geh! Wie reitet man den Vogel hier? Ja, doch, du machst es richtig. Und jetzt hinlegen, jetzt Space, wo du Space oder was? Ja, Space. Und jetzt W drücken und einfach wegfliegen. Ja, achso, ja, cool, bin ich halb tot. Aber ich weiß auch gar nicht, was hast du denn gemacht? Ja, hier ist der scheiß Dinosaurier, hat mich mit seinem Lachs verprügelt. Nee, das kann nicht sein, weil Brontosaurus greifen einen nicht an. Also du musst den zuerst angegriffen ja, haben. Ja, und was ist das hier? Ja, dann flieg halt weg, Junge. Ja, sorry. Was ist das kann denn? Man denn ich sein, das Alter? Weg hier. Ich langsam raste ich aber auch aus. Wie grenzt die? Wie kann man Videospiele spielen? Ey, das denke ich mir schon seit ich Rocket Beats Leute, die von Schwänzen verprügelt werden. Die wollen auch was anderes. Das ist doch alles nicht mehr debar hier, ey. Schöner Schwanzslap. The power of love. Nein, einfach das beste Spiel für okay. Den Slap. Aber Denzel, du weißt, was auf dem Spiel steht. Dinosaurier. Begging oder das andere. Dino Dino. Also du könntest dich jetzt mal richtig anstrengen. Alter, der kann Turbo fliegen, wieso sagt mir das nicht? Alter, Turbo fliegt. So, wie steige ich ab von dem? Du hättest natürlich auch eben einfach aufpassen können, als so. Das mit dem Shift erklärt wurde. Du sammelst sehr viel Stroh Es ist wunderschön, wie du mit deinen Fäusten. Aber ich finde das nice, du gehst genauso braindead vor wie ich gerade. Du weißt auch nicht, welchen Punkt du jetzt erledigen willst. Aber du warst erstmal. Er hat Schlaf geschlafen. Dennis hat Schlaf geschlafen. Der weiß genau, was abgeht. Ich hau einen Baum, Mann, ist das hier geil. Oh, oh, oh. Noch ein Baum. Komm, du Holzteil. Komm mal, ich hab schon so. Was denn? Du bist vom Baumklamm gestorben oder was? Ja, du hast nicht auf dein Leben geachtet. Du bist. Also bist du nicht tot? Guck mal nochmal. Du bist doch nicht tot. Du kannst ganz wenig sehen. Du bist bewusst. Ja, nein, ist das ein Spieler? Ich hab nicht auf mein Leben geachtet. Lustig, jetzt hast du so lange habt ihr gewartet, jetzt habt ihr den Server angemacht und jetzt kommt Captain Teamkill und verprügelt mich. Ah, du bist wieder wach geworden. Oh geil, guck mal, jetzt bin ich mega smart. Aber mega schnell. Ist schnell was? Nimm mal hier die Bitte. Bist du in Slow-Moment. Ja, du bist überladen. Hey, was geht ab, Sie? Du hast übelst viel Kram dabei. Du hast doch eben die ganze Kacke, die ich sammle, um so einen richtig dicken Koproliten hier abzusein gleich. Get Schwifty, Alter. Wie geht denn das hier? Escape. Ja. Warum bist du so langsam? Und jetzt, ja gut, du kannst aber herstellen. Ja, lass mich mal eine Mauer bauen. Wieso geht denn das nicht? Weil du nicht die Rohstoffe hast. Weil da steht dir fehlen noch Fasern. Ja, jetzt skill auf Gewicht und nicht auf irgendwas Dummes. Was ist denn Gewicht? Ja, das, Gewicht, was du nicht hast. Ich hab Gewicht geskillt, Alter. Gewicht 5000. Alter, Kacke! Ja, dreh dich um, du Okay, ein Punkt. Ich hab was gelootet. Okay, immerhin ist es noch lustig geworden durch RNG. Was ist denn jetzt? Was muss ich denn jetzt machen hier? I. Wie, zwei Tonnen Kacke. Ja, und jetzt? Kann ich mal ein Haus bauen oder was? Wieso geht das nicht? Mir fehlen Fasern. Wo krieg ich denn Fasern her? Aus den Büschen, du kannst E drücken. Ach, warum erkläre ich dir eigentlich noch irgendwas? Mach einfach deinen Scheiß. Alter. E? Mach Stroh. Alter, der hier... Kollege hat mir so viel Shit gegeben, dass ich nicht mehr laufen kann. Das ist ja kann das Hammer. Sein? Nee, du hast einfach so lange auf Bäume eingeschlagen, bis du überladen hast. Ich hab eine Minute auf Bäume eingeschlagen. Du hast ganz viel Kacke eingesammelt, Mann.
Das ist deine Kacke, die so schwer Jetzt habe ich sie gegessen. Du hast es nicht mehr verdient, dass ich irgendwas erkläre. Ich habe meine Kacke gegessen. Das gibt aber keine extra Guck mal, ich kann wieder laufen. Hey, ihr beiden. Hey, was geht ab? Aber geil, dass da jetzt Leute sind. Ja, ist geil. Ja, Hammer. Ich finde es gleich viel besser, muss ich sagen. Ich finde es gleich viel, viel besser. Gib mir mal Faser an, ihr Affen. Hast du deinen Flugsaurier noch? Nein, er wird gerade hier von dem Bobo da hinten. Was weiß ich? Ja, aber dein Flugsaurier ist halt eigentlich viel stärker als die. Das Zeng. Was soll ich denn jetzt machen? Wo sind denn die Büsche? Mit E lootst du die Büsche. Bobo da hinten. Aber mach nicht zu viel, weil sonst bist du gleich wieder überladen. Dann sterbe ich gleich wieder. So, habe ich jetzt Fasern? Betreutes Zocken. Das ist echt so. Ey, immer noch keine Fasern. Hast du gesagt, ich soll die Büsche gehen? Du hast Fasern aufgehoben. Aber ich kann doch nichts bauen. Ich glaube, du brauchst noch Stroh. Ja, gib mir mal hier. Vielleicht ist das ja ein netter Kerl. Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Also hätte ich schon umgebracht. Der war nice. Ich kann immer noch nichts bauen. Jetzt fehlt mir auch, weil ich die Scheiße weggeschmissen habe. Ja, also der bitte schon helfen. Bin ich von überzeugt. Ey, guck mal, hier. Hat nichts. Wieso hat er nichts? Was ist das denn für einer? Hat sich für dich. Kann ja gar nicht. Wo ist denn mein Loot, den ich... Ah, da. So, hier ist Holz. Oh, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Ganz wieder. Oh, stimmt. Du hast den Punkt gemacht. Schreibt hier Quut im Chat. Lasse deinen Dino für dich kämpfen. Oh ja, das stimmt. Mhm. Also, ja, freu dich doch mal. Jetzt freu dich doch mal, Dennis. Ey, ich kann mich nicht bewegen. Jetzt freu dich doch mal, weil Videospielen soll auch Spaß machen. Ey, hab doch mal ein bisschen Spaß hier. Jetzt zock mal ein bisschen Privat-Arc, Alter. So, komm. Das Spiel will dich. Lass mal auf einen schönen Server gehen. Ja, lass mal. Ich check's halt nicht. Stapel teilen, halbieren. Und jetzt Stapel fallen, das ist ja mega. Nein, kann ich mich jetzt bewegen? Ja, jetzt kann ich mich ein bisschen bewegen. Das ist die Idee. Bitte zock es nochmal. So, darf ich das bitte? Das wäre. Jetzt brauche ich Stroh. Okay, wo ist Stroh? Mach Symbol aus Holz. Stroh. Mach Symbol aus Stroh. Stroh, da ist Stroh. Jetzt kann ich mich nicht mehr. Doch, ich kann mich noch bewegen. Pass auf, jetzt baue ich ein Haus. I. Komm, jetzt bring ihn doch um. Mach einen Kill. Jetzt mach doch Kill bei dir. Du gehst halt immer in das scheiß Admin-Menü. Nein, dieses Menü du bist scheiße. Aber gar kein Admin. Hau ab! Morgen Dennis am Grinden auf dem Russen-Server. Geht nur ab mit seinen T-Rexes. Sehe ich nicht. Ganz ehrlich, sehe ich nicht. Sehe ich auf jeden Fall. Sag mal, was muss ich eigentlich. Muss ich ein Haus? Ja, ich muss ein Haus bauen. Braucht das ein Dach? Kommt drauf an. Ob du diskutieren willst oder nicht. Sag ich ganz ehrlich. Das lass ich dir, du musst jetzt dir überlassen. Ich sag, was bestimmt auch in den YouTube-Kommentaren häufig steht bei so Let's Plays. Lies die Beschreibung. Lies die Texte, Denzel. Ja. Lies die fucking Beschreibung. Die was? Beschreibung. Dennis, geh von den Menschen da weg. Der liegt da komisch. Das kann ich nicht. Das kann ich mir nicht. Ah ja, das ist nett. Das, kann ich das ist sehr unterwürfig. Ja, das kann ich mir nicht. So, guck mal. Aber dass die Taste Tab hier mit der Konsole auch belegt, das ist halt einfach auch mal mega unintuitiv. Ja, ja, wie immer ist am Ende das Spiel schön. Ja, was sagst du denn? Wer denn sonst? So, guck mal, jetzt baue ich ein leuchtendes... Alter, fuck you. Fuck you, Ark. Also, ich bin bei dir, es ist nicht unbedingt intuitiv. Fuck you, Ark. Was kann ich machen? Sammeln ein Kristall. Erlege einen Spieler. Ein Spiel. Guck mal, ich schmeiß mal das Stroh weg. Ich schmeiß mal den scheiß Holz weg. Ich schmeiß mal die scheiß Steine weg. Dann kann ich mich wieder bewegen. So, wen darf ich verprügeln hier? Was ist los, Axel? Lauf mal gerade, du Affe! Ach, weil der noch baut. Kleiner Tipp, wenn du deinen Flugsaurier wieder besteigst, kannst du die übel easy killen. Und du sollst ja 5 von denen töten. Oder nee, einer reicht, glaube ich, auch erstmal. Einer reicht schon 5. Ja, warte, ich probier mal. Ja, du hast keine Pfeile. Okay, Saurus. Das ist nicht das Allerbeste. Wo ist denn mein scheiß Saurier? Du hast dich schon bedroht, das ist das Allerbeste. Was ist Pfeifen? Und ja, guck mal, er will auch umgebracht werden. Ja, natürlich will Pfeifen er. Pfeifen ist J. Er J will von du. Pfeif. Ja. Es gibt eine Sendung, jetzt Senioren zocken. Okay, pass auf, warte kurz, ich bring dich mit meinem Vogel um. Aber ich finde geil, dass Denzel jetzt wieder Energie hat. Ja. Jetzt. Ja, auf jeden Fall. Wo die Leute am Start sind. Ich sag doch, die peppen das Ganze auf. Ihr da draußen, ihr seid, euch jetzt gebraucht. Das ist großartig. Ey, der scheiß Vogel ist tot oder so. Nein. Ey, was geht denn? Der hat den Stein ins Gesicht gehauen. Junge. Ehrlich, Punkt für den anderen. Punkt für die Dame, das war gut. Was machst du denn da? Ich weiß es nicht! Was macht ich der Mann denn da? Bring den Boden! Er ist besessen! Bring den um! Wie er ist besessen! Was ist eine Bola? Er ist besessen, Chat! Mach jetzt doch was! Jetzt komm her, Dino! Jetzt komm! Na, jetzt was. Darfst du nicht er ist weg, besessen! Du. Spring doch! Oh Gott! Was geht da? Hey!
Alter, dieser dumme Vogel, ist einer drauf? Nee, aber er kämpft halt was für dich. Jetzt bist du, jetzt kannst du. Okay. Und mit der linken Maustaste schnabelst du die. Du schnabelst, Wieso kann der sich nicht bewegen? Schnabel ihn! Richtung, Junge! Ich gucke in die Richtung! Du bist kein. Schnabel ihn! Ist der überladen, mein Vogel, oder was? Schnabel ihn weg! Jetzt schnabel ihn weg! Er konnte dich verteidigen! Schnabel ihn weg! Das ist das Allerbeste! Was ist denn eh, um die Bola zu entfernen? Der bringt den Dino um! Der bringt deinen Dino! Verdammt, Scheiße! Ja, weil du ihn nicht geschnabelt hast! Du wolltest ihn schnabeln? Du musst ihn wegschnabeln! Ja, du musst ihn schon wegschnabeln! Und dann ist dann hat der andere einfach mit der. Ich kriege übrigens Punkt für Sammle Steine. Ich habe eben fünf Steine weggeworfen. Du hast ihn nicht. Ich habe aber Sammle Steine geschnabelt. Trotzdem war Stein. Du hast dich radikal verschnabelt. Ja. Das war keine Petri-Schnabel-Attacke. Ja, was ist denn das hier? Wirklich. Er wollte schnabeln. Wieso ist der so langsam? Gott, der nicht kriegen. Weil ich so voll bin? Ja, 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 du bist drauf gekommen. Ich schnabel gerne. Ich hab gerade alles weggeworfen, was ich hab. Nee, du bist immer noch voll wie so ein. Menschliche Fäkalien. Ja, weil du so viel kriegst. Entschuldigung. Ich verbrauche eine Beere. Die wird richtig geil. Eine Beere, das macht den Kumpel. Das geht. Ja, aber nee, das ist halt das, was man meint, wenn man die Server öffnet. Wird's halt auch nicht mehr so einfach. Und jetzt bin ich in der Situation und bin ich schon genervt. Und jetzt liege ich hier. Ja, ich verstehe also, die Situation. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alter, dieses Scheiß, das müsste nicht arg heißen, das müsste Scheiß heißen. Das ist es. Ein verfickter, Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Ein verfluchter. Räudiger Scheiß! Also mit einem bescheuerten Dinosaurier übers Land fliegen, dann kommen da so ein paar Typen mit Speeren, rammen dich zu Tode, du verhungerst, du bist kacken, bist überladen und dein Dino kann sich nicht mehr bewegen, weil du gerade zu viel Bären geladen hast. Das ist ja so eine Scheiße, Alter. Meanwhile, wer hat das gemacht? Dreamcatch im Chat, mein Opa hat letztens Zelda angefangen, der hat sich geschickter angestellt. Das ist aber auch nicht fucking Zelda, du Affe! Scheiße, Mann. Das ist richtig. So, guck mal, jetzt kann er wieder laufen, aber oder der was? Der junge Mann in der Unterbuchse, der wollte dir helfen übrigens, ne? Der wollte das. Das waren alles seine Freunde. Ja, der wollte es komplett. Ja, deswegen bin ich auch ständig auf dem Boden. Nein, der wollte geschnabelt werden. So der wollte geschnabelt werden. Der wollte weggeschnabelt werden. Ja. Wo ist mein scheiß Vogel? J wie Pfeifen? Ja, der ist jetzt halt komplett woanders. Ja, und? Kann er nicht kurz herfliegen? Ey, wir hören das Pfeifen doch nicht. Ganz ehrlich, Globus. Für mich das Schönste an dieser Episode ist, dass Dennis so viel Spaß beim Zocken hat heute, oder? Er hat so viel ehrlichen Spaß heute beim Zocken. Ja, auch schön. Hier, so finde ich auch, der, wie als wenn er spucken müsste, macht er die ganze Zeit. Direkt nach dem nächsten Guck mal, da ist er doch. Let's Play kommt ein Arc-Let's Play. Da bin ich aber sowas von überzeugt. Bitte, mach mal ein Arc-Let's Play, Dennis. Du hättest Einschaltquoten, das glaubst du gar nicht. Ja. Ich lass dir mal 5 Abos da. So, das war richtig geil. Die baue ich jetzt was aus Stroh. Mach doch mal ein Symbol. Warte mal, ich soll noch eine Kreatur erledigen. Kann ich den erledigen hier? Jetzt fängt. Ja, mit deinen Fäusten auf jeden Fall. Der sieht easy aus. Level 4? Aber pass auf, der betäubt dich, der spuckt dich so an. Der sieht easy aus, auf jeden Fall. Ja, jetzt. Jetzt bist du wieder schnell. Der betäubt dich. Guck mal, ich hab hier eine Axt, aber ich kann die nur fallen lassen. Nein, das ist nur ein Skin. Das ist nur ein Skin. Beschreibung lesen. Das ist ja ein geiles Spiel. Hauptsache Skins in meinem Inventar. Lies doch die Beschreibung. Deadwood 83 im Chat schreibt. Wenn das fucking intuitiv, müsste ich die scheiß Beschreibung nicht lesen. Ey, was soll ich mit der scheiß Skin, wenn ich nichts hab, wo ich die scheiß Skin drauf skinnen kann? Als weitere Strafe gibt es ein Arc-Let's Play von Denzel mit Walle und mir als Kommentatoren. Wir casten das, ja. Wir casten das, aber du hörst uns nicht. Guck mal, ich habe noch einen Stein aufgehoben. Das ist doch viel lustiger. Ja, ihr hört uns. Jetzt baue ich etwas an. Ah, nee, ist wieder Tab. Ich muss wieder Tab, weil. Nein, Tab ist immer noch nicht die richtige Taste. Ja, aber wenn man einmal Tab drückt, kommt jetzt die scheiß kleine Leiste. Und dann musst du nochmal Tab drücken, damit die große Leiste du kommt. Und dann musst du nochmal Tab drücken, damit die weg ist. Ist gekauft. Das Let's Play ist gekauft. Wozu habe ich denn hier 20 Skins? Damit habe ich gerade selber nach vorne katapultiert. Dieses Let's Play wird stattfinden, Dennis. Das ist dir ja wohl klar. Ja. Das ist dir aber ganz klar. Es gibt jetzt schon einen Forum-Thread mit über 1000 Einträgen. Ja. Die Leute fordern das. Die schreien wie die Wilden. Aber jeder postet noch so einen Teebeutel daneben. Ich weiß nicht noch, was das bedeutet. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ganz schön.
Ja, hey, ich lauf jetzt nochmal. Das war nix. Das war nix, Denzel. Ja, ja, jetzt auf einmal kriegen die beiden wieder ihre Fresse auf, ne? Eben ja. Wuchs wie Mauers Mäuschen und ja. Jetzt auf einmal geht's wieder, ne? Ja, nur weil ja. Ich das hier nicht hinkriege. Ja, ist auch ganz unterhaltsam. Das stimmt, als du eben noch geschlafen hast, war ich ein bisschen frustriert. Ja. Aber jetzt ist die Luzi wieder am Brennen. Du, jetzt die Luzi brennt. Die Luzi brennt. Ja, das ist ja mega. Guckt euch das mal an, Alter. Könnt ihr euch überhaupt noch halten? Krass, oder? Knaller durchgenommen. Arg von Denzel Richterski. Blöd ist, das hat kein Ende. Das wird das erste endlos. Ich glaube, der ist frei und der ist freundlich. Was sieht der, der auf dem Stein läuft? Das ist ein Witz. Ich glaube, du in deiner Unterhose, da wird nichts passieren, glaube ich. Guck mal, ich dance dem einen vor. Da wird safe nichts passieren. Minuspunkt. Aber jetzt bin ich doch nicht mehr so unzufrieden mit meinem Pick, weil solche Momente habe ich mir erhofft. Das habe ich mir erhofft. Ich fand's großartig. Ich fand's großartig. Muss ich wirklich. So, wo ist die Pizza jetzt? Was für eine Pizza, du hast verloren. Ja und, du kriegst trotzdem eine Pizza. Das ist doch das Geniale an der Sendung, dass das immer verliert. Ja, ey, okay, pass auf, die beiden Boys, du hast ja wieder Power. Du hast wieder Power. Ich hab wieder Power, Denzel, ja. Ist doch ganz kurz. Cool. Nee, ich bin jetzt raus. Weil übernimm du jetzt mal ganz kurz. Was passiert dir? Was passiert dir gerade? Ja, die Sendung ist im Prinzip vorbei und ich würde sagen... ja, aber erstmal auflösen. Ja, soll ich jetzt übernehmen oder nicht? Ja, bitte. Lass mich mal ausreden. Die Sendung ist im Prinzip vorbei, aber vorher gibt es ja noch einiges zu erledigen. Und erstmal muss der Gewinner hier gefeiert werden. Und das hier an dieser Stelle, meine lieben Damen und Herren, ist ganz klar Michael Krogmann. Von daher, Jingle ab, Michael Krogmann hat die Skill Arena für diese Ausgabe gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, GG. Das war tatsächlich eine große Leistung heute von dir. Ey, das war doch nur geschoben am Ende. Ich hatte nicht mal Chance, Punkte zu holen da. Ihr hättet die gleichen Scheißchancen im chancenlosen Game. Ja, genau. Yes! Deswegen war ich die ganze Zeit down und schwarzer Bildschirm und alles. Bester Pick, Walle. Bester Pick. Ich bedanke mich bei Valentin Herre für diesen wunderbaren Pick. Arg, ein Spiel, was jeder mit spielen sollte. Egal, ob ihr der russischen Sprache mächtig seid oder nicht. Arg, macht Fun. Und privet, ist privet. Spaß. Auch jetzt ist es Fun Times in Arg. Fun Times in Arg. Und wisst ihr, was das bedeutet? Jetzt wird meine Siegerehrung vollführt. Meine ganz persönliche Siegerehrung. Mein Highlight des heutigen Abends. Ich bitte die beiden Herren, mit mir in den Raum zu kommen. In den Raum der grünen Hölle, wie ich ihn nenne. In den Raum der grünen Liebe. In den Raum, wo man die Teekannen schon riecht. So stelle ich mir das doch vor. Ich weiß nicht genau, grafisch gesehen brauche ich ein festes Stativ. Ich weiß nicht genau. Vielleicht ist das besser für die Post. Weil ich habe mir das so vorgestellt, Chat, dass es eine Position gibt, wo man dann so liegt. Also die Idee ist ja, dass man sich selber demütigt. Versteht ihr? Das muss halt später durch ein schwieriges Verfahren grafisch gelöst werden. Und ich stelle mir das so vor, dass man eine gute Perspektive hat und dann auch das so schön sieht. Und hier muss das Gesicht sein, ja? Also theoretisch müsste man den Kopf so haben und dann müsste das so irgendwie. Versteht ihr? Das ist meine Idee. Du kranker Mensch. Du kranker Mensch. Yes! Yes! Das wird ein Kiss. Das wird um die Welt gehen. Das wird um die Welt gehen. Ich brauche aber einen Grün. Ich brauche einen Grün dafür. Ich brauche einen Grün. Ja, mach mal hier auf, oder? Kann dir einen ins Gesicht. Ich brauche einen Grün. Komm mal auf die Schotten. Wir brauchen einen Grün. Wir brauchen einen Grün dafür. Er braucht Grün? Ja, ich brauche einen Grün. Boden ist okay. Aber ich will ja noch irgendwas Schönes im Hintergrund machen. Was Schönes im Hintergrund. So, so, also. Ja? Mach noch mal vor, wie du dir das vorstellst. Ja, warte. Also, ich glaube, brauche ich den Boden? Warte, brauche ich grünen Boden? Nein, brauchst keinen grünen Boden. Also, ich stelle mir das vor, also Kopf, komm, also, gehst jetzt mal hier. Nein, du musst es vormachen. Nein, das ist ja Quatsch. Ich habe keine Ahnung, was du machen sollst. Okay, Walle fängt an, der zeigt es dir. Walle ist. Wieso muss ich das denn jetzt machen? Erstmal den Kopf, erstmal hier so hinlegen. So. Ich muss das Bild. Nee, jetzt hier dich hin. Ich muss den. Mach ihn nicht kaputt! So, genau. Jetzt muss ich das Bild einmal sehen. Warte. Boah. Ja, das genau. Ist irgendwie. Genau. Nee, warte, so. Kopf auf den Boden. Kopf auf den Boden. Und jetzt Zunge raus. Zunge raus. Doch, Zunge raus. Nein, ja. Zunge raus. Nein. Doch, Zunge raus. Ja. Aber warte, ich brauche ein anderes Bild. Ich brauche das von der Perspektive. Das musst du von hier einfrieren. Das musst du von hier einfrieren. Okay, warte, kurz halten. Jetzt nur nach oben gucken. Nach oben gucken, Walle. Kurz halten, nur nach oben gucken. Warte, Schärfe ist noch nicht. Bisschen schärfer auf Walle. Ich zähle von 500. Ja, bleib so, Walle. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, ist easy. Den haben wir. Den Part haben wir. Und Walle, jetzt musst du hoch. Jetzt musst du aufstehen. Ich helfe dir. Jetzt musst du aufstehen. Mikro, warte, erstmal. Hast du das gesehen? Guck mal kurz, ob du das irgendwo siehst. Ach, hier. Ja, und jetzt? Jetzt musst du dich hier so hinstellen. So. Ich muss mich selber teamen. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Denzel, nein, das geht doch. Das ist doch viel. Okay, na, dann ist viel geiler. Ja, sag ich doch. Jetzt muss ich hier so breit hinstellen. Ja. Ja.
Aber mit der Zunge habe ich nicht richtig gemacht, ne? Nee, weiß ich. Jetzt vielleicht. Jetzt ist das traurig. So, und jetzt geht's schön breit, aber hinstellen. Wir brauchen das. Deshalb hätten wir es besser einfrieren müssen, das Bild, glaube ich. Aber egal. Weil das muss ja hinterher aufeinander gelegt werden, versteht ihr? So, das hab ich verstanden. Deswegen brauchte ich ja das Green eigentlich. Ja, aber hier ist nichts. Und eigentlich brauche ich auch ein Stativ. Ich glaube, das wird so nicht funktionieren, oder? Was meinst du? Kriegen wir irgendwie hin? Das kriegen wir hin. Ja, gut, Alter, jetzt bleib mal locker. Wir haben die Zukunft, das kann man alles mit. Was heißt denn tiefer? Machen. Also so mehr in die Hocke meinst du? Alter, ist das unangenehm. Aber genau, geh mal ein bisschen dichter an seinen Schritt ran. Und ein bisschen mal die Beine, Alter, auseinander. Das ist wichtig. Leute, genau. Nein, die Füße! Genau. Alter. Ja, was weiß ich? Ich mach sowas nicht so oft. Die Füße! Alter. So, und jetzt ein bisschen runter noch. Du musst ja auf deinen Kopf. Ja, genau. Das ist gut. Und cool nach vorne gucken. Jetzt ist cool nach vorne. Ja, gut. Ja, aber die Schärfe passt nicht. Ja, als hättest du ein Geschwür in der rechten Arschbacke. Schärfe passt nicht. Also, das ist ekelhaft. Ja. Warte, Schärfe. Aber wir hatten noch keine Schärfe tatsächlich. Und dann müssen wir noch kurz aushalten. Ja, es war auch noch nicht richtig. Ich musste mein Geschwür erst loswerden. Ja. Okay. Du musst cool gucken, das ist wichtig, weil du bist der Boss. Weil du, dieser Walle, dieser Walle dominiert über diesen Walle. Verstehst du? Du bist so ein kranker Mensch. Okay. Ja, cool. Kannst du noch ein bisschen die Füße drauf haben, dass ich das in den Boden habe? Also kannst du mal zurückgehen? Ey, ich kann so lange nicht hocken, ich bin Lappen. Warte, so ist gut, das ist geil. Füße drauf, ja. Ein bisschen noch runter, Walle, ein bisschen wippen noch. Ja, perfekt. Das ist perfekt. Das ist der coole Walle. Denkt an, das ist der coole Walle. Ja, okay, cool. Das erinnert mich an die Grundschule, als wir den einen Typen immer die ganze Zeit so lange, bis er die Schule verlassen hat. Leute, ich kann nicht mehr. Ja, reicht. Dankeschön. Meine Beine. Dankeschön. Okay, dann so, du weißt, was du machen musst. So, jetzt bist du dran. Du weißt, was du machen musst. Okay, ich mach erstmal so. Ja, aber cool. Denk mal, die coolen Moves. Mach die coolen. Ist das eine Scheißshow? Das ist das Allerbeste. Das ist kurz durchs Bild, weil ich will das auf dem Monitor sehen. Okay, und jetzt soll ich mich hinlegen. Ich will den anderen Part spielen. Kopf hier hin. Mein Kopf soll da hin? Ja. Du kannst ja nur entsetzt nach oben gucken, das reicht ja schon. Nur entsetzt nach oben gucken. Ja, das ist gut. Das ist super. Es wird perspektivisch niemals passen, aber ich krieg das irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Das wird perspektivisch niemals. Da werden wir viel stretchen müssen, aber ich bedanke mich. Dankeschön, du hast es geschafft. Komm hoch, Mann. Komm hoch. Wieso machen wir das? Komm hoch. Wieso haben wir das denn da nicht richtig gemacht? Ja, weiß ich nicht, warum wir nicht jetzt richtig ein Stativ genommen haben. Nein, ich meine, warum wir nicht den grünen Boden genommen haben. Weil ich das nicht durfte. Weil er das so durchdacht hatte. Okay, das wusste ich nicht. Ja. Aber ich muss sagen, Props für diese herrlich... Wir wollen hier reingehen, herrlich perverse, schlimme Idee. Ja. Wo ist der Chat? Ich wollte den Chat doch mal sehen. Der ist da nicht. Och, Mann. Der Chat ist hier. Wo ist der Chat? Ja, wir gehen ins Screen. Wir wollen den Chat sehen. So, auch. Hier ist der Chat. Bitte? Wie bitte? Nee, die Pizza eigentlich. Moment, wir wollen... Oh. Hallo. Hi. Ja, hier ist der Chat. Der guckt die Sendung, der will nicht mehr kommen. Der findet das nicht ekelhaft. Aber ist ja kein Problem. Können wir noch einmal mit Walle mit Grün machen, so richtig, die Aufnahme. Ja, aber nur mit mir jetzt, oder was? Ja, klar. Dennis hat dann so... Ja, mich hat das auch ein bisschen gestresst, dass, wenn man schon so eine geile Idee hat, dass es richtig ist. Auf der anderen Seite bin ich auch der jetzt leidet. Na, Dennis baue ich da schon mit ein. Dennis wird da schon mit drin sein. Das wird schon so eine Gemeinschaftskombo. Aber da haben wir ein eingefrorenes Bild. Ich mach mal den Boden frei. Ich mach mich unten frei, okay. Ich mach mal den Boden frei. Mach mal den Boden frei. Chat, so läuft das. Ich esse die Pommes. Das ist, also guck, ich muss halt sagen, Props, irgendwie ein bisschen freue ich mich für dich, dass du gewonnen hast, weil... Aber es ist auch eine gute Idee, oder? Die Idee ist halt schon die stärkste gewesen. Ja. Und ich werde für die nächste Ausgabe mir den allerfiesesten Pick überlegen. Da kannst du dich sowas mal drauf gefasst machen. Aber sei auch ein bisschen glücklich, weil du bist auf den Bildern, nicht ich. Das ist dein Fame auch. Ja. Ich mach was für dein Fame. Das wird sehr gut für mich. Weil das weiß ich. Das genau. Google-Suchergebnis Nummer 1, wenn man meinen vollen Namen googelt. So, alles klar. Genau, ja, können wir es hier einfrieren. Perfekt. Super. 1A. Im Chat wollen schon Leute, dass wir jetzt abbrechen. Ich räume halt schon mal auf, wenn es genehm ist. Ja, du ziehst dich damit hier aus der Schlinge.
Was für eine Schlinge, Alter. Hör auf mit deinem BDSM-Scheiß. Das hat Krogi sich überlegt. Ne, ich hab nur an Funtimes gedacht. So, okay, und richtig widerlich an dem GIF ist noch, dass ich ja diese vollgekleckerte Hose vom Burger essen Walle, habe. Walle, komm. Du hast nicht mal deinen Milchshake ausgetrunken, du Lamm. Walle, komm. Komm jetzt hier runter. Okay, hier, ich wollte dich einfrieren. Ja. Ja, mach dich doch bitte hier mal hin. Ja, aber komm doch nicht so nah an mich ran. Okay. Das ist eine unangenehme Situation hier für mich. Ja. Aber das ist ziemlich dreckig hier. Also ich glaube, der Kopf müsste wirklich da sein, so ein bisschen tatsächlich. Also, ja, genau. Da bei dem, ja, weil du dann ja, weil du dann ja der obere Walle richtig ja, frontal ja, da reingucken ja. kannst. Ach, das frontal. Ja, genau. Das musst du wahrscheinlich, soweit es geht, in die Ecke. Also ich dachte. Ja. Will einer noch die kalten Pommes wahrscheinlich? Nee, ja. Die kalten Pommes weg. Aber keine. Es sind so viele. Ja, das tut mir leid. Aber schmeiß die doch jetzt nicht direkt weg, bitte. Was soll ich denn damit machen? Vielleicht nehme ich die mit nach Hause, lass mich doch erstmal jetzt. Frage ich ja gerade. Ja. Ich liebe Warum musst du den jetzt aufräumen, Junge? Ich liebe diese Sendung. Weil es fucking gleich vorbei ist und ich Hunger hab. Ich liebe diese Sendung. Dann isst sie, anstatt sie wegzuschmeißen. Nein, ich esse doch keine kalten Pommes. Hier kriegst du die hier hin. Das ist wunderbares Gas. Ja, das ist alles. Alles klar. Alter. So, Walle, geh ein bisschen in die Ecke, damit der Kopf da, weil der Teppich ist ja so scheiße. Chat, ich finde, die Idee ist schon richtig gut, ne? Ohne Witz. So. Okay, Walle, leg dich mal hin. Ja. Das ist der gleiche Aufwand wie bei Star Wars, als sie die gemacht haben. Ja, die und hat sich jemand beschwert? Nee, ne? Nee. Das war ein sehr guter Film. Oh, warte, jetzt machen wir es so. Haben wir noch irgendwo Tape? Haben wir noch ein Tape da? Was willst du mir jetzt noch Ja, ich will, deine Fuß, ich will deine Füße tapen, damit du gleich perfekt stehst. Ohne Scheiß, das ist richtig smart. Ach, so meinst du das? Ja, ja, pass auf. Ein Fuß steht hier. Ja, ja, okay. Ich dachte, jetzt wird's richtig SM-mäßig. Oh Gott, Walle. Haben wir noch Tape? Der hat die Schnauze. Stopp, dem und, Arzt. So, und da, jetzt. Da sind deine Füße gleich, ja? Okay, ja. Jetzt sei in der Rolle. Das, also, und, warte mal, wie muss ich denn mal gucken? Ich brauche Regieanweisung. Naja, stell dir vor, der andere Walle, ja. Der steht halt über dir, so ja. Weißt du. Und das ist halt schon nicht das Beste für dich. Nein, das bin ja ich. Wenn, du kannst es auch richtig geil finden, das ist deine Entscheidung. Okay, verstehe. Nee, ich entscheide mich für. Können wir uns doch nicht einfach gegenseitig teabaggen? Ja, geht auch, wenn du willst. Das ist vielleicht einfacher. Okay, Dennis, hinter. Komm, Dennis, dann hinter jetzt. Also, was ist das denn jetzt für ein Vorschlag? Ja, doch, ja, keine Ahnung. Gut. Willst du jetzt gleich nochmal denn im Stehen und dann machen wir einmal und dann durch? Ich finde halt die Idee lustig, das zusammen. Ja, das habe ich halt auch gedacht. Ich fand, das ist nicht so asozial wie das. Aber wenn du willst, bin ich dabei. Nee, wenn ihr habt, glaube ich, recht. ich gucke also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gucke angewidert zu mir hoch. Also ungefähr nach hier, ne? Ja. Ich finde es viel witziger, wenn man sich selber bestrafen muss. Digital aber. Okay, ja, so ist eingefriert. Und so kriegen wir es ja auch gleich hin, weil das Bild muss ja bleiben, ne? Wenn er leicht tief genug geht. Aber das kannst du nicht jetzt gleich schon aufgehen, dass wir nichts mehr machen müssen? Ja, genau. Ein bisschen hören haben wir es. Kann nicht so lange so gucken. Warte. Jetzt bist, warte, wir haben es noch nicht fertig. Das Bild steht noch nicht. Jetzt steht das Bild. Jetzt kannst du performen. Das ist eine große Performance. Das ist die größte, das ist fantastisch. Ja, perfekt. Perfekt, jetzt kannst du hoch. Das haben wir. Jetzt siehst du ja deine Position, Positionsbalken. Ja? Genau, hier siehst du sie hier schon. Ja. Arsch muss auf die Höhe. Guck mal hier, wie dreckig das vom Burgeressen alles ist. Ja, gut, da kann das. So. Also, pass auf, Walle, du musst wirklich hier mit deinen Füßen drauf, ne? Ach so, ja, verstehe. Ja, verstehe. Ja, so. Und jetzt aber den coolen, ne? Ja, das ist der coole Walle. Ja, aber auch so ein bisschen. Ja, genau. Ja, ich bin. Ja, das ist ziemlich cool, ja, auf jeden Fall. Das ist richtig. Das wird Hammer. Das wird auf jeden Fall jetzt auch funktionieren technisch. Das ist richtig geil. Okay, Das wird die beste. Das wird das Beste aller Zeiten. Warte, ich muss noch kurz. Ich muss in den coolen Walle reinkommen. Ja. Das ist richtig geil. Ich feier's richtig. Okay, cool. Geil. Okay, das war das Unangenehmste, was ich hier vor einer Kamera gemacht habe. Haut rein! Ja, ich weiß nicht, Dennis. Ja, ja, komm. Okay. Okay. Komm, mach was schnell, Nummer. Du hast die Punkte. Ich mach keine Anweisung mehr. Ihr wisst, wie es läuft. Ihr wisst, wie es läuft. Ihr wisst. Ziemlich cool auch. Das war richtig schön. Check, check. Geil.
So, okay. Ey, sorry, Jungs, aber das ist einfach ganz geil. Also, ja, geil, ich mich jetzt hier so jetzt? Ja, also zwischen die... Dennis? Dennis, warte, wir haben schon Markierungen gemacht, weißt du? Ja, dann sag mir wo. Ja, hier. Achso, ich dachte, das hast du gesehen. Zwischen hier ist ein Streifen und da ist ein Streifen. Dann musst du mit dem Kopf dazwischen. Vierteldrehung, ja. Genau. Ein bisschen noch? Ich zieh dich, ja? Warte. Ja. Und jetzt die hier hin, weil du gleich die Füße da hast und passt das nicht. Ja, so ist geil. Wie beim Pornodreh, ihr wisst, wie es läuft, Leute. Okay, das hast du. Du bewegst dich eh nicht, also können wir das stretchen. Das ist kein Problem. Ich kann noch ein paar Minuten. Nee, ist Hammer. Dennis ist Hammer. Komm. Na, wenn denn richtig. Ich will, dass ihr das unbedingt drauf habt. Okay, den haben wir. Also machen wir. Oder Jörg, hast du das? Wirklich? Den haben wir. Ja, sicher? Ja. Komm hoch, Alter. Leuchte der rote Punkt auf? Jetzt komm hoch, ey. Komm hoch. So, hier hast du linker Fuß, rechter Fuß. Weiß Bescheid. Okay, aber Walle kann ich nicht toppen. Nee, das musst du nicht. Da musst du nicht. Mir geht's auch nur um die Varianz. Mir geht's nur um die Varianz. Oh, geil. Mir geht's nur um die Varianz. Und das ist ganz geil. Kannst du doch ganz kurz nach unten gucken, weil du bist ja, mir geht's darum, dass du deinen Unterriss hier auch ein bisschen, genau. Okay. Also mal nach oben gucken und wieder nach unten. Okay. Weißt du, auch mal nach oben gucken. Soll ich auch drücken? Nö, das nicht, aber nur mal nach oben gucken. Ja, das ist geil. Das ist der Devil, den ich wollte. Das ist geil. Hammer, danke schön. Ich liebe, was du für ein engagierter Regisseur bist. Richtig schön, danke schön, danke. Dankeschön, ihr Lieben. Richtig geil. Ja, wenn es jetzt keine Pizza gibt, dann würde ich sagen, dann haben wir es, oder was, Dennis? Ich weiß nicht, was wir Pizza machen. Entweder ist der Fahrer jetzt verschollen, was traurig wäre, oder uns vergessen, das wäre auch schade. Also alles, was mit dieser Pizza zu tun hat, ist schade tatsächlich. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist ein und Rübergau. Ich kann dazu aber vor allem sagen, eigentlich wäre es Krogis Pizza gewesen. Wieso teamagt ihr immer noch? Nein, wir teamagen nicht. Was ist das Russian Squad Team hier, oder was? Wir sind die coole Gang, hallo? Stell dich mal richtig hin. Ja, pass auf. Eigentlich ist es ja, letztes Mal durftest du nur Pizza essen, habe ich nämlich gewonnen, weil ich dir was von meiner Pizza gegeben habe. Das stimmt. Ja, das heißt eigentlich, streng genommen, wenn Krogi ein Arschloch wäre, hättest du heute eh gar keine Pizza bekommen, ja, weil du ja verloren hast, genauso wie ich. Ja, aber ist er ja nicht. Er hat ja bekommen, was er wollte. Hä, wieso? Deswegen habe ich doch extra klar gemacht, dass wir diesmal eine große Pizza kriegen. Nee, Leute, im Ernst? Das ist doch völlig normal, dass wir die Pizza teilen. Ja, natürlich. Na gut, ich finde das auch besser. Ich hätte die auch niemals nicht geteilt. Aber wo ist sie? Rein technisch gesehen, muss ich sagen, haben wir aber halt einfach keine Pizza. Das stimmt. Ja, nee. Ja, das ist es heute so. Und das ist denn das, bitte? Das ist die Dramaturgie. Was für ein Timing ist das denn, bitte? Ohne Scheiß. Jetzt ist doch unglaublich hier im Grün. Das ist doch unglaublich hier im Grün. Hey, Oliven sind doch komplett geil. Oh, haben wir ein Messer oder wollen wir die mit Hand schneiden? Hand in Hand. Schere. Schaufel die einfach so rein. Du weißt so, du machst sie zu so einer Rolle. Hast du eine Schere? Nee. Ja, klar habe ich eine Schere. Hast du einen Leatherman oder so? Ich guck mal. Jetzt? Aber das ist schon ein nices Bild, wie der Krogi da. Das riecht vor allem auch ganz geil. Walle, kannst du deinen. Ja, ey, das hat Krogi auch gemacht. Ja, habt ihr es nicht gesehen? Aber nicht in meinem Gesicht. Nicht in seinem Gesicht. Ja, ich bin jetzt gerade im Modus, sorry, wenn der Porto-Dreh einfach begonnen hat. Aber kannst du nicht einfach mit. Wer ist denn jetzt hier bewaffnet? Ja, niemand anscheinend. Aber kannst du nicht einfach die reißen? Ich kann sie auch reißen, aber das macht man nicht. Reiß sie doch einfach. Ich falte sie erstmal. Oh Gott. Oh, es kommt was. Nein, alles gut, ich reiße jetzt. Nein, holen, scheiße. Es wird jetzt was geholt. Ja, nee, ich habe extra die große geholt. Jetzt soll ich das zerfetzen. Nein, wir warten jetzt wie noch. Wie so ein Saurier. Die 30 Sekunden warten. Jetzt entspann dich doch mal. Ich wasche ganz kurz meine Hände. Du bist ja wirklich schlimmer als ein Kind. Das ist voll anstrengend mit dir. Wasch. Das ist kein Pinkel. Ja, ich warte auf dem Messer. Das hier, guck mal. Sieht aus wie bei Viva früher im Studio. Oh geil, gleich drei Messer. Hammer, dann kann ich es in drei Stücke schneiden. Welches nehme ich? Ich nehme das hier. Den, wie nennt man das? Ein Schiff. Ey, ich bin aber... Die sieht nicht schlecht aus. Was war mit dem Fahrer? Was hat er gesagt? Nicht gesehen oder nicht geschafft? Okay. Walle, komm zu uns. Komm, Walle, wir sind ein Team. Komm, join us. Nee, du, ich bin durch. Was passiert, Walle?
Ach so, ja, ich dachte, wir sind jetzt fertig. Nein, wir sind in der Sendung, es läuft ja alles. Ja, ich will aber jetzt keine Pizza. Aber du musst dich zu uns sitzen. Ja, gut. Aber ich setze mich ein Stück von Denzel weg. Was ist los? Ich will jetzt wissen, wie du Pizza bekommst, damit du endlich die Schnauze hältst. Der hat ein Messer 3, Alter! Ey, Chat, Skill Arena, muss man sagen. Man muss es nicht mögen, aber man kann nicht sagen, dass es nicht unterhaltsam ist. Das kann man beim besten Willen nicht sagen. Aber eine unterhaltsame Sendung ist es in jedem Fall. Aber mag man es dann nicht? Ja, kommt drauf an. Ja, stimmt, es gibt auch schwierige Unterhaltung. Ja. So, wir können uns gerne bedienen an deiner Pizza. Ich beiß noch mal rein jetzt für die... Guten Appetit, für Leute. Für den guten Abschluss. Ehre für euch. Wenn ihr dieses Video bei YouTube entdeckt, ja, und euch die ganze Zeit gefragt habt, was soll ich denn jetzt tun als Teilnehmer dieser Sendung, weil ich was dazu bekomme, ja, dann like die Scheiße doch. Lass einen Kommentar da. Erzähl deinen Freunden davon, wie schön diese Sendung ist. Wie toll du Walle findest. Oder auch Dennis. Vielleicht auch mich. Wir sind einsame Menschen. Danke an die Regie. Das ist eine fabelhafte Idee. Danke an alle Leute, die mit dieser Produktion was zu tun gehabt haben. Danke an die Server von Ark, dass sie durchgehalten haben. Ist doch wundervoll. Ich möchte mich bedanken. Diesen Sieg nehme ich gerne an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, wann gibt's die nächste Folge. Walle, sag mal. Boah, hoffentlich erst in ein paar Monaten. Ein paar Monaten gibt's die nächste Folge. Bis dahin, ich muss auch reinbeißen.